This is our kind of test. We're back. I'm Alex and Frank Stoner here. I'm Start. Es ist Mittwochabend, die 21. Dezember 2016. Gleich 20:07 auf der Rock'n'Roll Uhr. And letzte Sendung 2016 heute an den Start. Einen wunderschönen guten Abend, man. Auf jeden Fall mal natürlich an unsere Chatters. Auch eine Shoutout an die Leute aus Österreich und Okeetalk Radio. Und natürlich an DJ Bargo, unser Kollege. Dankeschön für die Ankündigung und großartige Musik von vorher. Und ja, wo auch immer du uns empfängst, einen wunderschönen guten Abend. Und heute ganz, ganz besondere Sendung an den Start und natürlich so wie immer mein Kollege Frankie hier an meiner Right Side, man. Guten Abend, Frank, man. Hey, wie geht's dir, Bro? Hallo Alex, großartig, ja. Schön hier zu sein. Seid gegrüßt, liebe Hörer, wo auch immer ihr das hört, heute zu diesem wirklich besonderen Abend. Ja. Du hast schon gesagt, unsere letzte Show dieses Jahr, aber es ist heute 21. Dezember, Wintersonnenwende, die längste Nacht des Jahres und der kürzeste Tag. Und das ist ein besonderer Tag. Ja. Ja, es ist ein besonderer Tag, eine besondere Zeitqualität und es ist wirklich, ist uns eine Ehre, an diesem Abend hier live senden zu können. Und wir haben heute auch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Nein, eigentlich nicht vorbereitet, das ist ja das Ding, sondern das ist ein Thema, mit dem wir schon lange uns auch beschäftigen. Aber heute ist es so natürlich haben die Räder ineinander gegriffen. Heute ist der richtige Tag. Ja. Heute ist der richtige Tag, es passt zur Wintersonnenwende, es passt alles zusammen und wir haben einen Gast hier am Start, den wir in ein paar Augenblicken euch dann vorstellen werden und ja, das ist eine ganz besondere Sache heute und freut mich wirklich, dass ihr dabei seid und dass wir das hier machen können. Ne? Tja, was für mich mal ganz Besonderes war, ist, dass okay, ich bin mal ein Jahr älter geworden, mal jetzt diese Woche, 19. Dezember. Und für diejenigen, die in Social Media unterwegs sind, haben mal festgestellt, dass ich mal geschrieben habe, dass es mehr zu einer Party geworden, als ich erwartet habe. Denn meine Geburtstag am 19. Dezember 2016 scheint was haben wir mal, 12 Tote, 60 angebliche Verletzte auf der Berliner Weihnachtsmarkt. Oh, und wie zynisch alles. Ja, und dann der russische Botschafter wurde in Ankara in die Türkei erschossen. Da gab es eine Schießerei in der Schweiz und eigentlich mal anders. Ich hatte mal eigentlich mal meine Geburtstag irgendwie anders erwartet, aber zu dieser Zeit und Tage ist da irgendwas mal anderes zu erwarten. Ne? Das ist die andere Denk. Krasse Geschichte, da natürlich, was in Berlin abgelaufen ist. Und wir könnten natürlich jetzt hier ganz lange heute drüber reden. Werden wir aber nicht machen. Nee, das machen wir nicht. Zum einen, weil wir heute wirklich die Zeit nutzen wollen für unser Hauptthema heute. Zum anderen ist es auch, man weiß manchmal gar nicht mehr, was man sagen soll, weil diese Geschichten, so traurig das ist, es kommt halt nicht überraschend. Ja, wir haben schon öfter drüber gesprochen, über die Bedrohung. Wir hatten hier in Chemnitz diese Geschichte, es ist gerade mal es ist halt wieder es ist nicht das erste Mal, was passiert, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Traurig, wie die Realität gerade ist, aber wir werden heute nicht drüber sprechen. Vielleicht werden wir es dann nächstes Jahr dann, wenn wir wieder zurückkommen, vielleicht werden wir dann das auch nochmal irgendwie einbetten, wer weiß, was bis dahin läuft. Aber heute Abend, haben wir den Blick auf was anderes. Nee, das ist richtig. Und so, dass wir mal unterwegs in unser Thema anfangen können, bevor ich das tue. Ich habe mal eine Statement, die ich heute hier vor allem unbedingt machen muss, in meiner Sicht. Denn ich habe mal früh heute Morgen aus USA eine Post bekommen von einer Kollegin aus Texas, die besagt, dass Rudolf Giuliani eine Statement gemacht hat über seine Twitter-Account. Rudolf Giuliani, Bürgermeister von... ehemaliger Bürgermeister von New York City, während 2001, die ganze Geschichte. Ich habe das durchgelesen und das hat mir zu verschiedenen Sachen mal hingebracht. Ich habe mal natürlich die Quellen versucht mal herauszufinden, ob die wahr sind oder ob das mal Fake News oder jemand irgendwas mal gehackt hat oder so weiter und so fort. Die Tatsache daran ist, ich sage nicht, dass das wahr ist und ich sage nicht, dass das nicht wahr ist. Aber was ich mal herausgefunden habe,
ist folgendes. Ist Rudolph Giuliani in November von 1987, da gab es eine Kindermissbrauch, mehrere Fälle in West Point, in sogenannte Daycare Centers, wo über 150 Ärzteatteste bestätigen, dass Kinder zwischen 3 Jahre und 7 Jahre alt anal und vaginal penetriert worden sind. Über 60 FBI-Detektiven haben dieses Fall beziehungsweise befragt, und 90 Zeugen, die selbst als Opfer gefunden worden sind, haben eine Klage dagegen eingereicht. Und zu der Zeit, Rudolph Giuliani war US Attorney. Und wenn man diese Geschichte... Ein Staatsanwalt. Ein Staatsanwalt, ein Attorney, ja. Genau, US Attorney, genau. Und wenn man weiter hineinsieht in diesen Fall, diesen Gerichtsfall, die Tatsache ist, dass eine Person würde, wie sagt man, prosecuted? Angeklagt. Angeklagt für einen Vergewaltigungsfall. Und alles Rest wurde aus dem Gerichtssaal herausgeschmissen. So ähnlich wie beim Fall Jeffrey Epstein damals. Ja. Und deswegen muss ich mal sagen, ist, dass ich habe das gepostet, weil ich kann das nicht bestätigen, ob der dasselbe geschrieben hat oder nicht. Weil erstens, da gibt es nur 2 Twitter-Accounts. Da gibt es eine Rudy Giuliani und dann gibt es eine Rudolph Giuliani. Einer hat 10.900 Folger und die andere hat 590. Und die Frage ist das als professionell? Und wir wissen alle, dass Hillary Clinton, Barack Obama und sogar Podesta Brothers haben Twitter-Accounts. Elefantis, Klein, was weiß ich alles. Ist Giuliani so cool, dass er keins hat? Okay, sagen wir halt, dass er keins hat. Die Frage ist, dass wenn ich mal als Professioneller da eine haben würde, würde ich mich mal benennen als Rudy Giuliani oder Rudolph Giuliani? Ich sage nur, ist das die Indizien, was man sieht hinter diese ganzen Gerichtsgeschichten aus 87 und sowas. Und das, was in dieses Statement geschrieben wird, das verspiegelt sich. So, auf jeden Fall. Also du meinst, dann würde man erkennen, dass der diesen Tweet geschrieben hat, zumindest ein bisschen Ahnung hat von der Materie. Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Und deswegen sage ich mal, ich sage nicht, dass das wahr ist. Ich sage nicht, dass das nicht wahr ist. Das ist darum, ist das, ich habe mal weiter ein bisschen mal reingeschaut und es stellt man mal große Fragezeichen dar. Und das wollte ich mal nur sagen. Jetzt, okay, genug damit, Frank. Ich möchte dir jetzt die Mikrofon überreichen und dass du mal unser Gast heute Abend mal hier vorstellst. Denn die meisten Leute von unser Assekampf kennen ihn doch schon, oder? Ja, ja. Kommen wir zu unserem Gast und den wir heute eingeladen haben und wo wir glücklich sind, dass er hier ist, denn er ist hier live im Studio und das hat er dann doch nochmal immer eine andere Magic, Alex. Wir wissen es, ja. Wenn wir zusammen sind und uns in die Augen sehen können, ist nochmal was anderes als via Skype. Ja. Wenn man gemeinsam im Studio ist, kommt man nochmal zu einem anderen Flow. Und wir sind wirklich glücklich, dass wir ihn hier haben, denn wir haben heute ein Riesenthema am Start. Die Boxsager. Und die Boxsager, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Unterthemen zusammenfasst und ein Riesenteil ist. Und das wäre für Alex und mich auch eine Wahnsinnsherausforderung. Wir haben uns überlegt, wie sollen wir so ein Thema präsentieren? Das ist wirklich, da müsstest du lange studieren. Und deswegen sind wir froh, dass wir heute einen Mann am Start haben, der sich mit der Boxsage halt intensiv befasst hat und sich damit auskennt. Und dann werden wir es gemeinsam euch heute Abend hier präsentieren. Dieses wichtige Riesenthema, was alle Menschen angeht und was in deutscher Sprache auch noch relativ unterm Radar fliegt. So,
Leute, die im September auf unserem Radio Emergency Community Treffen waren, das legendäre Assecamp, die werden sich vielleicht noch an Milo erinnern. Ja, Milo, unser Gast heute hier. Kleine Anekdote, das war einfach großartig. Freitagabend, wir sitzen im Assecamp und das war also so schon ein bisschen auf dem Land, da oben, so ja, ein Camp, ein Lager, ne? Und abends, alle waren schon auf dem gut, wir haben auch gefeiert Freitagabend, da waren wir alle schon ordentlich drauf und eine große Party am Start, ja, Leute aus ganz Deutschland da. Und dann war schon dunkel und so, im Sommer ist es ein bisschen später dunkel, aber und plötzlich kommt da dieser große Phaeton vorgefahren, ja, VW Phaeton, so richtig großer Wagen, so aussteigt ein Bär von Mann. 2,09 Meter, ja. Aber nicht so von der schlachsigen Dürrenart, sondern ein Bär von Mann. Steigt aus, Kurzhaarschnitt, ja. Schaut in die Runde, alles ist natürlich total still und guckt, was passiert jetzt hier so. Manche so, kommt jetzt Ärger oder so? Wer weiß, was kommt jetzt hier? Weißt du, aber jetzt die Muff am Hals oder was auch immer? Nee. Und hier Milo ganz souverän schaut so in die Runde so und sagt, hat hier irgendjemand was zu sagen auf diese Veranstaltung? Großes Schweigen, alle Finger zeigen auf Deckel. Deckel meldet sich, ja, ich habe was zu sagen. Und Milo, der dabei seinen Kofferraum aufgemacht hat vor dem großen Phaeton, da greifen die zwei starken Arme rein, holen zwei Kisten Bier raus. Wo darf ich die denn hinstellen? Und das war Milos Enter-Auftritt hier im Assecamp. Und deswegen, wer damals da war, der weiß genau, wer Milo ist. Milo, schönen guten Abend. Willkommen bei uns im Studio. Super, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank und cool, dass ich hier sein kann. Ohne Scheiß, Mann. Ja, wir freuen uns. Das freut mich echt. Tierisch, dass du da bist, Milo. Auf jeden Fall, du kannst diese Dings bewegen, so dass du bequemer mit dem Mikro sitzt. Alles gut. Ja, du hast mal eine großartige Geschichte uns mal zu erzählen, ja. Milo. Erstmal, ich denke mal ein bisschen über dich mal. Wie kommst du überhaupt an diese ganze Geschichte ran? Also ich habe jahrelang versucht, in einem normalen Umfeld irgendwie klarzukommen, wie jeder von uns. Ich war in einer privaten Schule. Ich konnte sorgenfrei mich entwickeln, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Leben komplett geändert habe und dann einen Beruf ergriffen habe, der eher auf der Straße stattfand. Also ich war Inhaber eines Sicherheitsdienstes. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass da zwei Welten aufeinander geprallt sind, die ich nicht mehr auf Dauer vereinbaren konnte. Und das brachte mich auf eine Art Suche, ja, auf eine Suche auf Antworten, so, egal, ich kannte die Fragen wahrscheinlich noch gar nicht, aber denn wie das halt so ist, das Internet kam dazu, ich kam ja noch aus dem analogen Zeitalter, ich bin Jahrgang 77 und das Internet hat mir dann die Idee vermittelt, dass ein Mensch seine Aussage oder seinen Gedanken mit Milliarden von Menschen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden teilen kann und das hat mich fasziniert. Und dort konnte ich halt eben Zugriff zu Wissen bekommen und selber entscheiden, welches Art von Wissen das ist, was ich dann für mich verarbeiten konnte. Das hat für mich dann Kreise geschlossen, so offene Fragen beantwortet, etc. Aber auch neue Fragen eröffnet, wie sich's festgestellt hat. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, wie sich die letzten 6-7 Jahre mal so entwickelt haben in dieser Truther-Bewegung, ja, ihr seid ja ein Riesenteil davon mittlerweile, aber allein diese ganzen Wahrheiten, die letzten Jahre jetzt nicht mehr tabuisiert werden, sondern ans Licht gekommen sind, das ist schon so viel und es wird auch so viel dagegen gemacht. Also man weiß auch gar nicht mehr, wo man dann steht, was ist richtig, was ist falsch. Und egal, wie weit man dann forscht, selbst wenn man die Vision hat zu forschen, was viele heute leider nicht mehr haben, dieses Privileg, es einfach nicht mehr können, dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, an dem man nicht mehr weiterkommt und es bleiben noch viele Fragen offen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Geschichte der ganzen Menschheit. Egal, was man macht, man bleibt irgendwann an einem gewissen Punkt hängen. Und zwar an dem Punkt, wo sich die Zivilisation getrennt hat von den wilden Jägern und Sammlern, die Menschen, die in Erdlöchern gewohnt haben. Das war so das Einzige, was ich durch meinen Geschichte-Leistungskurs dann so ja, vermittelt bekommen habe. Ab da an wurde Geschichte erst geschrieben sozusagen. Was vorher war, naja, da wir uns ja linear entwickelt haben, haben wir uns dann wahrscheinlich auch schön zurückentwickelt dann aus der Perspektive. Haben wir aber nicht. Und da bin ich eines Tages auf die Bock-Saga gestoßen, die genau diesen Kreis für mich geschlossen hat. All diese offenen Fragen. Wer war der Religionsstifter? Wo kommt die Sprache her? Wo kommen die Mythen her? Die Geschichten, die Sagen, das Prinzip eines Gottes, der auf uns herabblickt.
bis hin dazu zu Fabelwesen und ähnlichem. Aber um diese Geschichte erklären bzw. erzählen zu können, muss ich vorher ein paar Sachen klarstellen. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, dass ihr nichts wisst. Und ihr sollt die Menschheitsgeschichte erzählen. Wo fangt ihr dann an? Nehmen wir mal an, vorne. Es ist ein Buch, es klappt ihr auf. Und auf der ersten Seite stehen halt Dinge, wo wir, währenddessen wir uns hinten befinden. Wir sind die auf der letzten Seite und heutzutage und die leeren Seiten, die sind vor uns noch nicht geschrieben. Aber was stand auf den ersten Seiten? Was bringt uns alle Menschen zusammen? Was bringt das zusammen, was Religion, Politik oder Hautfarben oder ähnliches getrennt haben? Das sind Fragen, die sind nicht einfach zu beantworten, bis zu dieser Geschichte eben. Man muss Folgendes jetzt wissen. Diese Geschichte basiert auf dem elementarsten aller Dinge. Und zwar auf dem Prinzip der Natur. Nichts anderes zählt in dieser Geschichte. Das muss man verstehen. Zudem muss man verstehen, dass die englische Sprache, so wie wir sie heute vermuten, dass sie aus dem Romanischen bzw. Lateinischen oder aus dem Deutschen stammen, dass die englische Sprache eine viel, viel, viel ältere Sprache ist, als wir uns alle vorstellen können. Und deswegen werde ich diese Geschichte auch in mehreren Sprachen jetzt nicht vorlesen oder wiedergeben, aber die Worte bzw. die wichtigen Namen, Namen der Götter oder Namen von Lebensweisen oder Namen von grundsätzlichen elementaren Dingen, die werde ich teilweise auch in mehreren Sprachen vortragen müssen. Ihr werdet sehen, das ist ganz einfach zu verstehen. Man wird dann eine gewisse Routine entwickeln währenddessen. Also wer Englisch nicht kann oder so, da braucht jetzt sich keine Sorgen machen. Diese Geschichte ist die älteste Geschichte und die älteste Mythologie der Menschheit. Die Sprache, die wir dort benutzen werden, die heißt Root Language. Diese Root Language ist auf dem Englischen, wenn man jetzt Root aussprechen würde, würde es bedeuten Wurzel. Also das ist die Wurzel aller Sprachen. Übrigens steckt es auch drin in dem Wort, sorry, weil es mir auch letztens eingefallen, dem Wort Truth. Truth geschrieben. Truth. Truth. Wahrheit. Truth. Steckt Truth. Das auch drin. Genau. Root. Genau. Und hier haben wir auch schon mal, jetzt muss ich an Mario Prasser erinnern. Vielleicht kann Frankie noch mal kurz erklären, wer das war, für die, die es nicht wissen. Ja, unsere Hörer werden sich erinnern, Mario Prasser, ja, hier einer, der sich beschäftigt eben mit Zusammenhängen von Sprachen, der auch seinen Sprachcode uns gezeigt hat und hier halt auch ein paar Türchen aufgemacht hat in unserem intuitiven Erfassen von Sprachen, von Wurzeln, von Phonetik, von wahre Bedeutung von Worten. Mario hat auch im Prinzip der Spiegelung erwähnt. Und hier haben wir zum Beispiel die erste Spiegelung. Root Language und Tor. Rückwärts ausgesprochen bedeutet Root Tor. Und Tor ist eine wichtige, ich würde sagen, eine Form des Gesellschaftslebens, die ich nachher noch genauer beschreiben werde. Also haben wir hier vorgegeben schon mal die erste Spiegelung. Bevor wir ganz tief einsteigen, wollen wir vielleicht noch was erzählen über den Ior Bock und... Ja, genau, weil wer hat uns diese Geschichte überhaupt erzählt? Ja? Genau. Ich meine, du erzählst jetzt in Deutsch. Diese Geschichte ist ja, das wissen vielleicht manche Leute, die so schon mal was gehört haben von der Bocksage. Es ist eine Geschichte, die nie aufgeschrieben wurde, sondern die immer nur innerhalb von einer Familie, nämlich der Familie Bock, die heißen so, also die gibt's wirklich, eine Familie, die heißt Bock, die kommt aus Finnland. Und in dieser Familie wurde von Generation zu Generation, über ganz lange Zeiträume, ey, ich meine, wie lange ist wirklich mindblowing, aber über Generation zu Generation wurde diese Saga mündlich weitergegeben. Nicht nur die Geschichte, sondern das ganze Wissen auch um Sprache und diese ganzen Sachen. Und es war dann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1980er Jahre, dass der letzte Nachfahre aus dieser Familie, ein gewisser Ior Bock ist der letzte Nachfahre der ältesten Familie dieser Welt. Er wurde 1984 ermächtigt, diese Geschichte wieder zu erzählen. Es ist eine orale Geschichte. Ihr seht, ich fange schon an mit diesen Sprachausdrücken. Ja. Yeah. Und dieses mündliche überlieferte die mündlich überlieferte Saga, die wurde Ior Bock, der mit 7 Jahren dann volljährig wurde, laut der Bock-Saga-Philosophie. Er wurde weder lesen noch schreiben gelernt, sondern er wurde jeden Tag 2 Stunden lang mit dieser Geschichte konfrontiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, seine Mutter Freya und seine Schwester Raquel Bockström,
die haben jeden Tag diese Geschichte sich selber erzählt und er musste zuhören. Plötzlich haben sie sich umgedreht und ihm gesagt, erzähl die Geschichte weiter. Konnte er es nicht, haben die beiden die ganze Geschichte wieder von vorne erzählt. Und das ging über 20 Jahre so. Wow. Und diese Geschichte, die durfte laut dem Versprechen des letzten Königs, dem schwedischen König gegenüber vor über 1000 Jahren nicht erzählt werden. Diese Geschichte ist also für unser Glück, also in den letzten 30 Jahren erst wieder revealed worden und wir haben da jetzt überhaupt erst wieder Zugang zu. Und revealed hat Ior Boxi in Indien, interessanterweise. Ja, in Goa. Was auch, ich bin ja auch alter Indienfahrer und deswegen, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich meine, da ist dieser Mensch und mit diesem großen, ja, es ist nicht pathetisch, wenn wir davon sprechen, mit diesem Menschheitserbe in sich, der da so viel bekommen hat. Und der ist in Indien und das arbeitet in dem. Und der kommt aber auch, wie es sonst so ist, in Indien passieren diese Dinge. Er trifft mit den richtigen Leuten zusammen. Ja, es entsteht so ein Kreis und es entsteht eine Energie. Und er merkt, jetzt ist die Zeit gekommen. Also jetzt wird es geteilt. Und er teilt diese Geschichte, seine Familiengeschichte, die ganze Geschichte der Menschheit ist. Er teilt sie mit den Leuten dort in Indien. Halt. Ja, alle Schwester, da ist unter anderem schon Jim dabei gewesen aus USA und so. Und die sitzen dann zusammen da, wochenlang, monatelang und es entsteht ein Flow und eine Energie und es schweißt sie zusammen und danach gehen die dann auch tatsächlich gemeinsam nach Finnland und forschen diesen Ding Geschichte nach. Es ist ja zwar eine mündlich überlieferte Geschichte, was sie nicht unwahrer macht als andere Sachen, aber man kann halt eben auch Sachen besichtigen. Es gibt wirklich Orte, wo Ior Bock gesagt hat, unter meinen Füßen liegt das Zepter und die Krone der finnischen Königin und des finnischen Königs. Dann gibt es noch einen riesigen Tempel, eine riesige unterirdische Tempelanlage, den sogenannten Lemminkainen-Tempel. Dort haben Ior Bock tatsächlich und mit diesem Jim Chester zusammen, den du erwähnt hast, von dem ich diese Geschichte auch bekommen habe, die beiden haben dann ein Projekt gestartet mit noch mehreren Leuten damals und die haben wirklich angefangen, diesen Tempel mit professioneller Hilfe von einer Bohrfirma aus Finnland, diesen Tempel aufzubohren. Und dabei haben sie festgestellt, dass diese Tempelanlage künstlich mit Menschenhand und mit menschlicher Technik verschlossen wurde. Das ist nachgewiesen. Aber wie der Zufall dann so spielt, mussten dann die Bohrarbeiten natürlich eingestellt werden. Ja, aber das macht eben die Geschichte auch so krass, in der Tat. Das ist nicht nur eine Story, sondern ey, da gibt's auf einmal eine Orte dazu. Da gibt's Archäologie, da gibt's Orte, wo wir auch theoretisch wir hingehen können. Ne? Ja, diese Geschichte ist naturverbunden. Sie ist einfach. Sie ist so einfach und so logisch, dass es schon erschreckend ist. Und genau aber durch diese Logik und durch diese Einfachheit kommt genau dieses Verständnis. Kein Glaube. Ich glaube auch nicht an die Geschichte, dass sie wahr ist. Aber ich verstehe sie. Und dieses Verständnis ist etwas, was keine andere Geschichte oder Mythologie jemals bei mir zustande gebracht hat. Kein einziger Schöpfungsmythos hat jemals annähernd irgendetwas in dieser Richtung mir erklären können, was ich nach 2 Stunden, 3 Stunden Boxsager für mich beantwortet bekommen habe. Und das war ein beeindruckendes Erlebnis, wirklich. Ja, ich denke, das waren jetzt wirklich gute einleitende Worte so, dass wir jetzt wissen, okay, da ist also dieser Ior Bock da in Indien. Das gefällt mir auch, weil der ist halt auch so wie wir oder wir sind wie der, weißt du, also ich meine, das sind halt echte Menschen. Ja, weißt du, man kommt zusammen in Indien und dann, ich weiß genau, wie das bei denen gelaufen ist, ich kann es so nachvollziehen so. Mhm. Und da gibt's auch Aufnahmen von ihm, wo man ihn noch hört und du hörst im Hintergrund dann die ganzen Tiergeräusche so aus Indien und so und hey, boah, die ganze Atmosphäre, wie die jetzt zusammensitzen so und du spürst diese Energie. Und die Art und Weise. Das ist halt so, warum ich das erzähle, ist, für mich, das schiebe ich ja gleich voraus, weil du hast gesagt, du glaubst nicht dran. Ja, ich glaube auch nicht dran. Es sind viele Dinge daran, wo in der ganzen Geschichte, wo ich auch meinen Kopf noch nicht rumbekomme und so. Aber hey, wir sind Freigeister. Ja, und wir haben ja nicht irgendwelche Dogmen, an denen wir festhalten, sondern wir nehmen das einfach zur Kenntnis. Aber was ich überzeugt bin, ist, dass Ior Bock kein Bullshitter ist. So ist ja, es. Davon bin ich überzeugt, der ist kein Bullshitter und ich bin auch davon überzeugt, dass der sich das nicht alles ausgedacht hat, weil also dafür ist es zu groß für einen Menschen, ne? Ja, vor allem da ist zu viel Wahrheit drin, da ist zu viel Echtes drin, dass ich das erstmal so zur Kenntnis nehme, so. Ja, das ist nicht einer, der sich ausgedacht hat, das ist keine Fiction oder sowas, ja. Und die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt, ist halt wirklich einzigartig. Das ist ein sich wiederholendes Singen, Reimen. Also allein durch diese Stil der Vermittlung, ja, durch diese phonetische Ausdrucksweise, die er dort an Tag legt. Ich empfehle jeden, die Links gibt's bestimmt bald hier irgendwo, sich ihm am Original mal anzuhören. Allein dieses Art von Vermitteln von Wissen, das geht einem durch Mark und Bein. Und ich erinnere nochmal die Katara-Hymne A-E-I-O-U,
ne, was für ein Mantra. Da spricht ja Mario Prass davon. Genau. Und ein Mantra in dieser Stimme ist unüberhörbar. Und wenn man die Geschichte, und das ist eigentlich der Grund, warum wir das hier machen, damit ihr auf Deutsch mal so einen roten Faden bekommt, so einen Überblick. Weil wenn ihr dann mit diesen chronologischen Abfolge, die euch diese Geschichte im Original mal anhört, dann habt ihr da einen viel besseren Zugang zu. Und ich bin jetzt bei 97 Mal die Geschichte mir angehört zu haben. Ich notiere mir das immer. Und ich habe gestern im Hotel gesessen hier und ich habe schon wieder zwei neue Sachen daran entdeckt, die mich hier persönlich wieder weiterbringen und zu anderen Rückschlüssen befähigen. Es ist die unendliche Geschichte. Ja, eine universelle. Das ist die universelle Geschichte. Genau. Das Krasse dabei ist, dass wie Milo das erwähnt hat, dass diese Grabstätte, wo diese Chester und der Bock mal angefangen haben zu graben, dass die das mal zugemacht haben, erinnert mich an die Geschichte, was die in Jerusalem mit der Tempel gemacht haben. Naja, verbotene Archäologie auch. Ja, ja. Als Themen, die hier reinkommen, so. Hammer. Wisst ihr, wie wir es jetzt machen? So, wir haben jetzt so ein bisschen so die Einleitung gefunden in das Thema. Und Alex, weißt du, wie wir es machen? Wir machen es jetzt so. Wir machen es wie beim Tanzen, wenn man so mit dem Tanzschritt nicht ganz vertraut ist. Also zum Beispiel, wenn es unser eins ein Tango tanzen muss. Ja, ich habe schon ein bisschen Rhythmusgefühl, ein bisschen Musikgefühl. Aber wir lassen uns von der Lady führen. Und in dem Fall. Sorry, lass wie uns. Wie bitte? Wir lassen uns, ja genau. Frank, so, fällt mir gerade auf, ich rede mich um Kopf und Kragen so. In dem Fall, wir lassen uns von Milo führen so, weißt du? Und wir folgen einfach so dem Beat und dem Rhythmus der Musik und dem Flow und Milo führt uns hier mal jetzt richtig tief in die Story. Also Milo, wo auch immer du hast Karten, wo der Anfang ist. Leg los. Go for it. Ich bin mal richtig gespannt. Ja, vielen Dank, ich auch. Das erste Mal. Wir können nicht gleich mit der Geschichte beginnen, ich weiß, aber wir müssen vorher einige Sachen klarstellen, beziehungsweise über einige Sachen gesprochen haben. Und in dem Fall wäre es, muss ich es wieder suchen, das Alphabet. Und zwar dieses Alphabet ist das sollte man mitschreiben? Achso, ja, genau. Wir können ja heute auch ein bisschen interaktiv machen. Ihr könnt euch das, ich werde das so vorlesen, dass ihr das mitschreiben könnt, weil ihr dann nachher dann die Worte, die Namen etc. und so weiter, wenn ihr das selber dann aufschlüsseln wollt, was ich jetzt schwieriger anhört, als es ist, dann könnt ihr das gerne jetzt hier notieren und nachher die Worte, die ich dann durchgebe, auch zum Mitschreiben, dann könnt ihr selber ein bisschen rätseln, was sie bedeuten. Und ich kann es nur empfehlen, das ist sehr aufschlussreich. Das ist das Alphabet von dieser alten Sprache. Genau, das ist das Root Language Alphabet. Das ist eins der vier Naturgeschenke, die wir bekommen haben, ist das Alphabet, beziehungsweise der Sound, den das Alphabet mitbringt. Es ist ja nicht so, dass hier Menschen entstanden sind und gleich in die Bücherei gelaufen sind, wo das Alphabet drin war, sondern es wurden die Laute, ja, die Laute, die habe ich jetzt hier zu Papier gebracht. Ja, und es besteht zu einem Teil, die genaue Anzahl habe ich jetzt nicht durchgerechnet, zu einem Anteil an einem Kreis sich befindlichen Buchstaben. Und dann gibt es noch ein paar Buchstaben, die zu diesem Alphabet dazugekommen sind, allerdings nach der Eiszeit. Was das bedeutet, werde ich euch nachher sagen. Dann besteht dieses Alphabet auch noch aus 8 Mächten. Und diese Mächte, die sind, ich sage mal, Kreise, die man öffnen kann, über die man sprechen kann und die man erschließen kann. Also das sind die Kreise, die uns nachher durch diese Geschichte führen werden. Im Grunde genommen sind es die wichtigsten Begrifflichkeiten. So, da würde ich mal sagen, fange ich mal an. Wenn ihr einen Zettel und Stift alle parat habt, dann lese ich mal das Alphabet so. Es ist unspektakulärer, als es sich anhört. Alex, schreibst du mit? Kann ich doch von dir abschreiben? Ja, Mann, ich lese das jetzt in Lautsprache vor, ja? Also, wir fangen mit dem ersten Buchstaben an. Der erste Buchstabe ist I. A. Bay. Say. Day. E. F. Gay. Ho. I. Yi. Co. L. M. N. U. Pay. Q. R. S. T. U. Way. Jetzt werde ich mal versuchen zu erklären, was diese Buchstaben bedeuten. Das I steht als erstes und I bedeutet innen, also inside, innen. A steht für Asa, die Bewohner von innen, also die People, also die Leute, die von drinnen kamen. B steht für Burg oder Björn, das heißt der Bär, oder die Brust.
C steht für Skara. Das bedeutet teilen oder schneiden oder der Viertel, das Viertel des Mondes. Oder es bedeutet sehen. See the day. See, to see auf Englisch. D bedeutet dark. Dark bedeutet day, also der Tag, den wir, wie wir ihn heute kennen. E bedeutet Egg. Und Egg bedeutet Oak Tree, das ist der Ahnenbaum. Der Ahnenbaum ist nicht der Yggdrasil. Der Yggdrasil wäre hier der Weltenbaum. Der Ahnenbaum ist hier in dem Fall ein Eichenbaum. F bedeutet Fru. Fru bedeutet Samenkeimzelle. Bedeutet aber auch Bruder und Schwester. Und steht für männlich und weiblich. G bedeutet Grund. Und das bedeutet Herkunft oder Wurzeln. H bedeutet hell. Und hell ist die Insel, um die es ja hauptsächlich geht in der Sage. Das ist der Ursprungsort der dort entstehenden Menschheit. Hell bedeutet aber auch Heim, heilig oder Herz. Hjarta auf Indisch zum Beispiel, Frankie. Ne? Das bedeutet Herz. Hell bedeutet Herz. I kommt wieder vor. Ist ein zweiter Buchstabe. Ist der wichtigste Buchstabe. Deswegen wird auch zweimal erwähnt. I bedeutet hier nicht den Ursprungsort, wie beim ersten Mal, sondern bedeutet das Männliche, das Symbol für das Männliche. Das Glied, I. J bedeutet Jarl, das ist die Oberschicht. Earl, würde man heute sagen, oder Graf, oder Adel. K bedeutet Karl. Karl bedeutet Mittelschicht, also die Arbeiterklasse heute. Law bedeutet Logic, Logik. M wie Moon bedeutet Mooney. Mooney ist der Mond, aber auch ein Mooney-System, ein Geldsystem. Werde ich nachher noch zu erklären. N bedeutet Nordstjerna, der Polarstern, der Stern des Wissens, das allsehende Auge. U ist Udin. And Udin is one ring. Udin is everything. Udin ist die Sonne. P bedeutet Pol. Pol bedeutet die Erdachse, die durch den Nordpol geht. Wo der sich befindet, das sage ich gleich. Q bedeutet Quadrat. Und Quadrat wäre heute die Mathematik. R bedeutet Ra. Ra ist der König, der erste König der Menschheit. S bedeutet Sulen. Sulen ist die Sonne, die Seele. T ist Tur. Tur ist eine ganz, ganz, ganz wichtige und große Sache, die ich nachher noch erzählen werde. Tur bedeutet unser Herz, unser bester Freund, unser drittes Auge. U. Ursprung. Ursprung ist die Lebensquelle, der Quellen allen Lebens. Der Buchstabe V bedeutet Fahn, Wahn, Warner, die außerhalb des Nordpols lebten. Das wäre das erste Alphabet zur Paradieszeit benutzt. Dann, als die erste Eiszeit kam, kamen noch ein paar Buchstaben dazu. Die lese ich jetzt nacheinander erstmal vor. X, Y, Zeta, Ä und Ö. X, das Symbol X, wenn ihr die Finger kreuzt, bedeutet, wisst ihr ja, ne, bester Freund, viel Glück, ist ein positives Symbol. Yi bedeutet Yggdrasil. Das ist der Weltenbaum aller Lebewesen. Zeta bedeutet Blitz. Und zwar genau der Blitz zwischen zwei Menschen nach der Eiszeit, die sich wieder getroffen haben. Ihr kennt das bestimmt. Man ist wie vom Blitz getroffen, wenn man jemanden kennengelernt hat. Daher kommt das. Und der Buchstabe sieht ja schon so aus. So sieht's aus. Und Blitz. Ja, ja. A, beziehungsweise Ä, wäre, der Laut O, also es wird A geschrieben, es wird O ausgesprochen, bedeutet Fluss oder eine lange Periode. Ä, und das ist der Buchstabe von Mario Prass, dieses AE zusammengeschrieben. Hm. Wisst ihr noch? Ja. Ja, den man tauschen kann. Das ist hier. Und hier bezeichnet das die Asen, die den Agrarzeitraum während der Eiszeit beschreibt das hier. Das heißt, bedeutet Landwirtschaft. Wie die die Ähre. Ein Aar zum Beispiel benutzen wir heute immer noch. Oder die Ähre vom Getreide. Ja, genau, auch, die Weizenähre, genau. Das ist dieser Buchstabe.
Und das wird heute auch noch benutzt, bedeutet die Insel, das gibt's heute hier, Samabö, Dödebö, müsst ihr bei denen mal gucken, oder Udinsö, die Sonneninsel, das ist da, wo hell ist, das ist da, wo unsere Geschichte gleich anfangen wird, das bedeutet einfach nur Insel, heute noch, könnt ihr jeden fragen, Fischer oder Einheimische vor Ort in Skandinavien, das ist so. Vielleicht für die Hörer, ich habe ja mal im Chat einen Link reingestellt, der uns dieses Alphabet mal bildlich zeigt, ja. Das, ihr findet sowas. Ja, das ist aber nur auf Root Language und ohne die Beschreibung. Das ist für jemanden, der das nicht gehört hat, unlesbar. Unverständlich für jemanden, der das jetzt hier nicht gehört hat. So als Ergänzung zu dem, was du genau uns erzählst. Ihr könnt das finden, wenn ihr in der Suchmaschine eures Vertrauens Boxsage Alphabet eintippt und dann findet ihr dort solche Bilder, dass ihr es mal seht. Das ist auch hier ringförmig angeordnet, natürlich, wie fast alles in dieser Geschichte. Wir haben außerhalb des Alphabetes noch diese acht Mächte, the eight powers, wie sie genannt werden. Die lese ich jetzt auch erstmal nacheinander vor. Das sind Begriffe, die werden uns ständig wieder vorkommen. Hel, Bok, I, Uden, Ra, Thor, Frey, Freya. Ich erkläre das mal kurz. Hel, das ist wie gesagt der Ort, die Insel, wo das Leben begonnen hat, der Saga nach. Bok ist der Name der ersten dort entsprungenen Familie. I ist das Maskulinsymbol bzw. das Erdachsensymbol des Nordpols. Das bedeutet Fruchtbarkeit etc. Udin ist die Sonne bzw. der Sonnenkreis. Ra ist der König. Thor ist dieses Prinzip, nach dem man dort gelebt hat. Das erkläre ich nachher noch genauer. Das ist ein Riesending und sehr schöne Geschichten dabei. Frey symbolisiert den erstgeborenen Mann, also der erste Adam praktisch, und Freya die praktisch die erste Eva. Frey symbolisiert nicht nur die Männlichkeit, symbolisiert die Männlichkeit und Freya die Weiblichkeit, sondern Freya symbolisiert auch die Unendlichkeit. Mit diesen Eight Powers, also acht Mächten und dem Alphabet zusammen, ergibt sich nachher eine linguistische Sprachkodierung, die es ermöglicht, diese Sprache sehr schnell zu erlernen und vor allen Dingen zu verstehen, dass diese Sprache als erstes da war und die daraus entstandenen Sprachen alle davon abstammen. Mario Prass hat wunderbare Arbeit geleistet, um das vorab mal zu verdeutlichen. Aber der Ursprung, der liegt eindeutig hier in diesem Root Language begraben. Und das werde ich versuchen, in die Geschichte gleich ein bisschen einzuweben, um euch da einen Eindruck zu vermitteln. So. Also verstehen wir das richtig, diese, was du uns jetzt hier vorgelesen hast, das Alphabet, das sind das Silben, Laute, hast du gesagt. Diese Laute sind und die zusätzlichen, die ja noch gekommen sind, und diese Eight Powers, die sind sozusagen die Bausteine, aus denen dann Sprache, aus denen Wörter gebildet werden, Worte, und diese Worte bilden dann irgendwann unsere Sprachen so. Richtig. Und das sind die Bausteine, das ist wie die Zutaten. Ganz genau. Ja. Und wenn du die Bausteine erkennst und kennst, kannst du sozusagen alle Worte theoretisch auch in allen Sprachen oder sowas, oder wenn man die Fantasie genug auch hat, es gibt dann natürlich doch immer wieder dann diese Spiegelungen und so weiter. Aber im Grunde genommen kannst du, also wenn du diese Bausteine verstehst, kannst du auch die Worte verstehen, was die wirkliche Bedeutung ist. Zumindest entschlüsseln, was die bedeuten können. Richtig, ja, aber nur Worte, die nicht aus Latein entstammen sind. Wie also bitte? Alles Worte, die nicht mit Latein zu tun haben. Da würde das eher funktionieren. Ja. Aber nee, wenn das lateinischen Ursprungs ist, dann nicht. So, willst du mir denn damit sagen, dass slawische Sprachen denn eventuell damit mal... Sind viel näher dran, genau. Really? Ja, und das werde ich nachher auch noch aufführen, dass im Serbischen zum Beispiel hier ein paar Begrifflichkeiten heute noch 1:1 übernommen und auch genauso benutzt werden. Okay, okay. Well, ja, serbische Sprache hat durch die kyrillische Schrift... Entschuldigung, sehr naheliegend an russische Sprache. Ja, es geht hier eindeutig, pass auf, es geht hier um eine naturbelassene Sage. Deswegen habe ich gesagt, Natur ist so wichtig. Okay. Es gab hier nichts Geschriebenes. Es gab nur diese Laute, die ich vorgelesen habe. Es gab keine Schrift. Es wird sogar eine Saga erwähnt, wann das erste Mal schwarze Schrift auf weißem Papier niedergeschrieben worden ist. Und das war erst vor ein paar tausend Jahren. Mhm. Die Boxsaga bewegt sich in einem Zeitraum von 100 Millionen Jahren. Wow. Ja, mindblowing. Ja. Wir hatten das schon ein paar Mal im Laufe unserer Sendung, waren wir schon an dem Punkt, wo wir auch gemutmaßt haben oder das halt so sehen, dass es eine Zeit gab, wo wir nicht so gesprochen haben wie heute.
wo wir vielleicht auf einer anderen Art verbunden waren, Stichwort telepathisch oder wie auch immer, wo wir so eng in Schwingung miteinander Träume, ganz wichtig. Aborigines kommunizieren über weite Entfernungen durch Träume. Und wir haben keine Sprache so gebraucht, also nicht diese Sprache, die wir jetzt haben. Wir haben höchstens noch vielleicht gewisse von diesen Urlauten halt so von uns gegeben und das hat schon gereicht. Und es ist erst dann da später gekommen, dass wir diese Urlaute, dass wir denen Bilder zugeteilt haben und auf einmal sind dann richtig diese Bilderworte geworden. Genauso wie du es in der Schrift verfolgen kannst, wie dann auf einmal Hieroglyphen entstehen. Plötzlich, das fängt an, wo Worte auf einmal zu Bildern werden und so ist unsere moderne Sprache entstanden. Aber es gibt so eine Ursprache, die ist reine Phonetik und wir haben ja, glaube ich, irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wer da war, haben wir auch mal so ein Beispiel gemacht, hier verglich mal Om und Grr, wenn du mal so einfach nur mal diese Silben gegeneinander stellst. Und guckst, was in deinem Körper passiert und so, ja. Reine Phonetik erstmal. Es geht wirklich nur um Phonetik. Alte Zaubersprüche. Ja. Yeah. Sowas zum Beispiel. Wie zum Beispiel auch eben der Buchstabe Z, ja. Ist dann gleich, das macht dann gleich das Geräusch vom Blitz. Ja. Das hängt zusammen. Also, das ist halt Phonetik so. Und das steckt da ganz, ganz tief drin. Also das ist wirklich so der alte phonetische Code. Und unsere Sprachen, ich weiß jetzt nicht natürlich, ob es in allen Sprachen ist, aber eben die nordischen Sprachen, also Deutsch, aber eben alle skandinavischen Sprachen und eben, wie du sagst, auch die slawischen Sprachen. Ja, es gibt ein super Beispiel. Wenn wir die haben, können wir mit dieser Root Language enorme Erkenntnisgewinne bekommen, so absolut, über die Natur von unserer Sprache. Und wir wissen, wie wichtig Sprache ist. Stichwort NLP, neurolinguistische Programmierung. Sprache ist, wie wir denken. Mantra. Sprache ist, wie wir überhaupt leben. So. Das ist Mantra, genau, das ist so entscheidend. Also das ist wirklich das negativ so besetzte Begrifflichkeiten und so. Hey, yeah. Ne? Fake News ist so gerade mal so aktuell so, das ist der neue Begriff, der schlecht bewertet werden soll. Yeah. Ja. Also diese Sprachkodierung, die ist einmalig, aber es ist halt so elementar und so einfach zu verstehen, nach einer gewissen Zeit erst und nach ein paar Wiederholungen, wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann, ich werde nachher ein paar Beispiele nehmen, die sind so mindblowing. Ja, dann lasst uns mal gleich weitermachen. Wenn ihr wollt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, lasst uns mal gleich weitermachen. Also dieses Alphabet, was ich gerade vorgelesen habe, ich kann es, damit ihr mal ein Ohr dafür bekommt, auf der Root-Sprache vorlesen, weil diese ersten Buchstaben in dem ersten Alphabet zusammen nacheinander einen Satz ergeben, der die Entstehungsgeschichte der Menschheit beschreibt. Aha. Ich werde es erstmal auf Root vorlesen, dann auf Englisch die klägliche Übersetzung und dann das Gestammel auf Deutsch hinterher. So. In Aserbori. Sei dagens eckens fru. Grundhell. In jarlet karlet log. Mune nordstjernan uden polen quadrat. Rasul tur. Ursprung. Vaner in Aserbori. Jetzt auf Englisch. Inside the Arsenis Castle. You see the day of the oak tree seeds in the ground of hell. Inside the Jarl and Karl class of people, the logic of the moon, the north star, and the pole make quadrat. Ra the moon and Sul the sun are Tor friends in the origin of the Vana people of inside the Arsenis castle. Jetzt auf Deutsch? Klingt fast wie Shakespeare. Ja, übrigens, Georg Bock war übrigens gelernter Shakespeare-Darsteller, hat 20 Jahre auf der Bühne Shakespeare dargegeben. Aha. Zu dir, ne? Ja. Und danach war er Fremdenführer. Er hat ja keine Schule besucht und er hat ja auch kein normalsterbliches Wissen bekommen, außer dieser Saga. Er lebt mit dem Wissen dieser Saga, das muss man dazu sagen. Das ist das einzige theoretische Wissen, was er bekommen hat. 20 Jahre lang, nach seinem 7. Geburtstag. Krass. Jetzt auf Deutsch. Aus der Burg der Asen entfaltete sich der Samen des Ahnenbaumes im Mutterboden. Innerhalb sind Jarl und Karl Gesellschaftsklassen. Das Verständnis des Mondes und des Polarsterns und der Erdachse ergeben die Mathematik. Das war dieses Quadrat. Ra der Mond und Sul die Sonne sind beste Freunde in der wahren Herkunft der Vana aus der Burg der Asen. Mario Pras hat über die Asen gesprochen.
Ja, Asen, Warnen, ja, ja, das sind so viele Dinge. Und ich weiß nicht, wie solche Leute da draußen, aber tatsächlich in dem ersten, wo du es vorgelesen hast, man versteht manches, ja. Ich erkläre ja, also das ist das Ding. Es ist irgendwie in uns, also, oder? Ja, genau. Oder Ursprung. Ursprung natürlich, genau. Ja, oder auch Nordstern und so, ja klar. Da sind wir dabei. Ja. So, und jetzt, da wir ein paar Vokabeln haben, werde ich Folgendes erklären. Also Hell, das lag ungefähr 4 oder 5 Kilometer vor der Küste von Helsinki in Finnland, heute noch. Das waren 7 Inseln, heute sind 6, weil sie künstlich aufgeschüttet worden sind. Um übrigens den Ort zu fluten, unter dem die Krone und das Zepter des wahren Königs und der Königin von Finnland liegen. Um das unzugänglich zu machen. Ja, die haben auch eine Bodenradarscannung gemacht. Und 7 Meter unter dem Boden war eine 2x2 Meter große Metallbox. Die konnten sogar feststellen, dass es aus Metall war. Sie durften es nicht heben. Und jetzt ist es geflutet und ein Elektrizitätswerk steht da und wird vom Wasser versorgt. So nebenbei. Krass. Das ist also so einer der ganz wichtigen Schauplätze von dieser Geschichte. Helsinki, der Name. Helsinki. Yes. You can sing for the key to hell. Also du kannst für den Schlüssel von Hell kannst du singen. Ja. Das heißt es heute noch. Und die Stadt kennen wir. Und vor Helsinki, und das kann man auf Google Maps sich angucken oder sowas, vor Helsinki sind eben diese Inseln vorgelagert. Genau. Dort befindet sich das Nationalmuseum der Finnen. Und dort ist auch ein interessanter Ort, dort wo also der moderne König von Finnland gekrönt wurde. In diesem Raum, unter diesem Raum, befindet sich der Namensgeber des Buchstaben U. Da befindet sich der wahre Ursprung. Und zwar ist das ein Granitloch von ein paar Meter Breite und ein paar Meter Tiefe. Und es wird gesagt, dass in diesem Loch Frey und Freya, also die ersten Menschen, hineingeboren wurden. Und dieses Loch, dieses Hole, durch dieses Loch geht, praktisch müsst ihr euch vorstellen, die Erdachse. Und die Erdachse, wenn die aus dem Loch gerade in den Himmel geht, kommt sie genau zum Polarstern. Und das ist dieses I mit dem Punkt oben drauf. Und deswegen heißt es das Whole I. The Hole with the E. The Holy Land ist in Finnland vor der Küste von Helsinki. Ja, Yggdrasil, das ist natürlich ein Konzept, das kennen wir alle schon länger. Das ist halt germanische Mythologie, der Weltenbaum, unter dem die Nornen, übrigens letztens habe ich gesagt, sie stricken, nein, sie spinnen natürlich, habt ihr recht korrigiert. Aber die Nornen, Yggdrasil, der Weltenbaum, das sind ja alles nordische Mythologie. So, ja. Und so dachte man bis jetzt, ja. Genau, und das ist interessant, wie du das hier auf einmal bringst. Und ich möchte auch nochmal hinweisen auf den Buchstaben, sowohl das I zeigt es, aber eben auch das Y. Y, Yggdrasil, das ist ja, das Symbol ist ja schon wie ein Baum, wenn du es dir anguckst. Das ist halt der Baum, ja. Also so hängen diese Dinge zusammen. Also und letztens auch die Runen sind ja dann im Grunde genommen eben auch eine wesentlich jüngere Version dann, aber hat eben den gleichen Ursprung so, ja. Ja, Runen war der Versuch, die Rutsprache, eine abgewandelte Form der Rutsprache auf Stein zu bekommen. Und das entstand auch während der letzten Eiszeit. Es gibt in Gotland, das ist auch eine Insel in der Nähe dort, eine Insel, die nennt sich Susi, also das heißt Wolfshöhle. Es gibt auch noch eine Insel, die heißt Susisaari. Interessant ist, wenn man Susi rückwärts spricht, heißt es Isus. Isus. Ja. Lieben großer Mario an der Stelle. Und auf dieser Insel, dort steht auch ein riesengroßes Schild vorne. Es ist leider vergittert, wie das immer so ist bei tollen Sachen. Und es steht tatsächlich, also offiziell, ne, dass dort Menschen gelebt haben sollen, beziehungsweise Reste gefunden worden sind von Menschen, die dort gelebt haben sollen, vor über 130.000 Jahren. Zur Zeit der Eiszeit also. Und diese Insel ist eigentlich der Beweis dafür, dass während der Eiszeit dort Menschen gelebt haben konnten. Was ja auch nicht so ganz jetzt ich bin gerade so still mal überlegen, so was wie geht denn das? So Schulwissenschaft, und dann auf einmal nicht Eis? Schulwissenschaft, da war da eigentlich keine Menschen so. Ja, aber das ist eben, die Archäologie ist soweit, das gibt's dort. Ja, das haben die schon so, aber man muss es halt nur den Zusammenhang bringen. Wenn dort eine Höhle ist, die vor 130.000 Jahren bewohnt wurde, aber es zu diesem Zeitpunkt eigentlich dort hätte Kilometer dick Eis liegen müssen, ja, dann passt da wieder was nicht. Ne? Genauso wie mit Göbekli Tepe zum Beispiel, ne? Das ist auch so ein Punkt. Vor über 10.000 Jahren hat man dort schon Überreste von domestizierten Tieren gefunden. Zu dem Zeitpunkt, was habe ich in der Schule gelernt, waren wir noch Jäger und Sammler. Naja. So, und das ist offensichtlich, es wird auch an der Deutschen Universität, ich glaube Dresden ist da dran, das wird dort offiziell erforscht schon seit Jahren, aber es wird in keinen Kontext gebracht. Und es fehlt einfach, der Anfang fehlt, damit wir einen Kontext haben. Uns wird immer nur das letzte Viertel gezeigt, aber der Großteil, der davor war,
Niemals, niemals. Die Dinge werden immer älter, die man findet. Aber ja, heute Abend mit dieser Boxsager, genau. Ich meine, da schieben wir die Timeline ja nochmal. Also, ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Nach hinten so, also die Menschheitsgeschichte ist wie so ein zusammengeknautschter Teppich. Ja? Das ist das, was beabsichtigt ist, ja? Dass wir den Überblick einfach nicht bekommen. Eine Ziehharmonika meinst du sowas? Richtig, so, genau. Ja? Mit dieser Geschichte ziehen wir den Teppich einmal glatt für alle. Das ist ein gutes Bild, ja. Das kann, genau, du siehst immer nur so du siehst nicht, eigentlich den wenigsten Teil von der Fläche siehst, du siehst nur die Spitzen, wenn die Ziehharmonika zusammen ist, aber wenn du sie auseinanderziehst, entsteht auf einmal ein ganz anderes Bild. Und das ist was die Boxsager machen kann. Ja, ja, und das nicht nur im menschenhistorischen Bereich, sondern in allen Bereichen. Das geht sogar so weit bis zu eurem Schlafzimmer. Hey, mach weiter jetzt, Milo, auf geht's. So. Ich muss mal fragen, wie, ja, meinst du das mal mit dieser Boxsage geht bis zu meinem Schlafzimmer? Wenn meine Partnerin sagt, ich habe keinen Bock, ist das wie... Also, nein, das meine ich. Das muss ich mal jetzt fragen. Das meine ich damit nicht. Ich habe keinen Bock. Wobei das vielleicht der Ursprung von dem Wort ist. Also du hast ja, halt jetzt keine Bockpower. Diese Bockpower hast du. Du hast da keinen Bock. Ja. Jetzt hat Frankie was gesagt, was interessanter klingt. Ja. Oh, hast da keinen Bock gerade. Siehst du, wenn ich mal diese schmutzigen Gedanken nicht hätte, wären wir gar nicht darauf gekommen. Also jetzt weiter. Also wir werden heute noch viel Spaß haben. Aber vor allen Dingen wird es hier auch um einige Themen gehen, die interessant sind. Wie Sex. Wie hat man damals gelebt? Wie ist man gestorben? Wie sah die Religion damals aus? Und das alles im Einklang mit der Natur. Hm. Ich fange mal an mit der Schöpfungsgeschichte. Das ist so der Teil, der so ein bisschen, ja, wie Schöpfungsgeschichten halt so klingen. Ne? Man war nie selber dabei, man kann nur postulieren. Aber in der Geschichte wird es so erwähnt und ich werde das dann noch versuchen, so weiterzugeben. Also am Anfang würde ich gerne mit einem Psalm anfangen, mit dem Englischen, um da ein bisschen reinzukommen. Uden is the ring. Uden is everything. Uden has always been and Uden will always be. Uden is the sun. Die Sonne, wenn wir uns sie genau mal angucken, ist es eine gelbe Scheibe mit einem weißen Kranz oder mit einem weißen Ring drumherum. Vielleicht kennen das ja manche. Und Uden ist genau dieser Ring, dieser weiße Ring, der wird nachher nochmal sehr wichtig sein. Der Ring symbolisiert, wie wir auch wissen, die Unendlichkeit. Und so wie es im Psalm erwähnt worden ist, war die Sonne schon immer da und sie wird auch immer da bleiben. Uden ist das Symbol der Unendlichkeit. Der Mond, der beste Freund des Uden, der Sonne, entstand nach ihm, bezieht aber seine Energie von ihm, deswegen sind sie laut dem Alphabet die besten Torfreunde, also die besten Torfreunde. Und dann gibt es noch die Sterne, die von der Sonne beschienen werden. Und so schwirrten wir herum, Millionen von Jahren, nein, das war's. Bis eines Tages halt die Sonne entschied, wie auch immer, man kann jetzt der Sonne eine Seele, eine Consciousness, ein Bewusstsein zusprechen, das muss man halt verstehen. Die Sonne entschied, beziehungsweise die Sonne entwickelte einen Plan und sonderte ab, kann man schlecht sagen, oder ließ durch sich oder aus sich ein Ei entstehen, was durch den Raum schwebte, bis es zu einer Entfernung kam, wo es optimal war, die Entfernung zwischen der Sonne und dieses Plans, dieses Eis. Und als diese habitable Zone praktisch erreicht worden ist, poppte dieses Ei auf. Dieses Ei war innen heiß wie Magma, also wie ein Eigelb, dann mit Wasser umhüllt, das Eidotter, und mit einer Sauerstoff- bzw. Atmosphäre, also mit Gas, umhüllt. Das war die Schale. Und als die Entfernung perfekt war, poppte dieses auf und die Erde, alle Kontinente, so wie sie heute sind, entstanden innerhalb einer Sekunde, eines Augenblickes. Das Wasser, die Begrenzungen, die sind verschwunden, das Wasser fiel auf dieses Magma drauf und das, was erstarrt wurde, bildet heute die Kontinente und die Atmosphäre den Rest. Und jetzt sah die Sonne, dass es gut war. Nein, Scherz. Die Sonne hatte einen Plan. Und zwar nur einen Plan. Und dieser Plan, dieses einzigartige, heißt hier Ed. Und ein Plan und ein Ed, ja, ist ein Planet. Der einzige Plan, den wir haben. Es gibt also zusammenfassend in der Schöpfungsgeschichte, um das abzuschließen, vier unterschiedliche Dinge. Die Sonne,
den Mond, die Sterne und den Planeten. Und sonst gibt's nichts. Also laut, in der Boxsage ist auch kein Platz jetzt für diese ganzen, das Universum ist unendlich, genau. Und Raumfahrt und diese das Geschichten. Das ist im Grunde genommen also auch so ein Ding, es gibt nur, auch was die Sterne sind dann laut Boxsage auch nur funkelnde Lichter, oder? Oh. Nein, die bestehen aus Feuer, Gas und Metall. Ja, aber das Ding, Frank, wir reden darüber und viele von den Leuten von Flat Earthers mal sind, die glauben, dass die Planeten mal überhaupt gar nicht existieren. Und wenn man sieht teilweise von diesen Fotos, was durch Teleskops, das ist mal so irgendwie, das sieht aus wie eine Quasar oder irgendwelche immer pulsierend, nie feststehende. Ja, genau. Und wie erklärt man das als Planet? Ja, das Problem ist, dass wir daran glauben, dass es Planeten sind, wenn wir uns das aber angucken, es nicht erklären können, dass es Planeten sind. Das sind meistens so wabernde Lichtgestalte. Ja. Meistens so irgendwelche Orbs, ne, so bunte Orbs. Mhm. So, und das ist hier besser beschrieben, finde ich. Und die Sonne, durch die Strahlen, also die Energie der Sonne, erhält diese Sterne auch. Es ist nicht so, dass sie selber strahlen. Ja, aber wie wissen wir überhaupt, dass diese Planeten überhaupt existieren? Das ist bei diesen. Ja, wir glauben es der NASA. Gesehen hat die keiner. Wir sehen immer nur Animationen, Leute. Wir sehen immer nur irgendwelche Pictures. So. Aber es war nie einer live dabei. Okay. Es erinnert mich, es gibt laut der Boxsage gibt's das Hier und Jetzt, Erde, es gibt die Sonne, es gibt den Mond, es gibt die Sterne. Das war's. That's it. Genau, ganz einfach. Das, was wir sehen, das gibt es. Punkt. Das, Alex, erinnert mich an 100% an die Himmelsscheibe von Nebra. Da ist nichts anderes drauf. Ja, ja. In der Urfassung. Ja, ja, in der Urfassung, bevor dann die anderen Devices kamen. Genau. Es gibt Sonne, es gibt Mond, es gibt Sterne. Gut, die Erde hat man nicht gemalt, aber auf der steht man. Ne? Ja. Das nee, ist nee, absolut. Ja, das ist richtig. Ja. Richtig. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich Evolution. Da ich Biologe bin, finde ich das immer besonders interessant. Also es ist aber auch sehr einfach gehalten. Hast du gleich den Stift gezückt hier? Weil nur das, da haben wir hier, guck mal, der holt mir jetzt mal gerade diese Schimpanse, was er mal dissertiert, auf dem Tisch bei uns. Und der will uns mal jetzt zeigen, was die Evolution braucht. Ja, jetzt wird's ein bisschen spooky. So. Also, brauchst du Schere? Nee, ich hab schon. Okay, alles klar. So, genau. Also, Evolution. Als der Planet entstanden ist, in der Sekunde, wo er entstanden ist, hatten wir ja das Wasser, die Erde und die Luft um uns herum. Und auch so schön hat er das gesagt, der Jim. Das erste Geräusch auf dem Planeten war der Wind. Geil, ne? Und das war auch so. Weil was passierte dann? Was passiert denn, wenn ihr ein Glas Wasser nehmt und es in die Sonne stellt? Irgendwann bilden sich All-Giving, alles Gebende. Alge, ja. Versteht ihr? Ja, sehr cool. Ja. All-Giving, All-Ge, ich gebe alles. Hm. Also das Leben entstand durch das Wasser auf der Erde und durch die Sonnenstrahlen. Also die Sonne, durch die Sonne, deswegen ist Uden everything, Ding. Uden ist jedes Ding, weil ohne die Sonne, wenn morgen die Sonne nicht scheint, die geht raus, es gibt nichts mehr, versteht ihr? Ja. Alles ist durch die Sonne entstanden. Ist die Sonne weg, ist alles weg. So einfach. Ja, genau. Ist es nur einfach, genau. Punkt. Okay, Sonne, Wasser macht Algen und genau. Ist das dann das erste, und das die erste war Pflanze? Richtig, Plante. Genau. Und dann kommt interessanterweise die klassische Biologie, Evolutionsbiologie dazu, wenn ich nicht daran so richtig glauben mag, aber hier entstand halt eben durch die Pflanzen halt die ersten Zellen, Kopffüßler, bis hin zum All, dem Aal, der dann nachher zum Frosch mutiert ist und dann auf die Erde gegangen ist. Dorthin kam es dann zur weiteren Entwicklung bis hin zu den Säugetieren, bis zu einem Moonkey, der Schlüssel zum Mond, einem Affen, der dort hieß Appa. Und die Sonne beschloss, zum allerersten Mal rassenübergreifende Vermehrung zu ermöglichen. Und das auch nur dieses eine Mal. Und der Appa, der bekam eine Ziege, eine weibliche Ziege, die er dann befruchtet hat. Und zwar mit seinem Pili in ihrem Pilu. Pi, Pu, Pi, Po, Pi, Po. Also Pi und Pul kamen schon aus dieser, ja, aus diesem Tête-à-Tête, aus diesem Arrangement. Und aus diesem Arrangement entstanden dann Frey und Freya, die ersten beiden Menschen, die in dem Ursprung, in diesem
Loch, dem Holy, in dem heiligen Ort, in dem am Nordpol dann das Licht der Welt erblickt haben und zum ersten Mal aus dem Loch dann gekommen sind oder und sich dann für, ja, dann ging es dann weiter. Ja, es klingt ein bisschen strange, aber wie gesagt, das ist der Schöpfungsgedanke der Menschen damals. Das ist aber auch der Grund für die Namensgebung Bock der ersten Familie der Menschheit. Und wenn wir jetzt mal daran denken, dass wie oft wir Ziegensymbolik in unserer Geschichte haben, dann wird jetzt hier ein ganz anderer Ring geöffnet, der sehr interessant wird. Ja, yeah. Das ist natürlich freaky stuff. Das sind so viele interessante Dinge. Ich meine, allein, weil wir nehmen das als Freigeister. Ich meine, wir nehmen das einfach auf, so wie es erzählt wird. Ja, das ist natürlich. Leute. Genau. Ich meine, interessant ist natürlich, dass da wollt ihr mal hinaus. So hat es auch der Ior erzählt, der Ior-Bock. Das ist Teil der Bocksage, wie er sie schon als Kind gelernt hat, ist tatsächlich auch das, was wir heute Evolution nennen, also diese Entwicklung der Lebewesen und sowas. Das ist Teil so der Bocksage. Genau, das wird so erzählt. Das denke ich mir. Und interessant ist auch hier mit dem Affen. Ich meine, da kommen ja mehrere Dinge. Alex, erinnerst du dich wir haben mal eine ganze Sendung gemacht über dieses Monkey Blood oder auch das königliche Blut. Ja, das Rhesus war dieser Rhesus Faktor 0 und sowas. Rhesus, das ist ja diese Geschichte mit diesem Affen-Äffchen. Rhesus-Äffchen, wo kommt das her? Mit dem Blut, also gucken wir auch noch rein. Ja, und dann hier Ape, genau, der Appa ist ja Englisch dann Ape, yeah. Affe, ja? Und wie nah ist das wiederum dann an übrigens Affe, war es nicht bei Mario Brasser so P und F, kannst du auch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, deswegen Affe. Yeah, das genau. Gibt auch in dem Sinn. Das ist dann ja? Gekommen. Genau. Yeah, yeah. Genau. Und da steckt er dann auch schon drin, Appa, der Papa. Appa Originis. Der Papa. Auch. Ja, die Appa Originis, also die original vom Affen abstammenden Menschen, wortwörtlich. Und wenn man sie uns anguckt, ohne böse zu klingen zu wollen, sie sehen einem Affen ähnlicher als einer Ziege, würde ich sagen. Ne? Ja, wow. Wow, ne? Ja, Mann. Das ist der Schöpfungsmythos der Bocksage. Ja. So sind wir entstanden. Und daher die Namensgebung und Adam und Eva. Mm. So, und die Adam und Eva, die sind jetzt aus dem Loch gekommen und wo befanden die sich? Und jetzt kommt der kleine Ring des Ringlands. Das Ringland, müsst ihr euch vorstellen, war ein Kreis, der um das Zentrum Hells 250 Kilometer im Radius gezogen wurde. Und warum war das Ringland? Weil als Frey und Freya aus diesem Loch kamen, war das erste, was sie gesehen haben, die Sonne. Und diese Sonne, weil die beiden sich am Nordpol befunden haben, kreiste um sie herum und das 24 Stunden lang. Das heißt, der Nordpol befand sich damals vor der Küste von Helsinki und nicht, wo er sich heute befindet. Thema Polsprung. Dieser Pol war nicht nur Zentrum des Ursprungs allen Lebens, sondern auch die Grundlage für die heilige Geometrie beziehungsweise die Grundlage für die Mathematik. Der Buchstabe Q zum Beispiel ist ein Kreis mit einem kleinen Querstrich, der nach außen geht. Hm. Stellt euch jetzt das Ringland vor. Diesen Kreis mit 250 Kilometer Durchmesser, mit Hell in der Mitte, Midgard. Asgard heißt Garten der Asen und das war das Ringland. Das heißt also, Asgard war nicht die Burg der Asen, sondern Asgard war das Ringland und Midgard war das Zentrum des Ringlands. Und in diesem Loch in der Mitte des Ringlands, in dem Holy, war ja die Erdachse drin, also dieses Symbol für das I. Und in diesem, muss ich nochmal kurz überlegen, mit dem, genau. Also dieser Kreis, der wird beschrieben als Pi. Und Pi, wie wir heute kennen, ist die Kreiszahl, die Quadratur des Kreises, dieses 3,25. Genau, 3,14. Richtig, das heißt, diese Namensgebung für diese Zahl wird dort erklärt. Mhm. Pi ist außerdem auch noch der Name der Pirouette-Familie, wie wir das nachher feststellen werden. Oder die Polynesier benutzen oft Worte mit Pi. Ja, genau. Oder Pi, ne? Genau. Das ist so dann die Linie, die daraus dann entstanden ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Kreis angucken mit dem Punkt in der Mitte und jetzt mal vom Punkt in der Mitte mal einen Radius ziehen würden zum Kreis, also zum Pi. Also Pi mit dem Radius zur Mitte ist Pi. Ramid.
Pyramid-Pirouette, das ist echt gut. Das heißt, die Beschreibung des Ringlandes reicht aus, um geometrisch es so darstellbar zu machen, dass du da anhand dessen die Proportionen der Pyramide ableiten kannst. Nicht nur namentlich herleiten kannst. Hm. Wenn ich mich recht erinnere, umgekehrt hat man das ja auch schon entdeckt. Ich bringe sie spontan nicht mehr zusammen, aber irgendwo habe ich das mal gelesen, so in der Pyramide kannst du schon auch, was nicht der Umfang, glaube ich, da kannst du auch irgendwie auf diese Zahl Pi schon kommen. Also die ist auch in der Architektur der Pyramide kodiert. Ja. Also spiegelt sich das auch wieder. Genau, die Quadratur des Kreises, die Fibonacci-Spirale, ne, genau. Die besten Proportionen oder der Satz des Pythagoras. Hm. Ich kann mich noch in der Schule erinnern, als der Pythagoras aus Ägypten zurückgekommen ist, hat er uns ja dieses Wissen mitgebracht. Ja, das war aber nicht alles. Ne. Der hat auch das Wissen über das Pi schon vorher längst gehabt. Hm. Ja, und das ist dann so diese Verballhornung denn von diesen elementaren universalkonstanten Wahrheiten. So. Weißt du, die Pi kannst du nicht wegdiskutieren. Ich meine, wir haben mal darüber auch mal in einer Sendung darüber gesprochen, dass allein dieses Astrolabium, die 2000 Jahre alt ist, dass die zuerst, dass das über 450 Funktionen, unter anderem des Kalkulus sind, hier herauszurechnen. Ja. Na, und das ist eine Gerät, die Frank und ich, wir haben mal darüber gesprochen, dass das eine Teil eventuell ableitend oder eine verbesserte Teil dieses Himmelsscheibe von Nebra ist, weil der seine 2000 Jahre Spanne dazwischen. Aber allein, was du uns erzählst hier, das ist mal Altwissen, was auf jeden Fall das verbinden kann, wo man sieht, wie das zustande kam. Und das wird noch besser. Ja, da bin ich mal gespannt. Super geil. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, und zwar, wie vermehrten sich Ra und Maya? War ja keiner, Entschuldigung, ja, Ra und Maya, die beiden. Wie vermehrten die beiden sich? Wie klassisch so durch Inzucht. Und sie zeugten... Also du meinst mal Frey und Freya. Freya, genau. Adam und Eva, die haben zusammen Kind gezeugt. Okay. Ja. Und dieses Kind war ein Sohn und der hieß Ra. Und Ra war der erste mit Sperma gezeugter König. Sperma, warum Sperma? S, guckt mal ins Alphabet, bedeutet Seele, Sonne. Per bedeutet Vater, Ma bedeutet Mutter. Die Seele des Vaters und der Mutter ist Sperma. Und auf Serbisch wird Sperma auch genauso ausgesprochen. Wow. Eins der wichtigsten Worte ist Sperma, die Menschheit kennt. Weil darauf, auf das Wissen des über dieses Sperma, darauf basiert 100 Millionen Jahre lange Menschheitsgeschichte. Bis zu dem Punkt, wo es abgelöst wurde, dieses Sperma-Linie gegen Blutlinien. Also wo der Kreis eingetauscht wurde gegen die Pyramidenstrukturen. Boah. Wow. Okay. Allein das das Wort Per da drin ist, finde ich ja schon so stark. Per und Ma, ja, ja, klar. Wir sind ja auch Vater, Mutter, ich meine, es passt einfach alles. Und ja. Per, und wir sind Söhne, Persons, Personen, ja. Wir sind die Söhne unserer Väter. Naja. Abgefahren. Als die beiden jetzt den ersten Sohn gezeugt haben, hat es natürlich nicht gereicht. Also es entwickelt sich folgende Vermehrungsstruktur, kann man jetzt so wissenschaftlich mal sagen. Und zwar, es wurden 12 Söhne gezeugt und 7 Frauen. Und die 12 Söhne, der erste und der letzte, vor allem der letzte. Der letzte war der Erbe, der nächste König. Alle 11 anderen 11 vor ihm, die hatten andere Aufgaben, zu denen ich gleich noch kommen werde. Die Frauen, die geboren worden sind, und ich spreche von den ersten 7 Frauen, die geboren worden sind, ja, durch Sperma, die nicht also als Fabelwesen verklärt irgendwie sich vermehren haben, sondern wirklich durch Reproduktion entstandene Menschen, die ersten. Diese ersten 6 Töchter der Pirouette-Familie hießen Hexa. Und Hexagramm, könnt ihr mal im Alphabet dann nochmal nachschlagen, so auseinander kodieren, was das bedeutet. Müsst ihr euch so vorstellen, dass die 6 Hexen in dem Ringland so gestanden haben, dass sich dort, wenn du weitere Kreise in der gleichen Größe des Ringlandes angesetzt hast, die älteste geometrische Struktur der Menschheit überhaupt entstanden ist, und zwar die Blume des Lebens. Aus Hexagrammen sozusagen. Richtig, das ist die heilige Geometrie. Deswegen heißt das heilige Geometrie. Oh damn, Alex, erinnerst du dich Hexagramm? Das war doch auch,
Hier, wo wir die Geschichte haben mit den, und was auch immer in der Geschichte ist. Aber diese Story mit den großen Bäumen hier, diese. Ja, ja, das ist, Basaltstrukturen, die halt immer so in Hexagramm. Ja, haben, ja, mal, das Silizium oder wie hieß das mal, diese Bäume, das damals. Hexagonale darstellen. Hexagonal. Ja, genau, und das ist der Zeichen dafür, dass das mal eine biologische Struktur gewesen war. Richtig. Und zwar eine heilige biologische Struktur, wie wir jetzt wissen. Aha. Und gleichzeitig natürlich das Wort Hexe, wie wir das kennen. Also ja, jetzt habt ihr auch gleich den Reflex im Kopf, so wie ich damals, dass die Hexen alle verbrannt worden sind. Und jetzt habt ihr auch eine Ahnung, warum. Weil das die Hüter des alten Wissens waren. Das ist die Hüter. Das sind die erleuchtet sind, die wissen das. Das ist das älteste Wissen der Menschheit. Und ich habe noch nicht mal mit der Geschichte angefangen. Aber weißt du erzählst mal diese Geschichte über Frey und Freya, die aus diesem Loch, die haben als erster Sohn der König, wie ich das höre, und dann mal 12 Söhne insgesamt und dann 7 Tochter, Alter, irgendwie kommt mir mal das so wie... Zahlen sind interessant. Ja, aber... Die Zahl 6, die Zahl 7, die Zahl 12. Ja, aber you know, wo ich lande? Ich lande in die Geschichte von der Bibel. Richtig. Auch einer der Themen, die hier angesprochen werden. Die zwölf Stämmen von Abraham und bla 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 bla. Die 7 Wochentage. Ja, die haben auch nur altes Wissen übernommen und dann für sich dann zurechtgebogen. Ja, wie alle Weltreligionen. Ja. Alle. Ja. Frank, wir sprechen immer darüber. Ist das diese alte Wissen, ist das, was von der Menschheit verheimlicht wird, sodass wir nicht den Blick, was wir früher gehabt haben, mal wiederbekommen? Ganz genau, Alex. Genau. Und dieses Thema hier heute, Boxsager, kann eben den Teppich gerade ziehen. Das kann ein Schlüssel sein, so, um das zu verstehen, so. Okay. Viele Dinge dort. Ja, genau. Der erste Achtel mal, diese Akkordeon, Ziehakkordeon, man ist ausgezogen. Gehen wir mal an die zweite Achtel. So, also diese erste Familie besteht aus 12 Söhnen, also, Entschuldigung, fang an, dem Allvater und der Allmutter, ja. Dann den 12 Söhnen, dann den 7 Töchtern und diese Familie war die Pirouette-Familie. Pi, Kreis, weil sie aus dem Kreis, aus dem Ringland kommt, Ru heißt die Ruhe, Frieden und Ed heißt die Einzigen, also die erste, die Peace Ring Family würde das bedeuten. Die Ring Peace Family. Die Kreisfriedenfamilie. Die erste Kreisfriedenfamilie. Und das waren die Asen. Und diese Asen, der 12. Sohn, der König, der hat dann eine zweite Familie gegründet und das war die Rosette-Familie. Die Rosette-Familie war genauso strukturiert. Die haben auch 12 Söhne gehabt und 7 Töchter. Und aus diesen Rosette-Familie sind dann die Wahnleute entstanden, die außerhalb des Ringlandes gewohnt haben. Praktisch die ersten Nachkömmlinge. So der erste Kreis außerhalb des Kreises. Man sagt ja auch damals, es gab ja, ja, kommen wir nachher noch zu. Außerhalb dieses Kreises, durch die Wahnleute, gab es eine Klasse der Karl, die Mittelklasse, und dann die Klasse der Jarl. Also es gab in der 5. Generation Menschen. Und jeder Mensch, der in einer Klasse oder in einer Kaste, wie man so heute sagen würde, geboren worden ist, hatte die Möglichkeit, seine Nachkommen in die nächsthöhere Klasse hinein zu gebären, hinein zu geben. Nein, nur zu. Das heißt, es gab da sowas wie Kasten. Also es gab halt, je nachdem wie nah man an dem Ursprung war oder am Zentrum des Kreises. So die heilige Familie, das war die Religions- und die Wissensstiftende Familie. Und diese Familie, die hat sich Klassen herangezüchtet beziehungsweise gebrütet oder sich vermehrt, bis so viele Leute da waren, die irgendwie organisiert werden mussten. Und die waren halt in diesem Mittelklasse und in der Unterklasse und in der Adelsklasse. Und dann kam die Königsklasse und dann die Allvater- und Allmutterklasse. Also 5 Klassengesellschaft. Mhm. Könnte man das so sagen, ist das wo diese sogenannte Blutlinien entstanden sind? Nein, weil ich erkläre mal, das ist jetzt das Paradies, über das wir hier sprechen. Das ist wichtig, dass wir das als ersten Teil der Geschichte klar hinstellen. Ja. Das bedeutet, vor 100 Millionen Jahren, das bedeutet, die ersten 50 Millionen Jahre lief diese Geschichte so, wie ich sie jetzt gleich erzählen werde.
wie hat man sich damals vermehrt? Das muss ich dazu sagen. So. Und es ist irre, wie das jetzt heute mit unseren Daten zusammenpasst, zum Beispiel auch mit Wintersonnenwende etc. Es war so, als du damals ein Kind warst und bis zu deinem 7. Lebensjahr, egal ob Junge oder Mädchen, bist du Kind geblieben, Kind gewesen. Und dann, ab deinem 7. Lebensjahr, bist du als Junge zu den Männern gegangen und als Mädchen zu den Frauen. Klare Rollenverteilung. Mhm. Männer haben Männerdinge gemacht, Frauen haben Frauendinge gemacht. Jeder von denen hatte jetzt nicht die Möglichkeit, Kinder zu haben. Es wurden nämlich speziell Leute dafür ausgesucht, diese Kinder zu zeugen. Das waren die sogenannten Karls, die Karl. Das bedeutet, einer, der in der untersten Klasse war, konnte, wenn sie jetzt hübsch genug war, sagen wir mal als Frau, konnte sie sich in die nächste Kaste von einen Erzeuger holen aus der nächsthöheren Kaste. Dieser hat aus der nächsthöheren Kaste wieder einen Erzeuger gehabt und so geht das hoch. Das heißt, jeder Mensch aus der Kaste wusste, egal ob ein Menschen irgendwo getroffen hat, dass er in der 5. Generation direkt vom Allvater abstammt. Und das ist ein großer Unterschied zwischen die Spermalinie und einer Blutlinie. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Vermehrung, wie sie damals stattgefunden hat, das war, wie gesagt, nicht so wie heute. Ich fange mal an. Also es wurde der Frau, die Frau, die sollte einen Traum haben, einen sogenannten Lucia-Traum an dem sogenannten Lucia-Day, also einem Lucia-Tag. Und das war der 13. Dezember. An diesem Lucia-Tag sollte die Frau, die ein Kind haben möchte, einen Traum gehabt haben, der von Lucia, einer Frau, die mit 7 Kerzen in den Haaren einen Berg hinunterkommt. Mhm. Hat diese Frau diesen Traum nicht gehabt? Sie ist dann erstmal zu den ältesten Frauen im Dorf hingegangen und hat gesagt, ich habe diesen Traum entweder gehabt oder ich habe nicht gehabt. Wenn sie hübsch genug war, um eine Mutter zu sein und diesen Traum gehabt hat, dann durfte sie so am sogenannten Fest-I-Wahl Tag, das ist der Weihnachten, der 24., durfte sie sich ihren I aussuchen. Also ihren Erzeuger des Kindes. Und den I, damit meine ich wortwörtlich auch den Penis. Ja, wir haben also wenn man, ja, sie so eine Frau geht los, guckt sich den Mann an, der erzeugen darf, der hübsch genug ist, der gut genug aussieht und sagt, dich möchte ich haben. So. Dann haben sie sich die ausgesucht und dann wurde 2 Tage später, am 26. Dezember, wurde am Boxing Day, also am Tag, an dem man den Bock singt, Boxing, ja. Dort wo kamen die anderen Brüter und die haben, also am Brüter, die anderen, die sich vermehren durften, die Älteren, und die haben diese Männer, die Frauen ausgesucht haben, gegeneinander antreten lassen. Boxen. Mhm. Und die sich als würdig erwiesen haben, weniger als die Hälfte, die durften dann erst der Erzeuger werden von der Frau. Mhm. Das heißt, die Frauen und die Männer sind da auch nochmal halbiert worden. Die Paar, die sich überhaupt vermehren durften. Und dann sind sie in den Honeymoon gegangen. Honeymoon, ja. Das Huhn. I ist dann das Glied. Ja. Moon ist der Mund. Dort wurde das Huhn immunisiert, indem er 30 Tage lang seinen Samen in sie oral eingeführt hat, damit sie seine Seelenkraft, deswegen war Sperma auch für sie so wichtig, damit sie ihre Seelenkraft in sich aufnimmt. Und erst am 30. Tag danach, das war dann 24. Mai, dort ist der eigentliche Geschlechtsakt erst vonstatten gegangen. Und das jetzt mal zurückgerechnet, würde bedeuten, dass wir eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben. Wir brauchen ungefähr 1000 bis 2000 Leute, um einmal im Jahr einen Menschen als Nachwuchs zu bekommen. Und jeder, der geboren wurde, wusste, er ist in einem heiligen Akt gezeugt worden. Das ist also eine Wahnsinnssache. Wow, das ist natürlich für die Ohren von uns modernen Menschen erstmal ganz schön Hammer. Ja. Weil letztens, was es ja beschreibt, ist ja doch sogar eine Art Eugenik. Und das ist ja ein Wort, wo wir erstmal so, wow, das ist eher das Fiese und so. Aber auch hier, wir sollten als Freigeist das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Hier kommt eine Geschichte, die ist so alt und die kommt aus einer ganz anderen Zeit.
wo Menschen eine andere Moral hatten. Und Moral meine ich jetzt nicht nur sowas wie Sexualmoral, sondern Moral, Mores, also Gesetze, Sitten, was ist richtig, was ist falsch. Aber guck dir mal den Namen. Wir haben da unseren Blick drauf, wir sind sehr individualistisch fixiert, aber hier, was du beschreibst, ist eine, man kann schon sagen, eine Bevölkerungsplanung. Es gibt keine freie Vermehrung, nicht jeder vermehrt sich, sondern nur gewisse Auserwählte, von wem eigentlich auserwählt, also wenn halt die Frau den Traum bekommt, vielleicht bekommt sie ihn direkt von Dahlmutter oder. Das oder, war fair, weil die Frau, die es war ja ihr überlassen, ob sie den Traum hat. Und selbst wenn sie ihn hatte, kann sie sagen, nee, ich möchte nicht. Also eine Frau konnte alle 2 Jahre, wenn sie wollte, ein Kind haben, wenn sie denn ausreichend für den Nachwuchs war. Also das war dieser innere Wert, den wir hatten. Das war unser, je schöner wir waren, umso wertvoller waren wir für die, also das heißt also, die reichen Leute sahen gut aus damals. Nicht wegen Besitz, sondern einfach nur, ja, weil die Genetik halt gut war, weil man hätte gut genau. eine bessere Rasse haben können, bessere Kinder haben können. Aber, ja. Genau, weil wir bei Eugenik, ich meine, wir schrecken ja erstmal vor zurück, weil wir auch wissen, wie sehr diese Konzepte missbraucht wurden, so, ja. Wir wissen, wer diese Eugenik-Dinger in die Welt gesetzt hat und wie die missbraucht wurden und vielleicht auch immer noch angewendet werden oder mit Georgia Guidestones und so weiter. Aber was er hier bei dem, was du beschreibst, wenn wir das mal so versuchen, mal so wertfrei zu begegnen, es hat ja auch seine Vorteile, weil er tatsächlich, du hast es glaube ich vorher so gesagt, jeder von denen, die dann gelebt haben, konnte dann sagen, er hat diese ziemlich straighte Verbindung, Connection zur Quelle. Zum Allvater, ja. Und es gibt dann eben keinen mehr, der dann irgendwie schlechtere Genetik hatte. Ich meine, vielleicht war es jetzt nicht deine Vorhersehung oder nicht deine Aufgabe in dieser Gemeinschaft zum Zeuger zu werden. Vielleicht hast du andere Aufgaben gehabt, die du auch gut gemacht hast und die auch Respekt gebracht haben. Aber jeder konnte dem anderen in die Augen schauen und sagen, hey, wir sind echt auf Augenhöhe so. Und da ist dann in so einer Gesellschaft gibt's natürlich dann auch gar keinen Platz für so Ideen wie Rassismus oder sowas, dass der eine über dem anderen steht, weil jeder hat hier ein ganz edle Genetik als Code mitbekommen sozusagen, ne? Richtig, richtig. Also eine Sache, die ich mal reinwerfen muss, ist, dass diese ganze Geschichte mit diesen Träumen, was diese Frauen mal haben müssten, mal mit irgendwelchen Mädels, die von Berg... Eine Frau, die mit 7 Kerzen am Berg runterkommt. Well, das Ding, was mir immer dann wieder so ein bisschen überrascht, ist das Folgendes, dass es dann entspricht diese These, dass die Maria, heilige Maria, hat ein Kind durch Wundergeburt bekommen. Absolut, absolut. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Weil das ist denn wie eine ausgedachte Geschichte, dass das mal in einen Traum gekommen ist oder wie auch immer das mal beschrieben wird. Ich habe eine Sache muss ich noch dazu sagen. Es gab damals das Prinzip des Tempels und des Gabengebens. Und ich habe gesagt, Sperma ist ein wichtiges Thema und genau das war auch das, was wir gegeben haben. Wir haben unseren Samen dem Allvater zurück geoffert. Offering. Der Allvater hat durch sein Sperma, was er uns gegeben hat, ja uns zum Leben ermöglicht. Und als Zeichen des Respekts und der Anerkennung geben wir das Wertvollste, was wir haben. Unseren inner wealth, unsere innere Gesundheit. Und es gibt keine Flüssigkeit oder nichts, was wir von Natur aus Wertvolleres weitergeben können als genau das. Und es war so, dass wir damals Tempel hatten, wo Menschen hingegangen sind, um dort ihren Samen zu spenden. Es gab spezielle Behältnisse dafür, wird dort beschrieben, wo man halt von Tausenden, Zehntausenden teilweise den Samen gesammelt hat. Nur um sie dann an den einen Erzeuger und die eine Erzeugerin, man muss auch immer weiblich und männlich parallel sehen. Nur die hatten das dann getrunken, nur damit die ein Kind produzieren. Überleg mal, die Seelenpower, ja, wenn es wirklich so stimmt, wenn sie wirklich da drin ist, dieses Plasma ist es ja eigentlich, biologisch gesehen, biochemisch gesehen. Mhm. Plasma, daraus besteht unser Blut. Blut transportiert Sauerstoff zu unserem Kopf, so funktionieren wir. Und dadurch kommen unsere Nervenimpulse zustande, die dann unsere Wirbelsäule runtergehen und wieder zurücklanden. Und zwar da, wo unser Samen hergestellt wird. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie diese Kundalini-Schlange geht, ne, diese Meditationsgeschichten, dann geht's in die falsche Richtung, so würde ich sagen. Weil das dritte Auge ist ja nicht im Kopf, ne, sondern zwischen unseren Beinen so gesehen. Ne? Weil das Ende der Schlange ist immer die Spitze unseres Penises. Die spuckende Schlange, der feuerspeiende Drache, das sind alles mythologische Verklärungen von dem Wichtigsten, was wir hatten, dem Spenden unseres Samens, unserer Seele. Das, was uns die Sonne gegeben hat. So. Das ist das, was wir weitergeben hier, weil wir glauben, dass wir von der Sonne kommen. Laut der Saga. Ich rede jetzt immer nur aus der Perspektive der Saga. Und das ist wiederum der Buchstabe I.
Richtig. Ja, das genau. ist ja im Grunde genau. der so erigierte Penis mit dem und der Tropfen, der rauskommt sozusagen. Ja. Richtig. Genau. Dieses Ringland, zu Buchstaben I habe ich noch was super Tolles. Das Ringland müsst ihr euch vorstellen. Es ist ja bei Helsinki und wenn ihr euch jetzt eine Linie vorstellt, die einmal um den, sagen wir mal Globus, ja, ziehen würdet. Und diese Linie geht genau durch Kreta. Genau durch Kreta, durch die Mitte durch. Ja. Und auf der anderen Seite des Globuses würde es genau Hawaii treffen. Hawaii. Und in Kreta haben wir die Teilung zwischen zwei Kulturkreisen heute noch präsent. Der griechischen, ne, der Pan-Mythologie und dann der romanischen, der Rasul-Mythologie. Und wie sah Pan aus? Jetzt hätte ich etwa wie ein Ziegenbock, oder? Bock hätte ich jetzt gesagt. Ja, stimmt. Und wie hieß dort die Hellas-Zivilisation? Ach, scheiße. Hellas, ja, sehr gut. Hey, ich habe mal einen Vorschlag. Bevor wir mal tiefer in diese Themen mehr hereingreifen, wollen wir mal eine kurze Pause machen. Ja, bitte, ich muss pipi. Ja, siehst du, wir machen mal eine kurze Musikpause, Baby, und wir kommen mal gleich zurück mit unserem Gast Milo. Oh, mein Blogstaff heute Abend. Das ist wirklich großartig, Milo hier am Bord zu haben. I'm telling you. Auf jeden Fall, wir starten mal aus, mal da hier Milo hat gesagt, ja, meine Eltern, die hören mal die Sendung heute Abend an und dass Mom und Dad eine große Fan aus den 60er Jahren sind, habe ich gedacht, dass ich würde mal hier von der Titel from this film To Sir With Love, der gleichnamige Titel, aus der 66er Film mit Sidney Poitier hier, From Lulu für euch an Start und auch mal natürlich Milo für deine Mom und Paps. Ne? 21.32 Uhr ist das, wir kommen mal gleich zurück, don't touch that dial, stay tuned, man. Gleich nach einer Musikpause geht's weiter mit unserem Gast hier auf Radio Emergency mit Milo an dieses 21. Dezember 2016. Yeah, the Power Trio aus Thüringen, the one and only Pothead with a little wild weed right there. Und davor a little Bad Company mit Call on Me from the Straight Shooter Album. Und natürlich haben wir mal mit einem kleinen Schmank aus den 60er Jahren für Milos Eltern mal angefangen, mal mit a little Lulu mit dem gleichnamigen Titel from the film from Sidney Poitier to Sir with Love. Und das hast du hier auf Radio Emergency gehört an dieser 21. Dezember 2016 gleich 21.45 Uhr und unser Gast Milo heute ins Studio leitet uns ein in eine Geschichte der Menschheit und man nennt das einfach das Bock-Sage und wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber Milo, wir sind wieder zurück bei dir und spannende Geschichte, stuff going on here, man, really good stuff. Ja, danke Alex. Also, wir waren stehen geblieben vorhin beim Sperma und ich wollte das erst später machen, okay. Aber es kommt auch später vor in der Geschichte, aber lass uns das mal abschließen. Also, wir haben den Honeymoon verstanden, den Honeymoon, wo die Frau immunisiert wurde, bevor sie das Kind gebären durfte. Interessant war, wie der Abend, an dem die Empfängnis stattfand, gestaltet wurde von der Frau. Und zwar hat die Frau auf einem Enge Rosenblätter bzw. Blumenblätter verteilt. Enge ist eine Metallplatte. Und auf dieser Metallplatte mit Blumenblättern belegt, wurde dann der eigentliche Kinderzeuge der Geschlechtsakt durchgeführt. Und ja, Enge bedeutet Metall. England. Okay, weiter geht's. Ich bin noch nicht... Die Frau legte sich auf diesen Eng, auf diesen Metalltisch, diese Metallplatte, und öffnete ihren Engel, ihren Engel. Das heißt, das Spreizen der Frau auf diesem Tisch ist der Ursprung des Wortes Engel. Oder einer Freimaurerei die Winkelsymbolik, zum Beispiel. Es gab noch es gab noch eine Sache zum Sperma zu sagen, und zwar mit dem Alter von 7 Jahren wurden die Kinder und eine Sache unterrichtet, und zwar eine Yoga-Position, und zwar der sogenannte Saunaknoten für die Jungs. Das ermöglichte ihnen, ihren Samen selber aufzunehmen jeden Tag. Das heißt, der Samen wurde dort nicht die Toilette runtergespült oder weggewischt, sondern er wurde wiederverwertet.
Nun kommen wir zum Informationssystem, was dort vorgeherrscht hat. Das Sperma-Thema schließen wir mal ab. In diesem Informationssystem, was stattfand am Anfang zur Paradieszeit auf der Insel Hell, war ein Berg und auf diesem Berg befand sich ein Platz. Und dieser Platz, der hieß Arina. Arina. Dort durften die sogenannten Narrator, die Narrator, die von dem Wissen des Allvaters berichteten. Das sind die 10 Söhne, die keine Aufgabe hatten, die konnten je nach Naturgeschenk, je nach Talent, was sie hatten, als Narrator, als Missionar praktisch das Wissen verbreiten in die Welt. Und diese Narrator kamen mit Fragen aus dem Umland und konnten sich dann auf diesem Berg in der Arena dem Allvater dem Allvater durften sie Fragen stellen. Und zwar haben sie die Fragen an Ra gerichtet. Ra hat dem Allvater die Fragen gestellt. Und der Allvater, der stand in der Arena auf dem Turm mit dem Namen Glanzheim und hat von oben herab mit ausgestreckten Armen und zwei goldenen Ringen um die Handgelenke über die Fragen, die ihm gestellt wurden, sind nachgedacht und dementsprechend die Antworten dann wieder zurück über Ra an die Narrator gegeben, die dieses Wissen dann weitergetragen haben. Das war das Informationssystem. Die Narrator konnten nicht direkt in diesen Turm hinein, weil der Valhalla-Wall, ein Wall aus Feuer, also die erste Firewall der Menschheit, um diesen Turm herum war. Der der Berg, auf dem die standen, hat noch einen interessanten Namen. Der Berg hieß Lisnarbori. Lis, to listen, nar, erzählen, also nar bedeutet das Erzählen von dem Wissen und die Burg. Das heißt, man hört dem Wissen der Burg zu. So hieß der Berg. In der Rutsprache hieß der Allvater Gubei. Und wie es damals, oder wie es in der Natur so ist, immer die Dualität Vater und Mutter, also die Allmutter, die war auch da, aber hatte nicht diese Funktion im Informationssystem, die hat andere Aufgaben. In der Rutsprache bedeutet die Allmutter Guma. In der Warnsprache Ukko und die Allmutter Akka. Und im Englischen Vater, Allvater bedeutet Per und die Allmutter Ma. Der Sohn und die Tochter, beziehungsweise der König und die Königin, Ra und Maya. Ra hieß in der Rutsprache Kuning As, König der Asen. Die Maya hieß Kuning Atar. Atar ist Bezeichnung, bezieht sich auf den Mond und zwar auf die dunkle Seite. Bedeutet König und Königin, die den Mond repräsentieren. Also Ra die helle Seite und Maya die dunkle Seite. Kuning As und Kuning Atar. Und das ist die Wortbasis für den Begriff König und Königin. Soweit zum Informationssystem. Als sich jetzt so viele Ringländer gebildet haben, 2000 waren es zum Zeit des Paradieses, also in den ersten 50 Millionen der 100 Millionen Jahre der Boxsaga, um ihren König und ihre Königin zu ehren, gab es ein Schenkungs- oder Anerkennungsritual, und zwar alle 50 Jahre. Man muss sich das so vorstellen, eine Ära des Ra dauerte 50 Jahre. In diesen 50 Jahren zeugte er 12 Kinder und 7 Töchter und bewohnte ein Schloss in Finnland, was sich Rasepuri nannte. Rasepuri. Also die pure Rasse des Ra, also unser Ursprungsort. Dort ist die Reinheit der Rasse, weil dort sie entstammt. Reiner geht's nicht. Und diese Anerkennung, die alle 50 Jahre stattfanden, waren Geschenke aus Gold, die angefertigt worden sind. Und die hießen Ästhetik. Ästhetik.
Ästhetik, also etwas Ästhetisches, etwas Geschaffenes, etwas Schönes. Und zwar aus Gold. Und weil Gold, genauso wie die Sonne, unendlich hielt. Das war der Wert des Goldes, den die Menschen damals empfanden. Es war ausreichend für die Ästhetik als Geschenke für Ra und Maya. Weil es unendlich haltbar war, genauso wie die Sonne. Hm. Dieses System bedeutete, hieß Jehova. Jehova. Ich kann mich noch hier an diese Monty Python, Jehova, ne? Der Gott, dessen Namen man nicht aussprechen durfte, sonst wurde man gesteinigt. Ja. Ne? Damit meinte man dieses Gabensystem, diese Lebensweise, diese natürlich gegebene Ordnung, die sich entwickelt hat nach dem Entstehen der Menschheit. Das ist das, was heute verteufelt wird, weil es die Ganzheitlichkeit in uns darstellt, den Ring eben. Hm. Man sagt in diesem System, yay heißt geben, yay, to give, yay. Hof heißt, war der Hof, der aussah wie ein Huf eines Tieres. So war der Hinterhof, also beziehungsweise der Hof der Burg geformt. Also Hof bedeutet, kommt von Huf, als aussah wie ein Huf. Und A halt den Asen, also dem Hof der Asen gebend. Oder dem Hof der Asen geben, bedeutet Jehova. Und das Interessante ist, der Ort, wo dieses Schloss steht, heißt Snappertuna. Und Tuna, man gibt vor Tuna. Vor Tuna ist das Glück. Also man gibt für Tuna, man gibt dorthin im Jehova, dem Hof, weil halt eben die Anerkennung dann für den Allvater und die Allmutter dort präsentiert wird. Hm. Checkt ihr so ein bisschen so die Namensgebung? So die Ja, auf jeden Fall. Wir folgen dir. Jetzt war es so, in 50 Millionen Jahren gab es natürlich einige Generationen, einige Ära oder auch eine Periode. Die alle 50 Jahre gaben immer pro Ringland eine Ästhetik, eine große goldene Geschichte, also eine große goldene Figur. Jetzt konnten man die im Schloss, im Castell, konnte man die lagern, aber halt nicht für ewig. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an die Entstehung der Erde in diesem Ei. Als damals die Erde entstanden ist, also praktisch noch dieses Ei war und noch im Weltraum rumgewabert ist, dann hat sich oben eine Luftblase gebildet in diesem Eigelb, in dieser Magma, umhüllt hier von dem Wasser. Und als die Erde erstarrt ist, ne, innerhalb von einer Sekunde, blieb oben dieser luftleere Raum genau unter dem Nordpol. Ein riesige Luftblase, die erstarrt ist, zu der man Zugang hat. Und dieser Zugang, der heißt Lemminkainen-Tempel. Und das ist der Tempel, wo Jim und Eobok und andere Freunde gebohrt haben und versucht haben, dort Zugang zu bekommen, weil es müssen dort Millionen von Kammern gefüllt mit Millionen von goldenen Statuen liegen. Und das ist das, was er uns eigentlich überlassen wollte. Bei diesem Lemminkainen-Tempel gab es noch eine interessante Funktion. Und zwar, wenn die Allmutter, die Akka, ihren Lebensabend erreicht hat, wurde sie auf diesen Berg gebracht und dort begann sie Eppe Stupa. Sie sah in die Sonne und ließ sich dann nach vorne den Eingang des Tempels herunterfallen. Das müssten irgendwie 20 Meter sein. So schieden damals die höchsten Mütter, die Allmütter, aus dem Leben. Und zwar mit dem Stock, das letzte Naturgeschenk, was sie bekommen haben. Die Sonne gab uns Menschen gab in der Saga den Menschen vier Naturgeschenke. Einmal das Alphabet, die Fähigkeit, Geräusche zur Sprache zu entwickeln. Dann das Feuer. Das wurde der Frau geschenkt. Die Frau war die Hüter des Feuers. Der Mann durfte es nur benutzen. Das hat sich mittlerweile geändert. Patriarchalisch. Hm. Das dritte Geschenk war die Logik durch Mathematik. Das Verständnis durch Mathematik. Technik, Technologie durch Mathematik. Und das letzte Naturgeschenk der Sonne an uns Menschen war dieser Stock. Dieser Stock, der uns befähigt hat,
so lange noch zu laufen, wie wir es alleine geschafft haben. Als der Tag kam, wo wir es nicht mehr konnten, sind wir gegangen. Wir haben nicht gelitten, wir wurden nicht gepflegt. Wir sind gegangen, als die Natur gesagt hat, es reicht. So einfach waren die Dinge. 50 Millionen Jahre sind jetzt schnell rum und etwas muss passiert sein. Dieses Rückgeben, dieses Offering System, diese Gabe des Samens weiter zur Entstehung des Nachwuchses und zur Rückgabe an den Allvater, die ist irgendwann unterbrochen worden. Und die Unterbrechung dieses Ringes führte dazu, dass das erste Ragnarök stattfand, was in der Saga beschrieben wird als eine Verschiebung der Polarachse um über 23,4 Grad. Und das zwar innerhalb von 3 Monaten. Die Eiszeit begann. Und damit der zweite Teil der Geschichte. 50 Millionen Jahre lang Eis. Die halbe Nordkugel wäre dort mit Eis bedeckt gewesen. Wie konnte es dann sein, dass dort überhaupt Menschen noch überleben konnten innerhalb dieser Eismassen, gerade um den Raum Helsinki? In der Saga wird gesagt, dass der Golfstrom damit zu tun hat. Dass der Golfstrom das warme Wasser gebracht hat, um das Ringland, diese 250 Kilometer, daher auch diese Ausmaße, genau, 250 Kilometer, eisfrei halten konnte. Und die Asen sich dort zurückgezogen, nicht weiterentwickeln konnten innerhalb dieser 50 Millionen Jahre. Folgendes hat sich geändert. Es gab nicht 24 Stunden lang Sonne. Das erste Mal gab es Jahreszeiten. Das erste Mal gab es keine Paradiesfrüchte mehr. Das erste Mal gab es harte Winter und kurze Sommer. Das erste Mal gab es die Notwendigkeit, Pflanzen anzubauen, um sich Vorräte anzuschaffen. Wir waren alle Vegetarier im Paradies. Aber dort waren wir gezwungen, Fleisch zu essen. Und zwar sicherlich nicht die Ziege. Die Ziege war aber die Grundlage für die Züchtung von anderen domestizierten Haustieren. Das Schwein, die Kuh, das Schaf, Hund oder das Hühnchen sogar. Das Hühnchen soll aus einem Pfau gezüchtet worden sein, weil sie den nicht essen wollten, den Paradiesvogel. Und was machst du dann in 6 Monate Dunkelheit, 6 Monate hell? Dann haben sie Spiele erfunden, Kartenspiele. Deswegen hat das Kartenspiel 4 verschiedene Farben, die 4 verschiedenen Jahreszeiten. Deswegen hat jede Farbe 13 Blätter, 13 Wochen. Bockgammon, das Spiel des Bocks. Schach, Halma, alles Spiele, die erfunden worden sind während der Eiszeit. Das Mammut, ein behaarter Elefant, Beweis dafür, dass tropische Tiere damals im Norden sicherlich irgendeine Wurzel hatten. Die wurden dann halt nur mit Fell weitergezüchtet. Interessant ist noch, dass sie aus Palmen, unsere ersten Lebensbäume, unsere Familienbäume waren Palmen im Paradies. Aber halt durch das Tilten der Erdachse haben sie Nadelbäume gezüchtet. Und zwar, weil die schneller wuchsen und die brauchten ja Brennholz. Das heißt, Laub- und Nadelbäume gab es erst, nachdem die Asen dort eingeschlossen waren in der Eiszeit. Das haben die alles entwickelt. Die haben Landwirtschaft erfunden, aus einer Notwendigkeit, aus einer natürlichen Notwendigkeit heraus, weil sie es gebraucht haben. Auch diesmal gehen 50 Millionen Jahre schnell wieder rum. Und die Eiszeit war vorbei. Langsam schmolz das Eis wieder. Und die Familie, die dort drin war, 30 an der Zahl, mit ihren Freunden zusammen insgesamt, beschlossen dann die entstehenden Flüsse zu nutzen, das abfließende Wasser zu nutzen und haben ihr Wissen, ihre restlichen Informationen, die sie hatten, in ein Boot getan und sind dann diesen Fluss hinabgesegelt. Klingt sehr nach Arche Noah, ne? Als sie draußen angekommen sind, und das war vor der Saga nach 10.035 Jahren, oh ja, haben sie von Norden herab wieder ihre Brüder besucht, die sich 50 Millionen Jahre lang unabhängig von denen weiterentwickelt haben, beziehungsweise vorhanden geblieben sind. Das heißt, das erste Mal nach 50 Millionen Jahren kam der mittlerweile weiße Bruder, weil er in den Arktik natürlich im Eis blaue Augen und irgendwann weiße Haut bekommen hat und blonde Haare.
traf er wieder auf seinen dunkelhäutigen braunen Bruder, den er 50 Millionen Jahre lang nicht gesehen hat. Und die Asen haben sich dann, also die Familie, die Gründer, die diese Familie hat dann wieder 10 Söhne ausgeschickt, wieder 10, ne? Die dann die 10 Völker der Erde besucht haben und um das Informationssystem, was wir vorhin kurz erklärt haben, weiterzugeben. Also sie wollten wieder dieses Ring-System, dieses Offering-System, das wollten sie wieder einführen. Und jetzt werde ich mal die Rassen aufführen, die sie besucht haben. Das sind 10 tropische Rassen und später dann nachher noch 3 weitere arktische Rassen. Die Polynesier, die vom Pol gekommen sind, Polynesien, dessen Gründungsgott hieß Rangi. Und die Mutter Erde hieß Papa auf Polynesisch. Die Apa-Origines, deren Gründungsgott hieß Al-Inga. All-Inga. Olge, All-In. Also alles gebende Leben kommt von innen. Das so hieß der Gründungsgott der Apa-Origines. Dann die Hindus. Narkasur hieß deren Asenvertreter. Bei den Chinesen hieß der Peking. Wenn du dich daran erinnerst, Beijing gibt es auch mit diesem I. Ne? Wie bei Hawaii, Delhi. Mhm. Die Südafrikaner, die blauen Leute, wie sie genannt haben, nicht schwarze, war es Solomon. Solo, Mono, ne? Eine Sonne, ein Mond, das Wissen der Sonne und des Mondes. Bei den Inka, Maya und Azteken ist nichts beliefert, aber ich habe recherchiert und ich kam zu Hun Ap Ku. Ku erinnert mich an Mathematik. Hun Ap Ku, das ist auch, also, auch mit der Sonne zu tun. Ja, ja, siehst du. Mhm. Dann Hellas, die hatten den Pan in Ziegenform. Romana, Ra, Sul. Und dann später die arktischen Rassen, die entstanden sind. Das ist auch interessant. Der 13. oder 14. Sohn, manchmal ist es ja so, dass man 13 oder 14 Kinder hat, man hat ja Drillinge dazwischen oder so, ne? Die von den Asen, die dann nach der Eiszeit rausgekommen sind, also vor 10.000, 35 Jahren, die hatten tatsächlich einen 13. und einen 14. Sohn. Der eine hieß Sven und der andere hieß Dan. Sven ist der Königs... Moment mal, Sven, genau. Und die Sven, also die beiden Könige, ne, also wie Two Kings, Vikings, waren die Gründungsväter von den beiden arktischen Rassen, von denen dann später auch die Deutschen abstammen. Also die Deutschen stammen dann von der Linie des Dan ab, also aus der dänischen Abstammung. Und Sven war die schwedische Linie, die ging dann rüber bis Norwegen, Schottland, Irland, Grönland. Und die Dan-Linie war dann nachher Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien bis nach England. Also der Grund, warum Engländer und Schotten sich nicht mögen, sind der Grund, warum, weil die von 2 verschiedenen Königen abstammen. Den Vikings. Hm. Und die Vikings haben dann, weil sie ja ihren Ego-Trip hatten, dann ihr eigenes Ding durchgezogen und dadurch kam die Verklärung, Odin ist der Allvater. Nein, Odin ist nicht der Allvater, Odin ist die Sonne und der Allvater ist, haben wir ja gerade gehabt. Also die ganze Verklärung mit Thor und Odin ist der Donnergott und so weiter, die hat da erst angefangen. So, also der ganze Kram hier, der hat vorher stattgefunden. Und die Namensgebung für die dann vorherrschenden Gottheiten, die sind hier alle ableitbar. Und mit diesem Sprachcode und mit diesem Lautsystem. So. Die Hindu-Rasse, also von Bali bis hin groß nach Indien, Gründer der Asen war Narkasur. Und der hat den Maharaja. Hm. Ma heißt Land, Ha heißt Besitz, also der im Besitz des Königslandes seiende Brüter. Der hat die Klasse der Rajas, die haben wieder die Klasse der Kar und die haben wieder die Klasse der Gati, heute in Indien, begründet. Aber das war das System, was funktioniert hat, weil dieses Offering-System, dieses Gabensystem halt hingehauen hat.
Dann kam irgendwann der Hare Krishna mit seiner Brahma-Kuh. Und dieser Hare Krishna hat dann in einer der ältesten Überlieferungen überhaupt, diesen Mahabharata, gegen diese Nakasur gekämpft und wohl gewonnen. Und hat dann dieses Offering-System, dieses Spermalinien-System getauscht gegen die Ehe. Also es war nicht mehr möglich, aus der Kaste hinaus sich zu vermehren. Und ab da an waren die Blutlinien eingeführt worden. Und dieser Krishna, der hat auch Sanskrit eingeführt. Also die erste geschriebene Sprache. Bis dahin gab es das nicht. Und das war dieser Ego-Trip von diesem einen der zu vielen Söhne, die keine Aufgabe hatten. Die haben sich gedacht, ich komme dahin als Botschafter, aber ich will ja als König bleiben. Und der hat dann das vorherrschende System, den Paganenkönig halt eben aus dem Weg geräumt. Jetzt war es aber so, dass diese Leute, die Brüter, also die sich da vermehren sollten, die befähigt waren, Nachwuchs zu haben, die hatten da jetzt keine Aufgaben mehr. Und die sind dann echt verschwunden aus diesem Land, und zwar zu ihrem alten Bruder, auch so einer der zu vielen Söhne von vorheriger Zeit, dem Pharao. Hm. Und die haben ihn gebeten, ob sie in seinem Land bleiben können, weil in Indien da der Krishna, der dreht da am Rad, und das funktioniert nicht mehr. Und der hat sie da gelassen, aber sie durften sich halt nicht weiter vermehren. Und dann haben sie dann um Hilfe, also asking for help, ja, to in hell, haben sie dann Hilfe angefordert, also erbeten. Und eine der zu vielen Töchter dann, und die zu viele Töchter, die hießen Mors, die hat dann ein Tora-Buch geschrieben, das erste Mal schwarze Schrift auf weißem Papier, was sie den Rabbis, den Brüdern in Ägypten gegeben hat. Und dieses Tora-Buch, wie wir heute wissen, wird ja noch denn, von den Juden ja noch, ja, benutzt, interpretiert, was auch immer. Aber es gab auch welche, das ist auch interessant, die dem Tora-Buch nicht gefolgt sind. Und das waren die, die es verstanden haben. Die haben durchsehen können. Das waren die Deepsees, die Gypsies. Ja, das ist der Grund, warum die Zigeuner heute noch verfolgt werden. Die sind diesem Tora-Buch nicht gefolgt, dem Alten Testament. Ja, und dann ist das Volk mit diesem Tora-Buch in die Wüste gegangen. 40 Jahre später sind sie rausgekommen, und der Rest, wie sich der entwickelt hat, den habt ihr jetzt so ein bisschen im Kopf, denke ich. Also das Judentum stammt eigentlich aus Indien. Aus Indien? Ja. Wow. Ja. Okay. Ja, mir fallen bestimmt nachher noch so ein paar Sachen ein, aber so für den ersten Plot, denke ich mal, haben wir so den ersten Kreis geschlossen. Oh damn, und so ganz viele Dinge einfallen, weil das ist wirklich eine unfassbar krasse Geschichte. Und ich meine, okay, wir sind Freigeister, ja, aber es sind so viele Dinge da drin in dieser Geschichte, die das eine oder andere bei uns anklingeln, wo man gleich weitergehen könnte. Und das zeigt, dass es in sich auch irgendwie schlüssig ist. Das ist nicht einfach nur irgendwie Fantasie, was sich jemand ausdenkt, sondern das ist so inspiriert. Das ist du kannst wirklich das so nehmen, als so einen roten Faden. Dann kannst du an ganz vielen Stellen kannst du anhalten und kannst es abgleichen mit dem, was wir in der Schule gelernt haben oder was wir auch zu anderen Themen auch hier in der Sendung gelernt haben. Das ist wirklich, wirklich eine krasse Geschichte. So. Also was interessant ist, ist, dass Frankie, du bist mal der Indian-Expert. Und durch diese Hare Krishna-Sachen, also als du da warst, also, ich meine, hast du irgendwas von dieser Geschichte irgendwie eine Blick gehabt oder sowas? Ja, durchaus, ja. Also in Indien ist es schon auch so, dass man weiß, dieses ganze Brahmanentum, und das ist ja auch erst dann sozusagen da gekommen, Brahmanentum. Brahma, gut, heißt guter Mann. Ja, genau, also so die Priesterkaste und das Ehesystem und diese ganzen Geschichten. Ja klar, man weiß in Indien, dass es da noch Älteres gibt. Ja, die alte indische Kultur, die Dravidenkultur, die haben ganz anders gelebt. Also da sind
Erinnerungen eher an ein Matriarchat auch gewesen. Und die sind dann im ganzen Süden von Indien verdrängt worden. Die Draviden, das ist heute auch die Tamilen in dem Bundesstaat Tamil Nadu. Und die zum Beispiel, die Tamilen, das ist auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist echt faszinierend, das ist ein großes Volk. Gell? Mhm. Und die haben eine eigene Kultur, eine eigene Sprache, eine eigene Schrift. Und als ich in Tamil Nadu war, da gab es auch Tamilen, die haben gesagt, genauso haben die argumentiert, dieses Sanskrit, das ist schon fast was Gefährliches und so. Ja. Die sagen, das ist unterdrückerisch. Wo ich mir echt gedacht habe, wow, ich meine, was für ein... Wir haben über dieses Sanskrit mehrere Male mal erwähnt in die Show. Übrigens, allein schon Sanskrit, Skrit, so wie lateinisch Skriptum, weißt du, dass das da schon drinsteckt in solchen Worten so. Ja. Da hab ich auch schon, das ist einfach krass, wie die Worte wirklich verbunden sind auf über die Kulturen und Zeiträume hinweg, ja. Naja, ich meine, wir haben über die Sanskrit, du hast mal das schon oft erwähnt, wir haben auch mal durch diese Palmenblätter gesprochen und sowas. Und das geht nur einfach darum, ist das, was mir interessiert hat, ist, dass das angeblich, so laut Milos Recherche, dass das mal durch diese, wie heißt diese, Hare Krishnas mal, entstanden worden ist. Oder habe ich was falsch verstanden, Damilo? Naja, das ist ja eher eine ganz moderne Geschichte. Die Hare Krishnas, die gibt es ja erst seit den die ISKCON, also das gibt es noch nicht so lange. Das geht ja zurück auf einen Guru. Krishna selber ist natürlich eine viel ältere Geschichte so, aber die Hare Krishnas, was man da so kennt, das ist ja nur eine religiöse Gruppierung aus dem 20. Jahrhundert. Richtig, aber diese Leute, die dich da irgendwie segnen, wenn du dir ein bisschen Geld gibst, ne? So, das ist das, was Krishna eingeführt hat. Hm. Und das sind die Missionare von Krishna gewesen, die dann seine Sanskrit-Weisheiten weitergetragen haben. Okay. Also die erste bewusste Manipulation, Steuerung. Okay. Kein natürlicher Zustand wie in der Boxhalle. Aber lass uns mal noch die Geschichte weiterführen. Ich meine, du hast uns jetzt echt mal ganz locker durch die ersten 100 Millionen Jahre geführt. Die Zeiträume sind einfach auch mindblowing. Also ja, ich sage ja auch 100 Millionen Jahre. Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, so vor meinem Kopf, wie viele Generationen von Menschen das sind. Aber hey, wir nehmen es so hin. Aber wie ist es denn dann weitergegangen? Ich meine, irgendwann, jetzt in viel näherer Zeit, in dem, was wir als Geschichte kennen, irgendwann es kam das Christentum auf und erzähl doch mal ein bisschen was über die Kreuzzüge, wie man sie doch förmlich nennen kann, die gegen Norden geführt wurden. Ne? Ja, was da das auch wiederum zu tun hat mit dem Joa Bock und diesen genau 1000 Jahren, die da dazwischen liegen. Ich würde da vielleicht ein bisschen früher anfangen. Eine Sache, diese Moses, ja, das war eine Frau, die Tora, das Tora-Buch gebracht hat. Und wir wissen, dass jede Weltreligion heute ja immer immer den gleichen Entstehungsmythos hat. Das war immer eine große Flut. Ja, dann kam das Boot mit dem Wissen oder es hat das Wissen bewahrt und für eine Neubesiedelung gesorgt. Aber jetzt wissen wir, dass in einer Eiszeit entstandene Zivilisation dort hinuntergekommen ist. Und zwar war die 50 Millionen Jahre lang eingesperrt im Altland, hieß Atlantis. Ja, das ganze Land ist Eis. Ja, und die waren 50 Millionen Jahre lang in Isolation. Und die kamen raus und haben Wissen verbreitet. Und zwar gutes Wissen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in Schleswig-Holstein gewohnt und da war so ein Wikinger-Open-Air-Museum. Und Wikinger-Tage sehr oft, diese mittelalterlichen Spektakulum. Und ich habe immer dort mit den Leuten geredet und es hieß immer, Wikinger waren Händler. Die haben Schmuck gebracht und Wissen und Handwerk und gehandelt. Und die hatten nicht Kriege geführt. Also es wurde immer positiv dargestellt. Und das hat mich damals so ein bisschen gewundert. Und dieses Paakana, dieses Paganentum, Paakana, Akka, die Mutter, Paaper, ne? So Vater, das Wissen des Vaters und der Mutter, Pagan, das ist letztendlich das, was dem Christentum oder dem aufkommenden einem Gottprinzip entgegenstand. Und zwar westlich mit der katholischen Kirche und leider Gottes ostlich mit der orthodoxen Kirche später. Und wenn da jetzt ein paar wilde Hunde wie die Venezianer jetzt altes Wissen da klauen, einfach nur weil sie die Manpower dazu hatten und das dann nutzen, und das heute gegen uns dann auch einsetzen. Ja, schließlich sind wir ja heute die Abgeschnittenen, nicht mehr reinrassigen, ohne irgendwie komisch zu klingen. Wir sind alle Mischwesen, alles Mischlinge. Und der Kreis, wo die weiße Rasse noch vorherrschend ist, der wird immer kleiner. Guckt euch mal die Karte da an, wenn ihr mal seht, welche Hautfarben irgendwo sind.
Wir sind noch in Skandinavien und in Russland. Und Russland, das Kunenmar, das ist einer der ersten Ringländer von Hell gewesen. Die Russen sind heute noch die ältesten Nachfahren der ersten arktischen Rasse überhaupt. Und das ist mehr als ein Grund, warum sich Russland in der Situation befindet, wo es sich heute vielleicht befindet. Ja, genau. Dann schauen wir eben auf die Welt heute und da scheinen dann auf einmal die ein oder anderen Dinge, die man sonst kaum verstehen kann, da scheinen dann einen gewissen Sinn zu ergeben in so einem größeren Bild. Ja? Hm. Weil man könnte ja anders sagen, es gibt sozusagen einen ganz, ganz alten Krieg gegen Hell. Absolut, ja, und zum Beispiel Hell ist auch so ein Begriff, guck mal, wir Deutsche, wir wissen das. Hell ist ein positiv besetzter Begriff. Helligkeit, guck mal, so. Hello, genau. Hellas hat das vorhin genannt. Richtig, und oder Help, ne, Helfen, ne, das ist. Du bist auch Helvetia, ne, ja, Schweiz war auch mal gerne. Ja, aber gleich weißt du auch warum. Vor 10.050 Jahren, als die katholische Kirche weit genug in den Norden vorgestoßen ist und genug Kapital hatte, hat Papst Gregor IX., ein Sachse übrigens, 20.000 Söldner heraufgestellt, mit 20.000 Söldnern, die Helvetier, wie sie es nachher herausstellt. Mit Hellebarden. Ja. Und die sind nämlich nach Finnland, nach Hell gegangen und haben dort das komplette Ringland, das Zentrum des Paganentums, vernichtet. Und zwar flächendeckend. Und Ra und Maya mussten damals in den Norden fliehen. In den kalten Norden. Also vor 1000 Jahren ist der alte Mann in den Norden geflohen. Der Allvater mit dem weißen Bart. Und das übrigens, das sind jetzt gesicherte Facts. Also wir reden, du hast es vorher versprochen mit den 10.000 Jahren. Im Jahre 1000 noch was war das. Jetzt nach unserer, wenn du jetzt halt in Geschichtslexikon guckst, dann kannst du das finden. Es gab also diesen... Ja, wir nennen es einen Kreuzzug. Ich weiß nicht, ob man es damals einen Kreuzzug genannt hat, aber eben ein Zug, der vom Papst sozusagen angeschoben wurde und in dem schweizerische Söldner, wobei damals gab es ja noch gar nicht Schweiz, aber halt aus der Gegend, alemannische Söldner sozusagen, die hat man dann da hochgeschickt und die haben genau diese Orte, die ja wirklich verortet sind, also diese Inseln dort vor Helsinki, dort sind die hin und haben diese letzten Überreste von dem, was es dort gab, diese Leute platt gemacht und auch komplett umgelegt. Genau, alle. Genau. Und die König, Bock vertrieben sozusagen. Die durfte nach der Absprache mit dem dann schwedischen König, der da vorgeherrscht hat, durften sie ins Exil mit dem Versprechen, dass sie 1000 Jahre lang die Anspruch an die Krone nicht äußern werden. Und deswegen haben sie 1000 Jahre lang diese Geschichte nirgendwo zum Vorschein, bis 1982 Jurbox sie halt eben veröffentlicht hat. Was dann eben tatsächlich ungefähr 1000 Jahre nach diesen Ereignissen sind, von denen wir gerade gesprochen haben. Das sind 1000 Jahre. 1000 Jahre später kommt eben Ior Bock und legt die Geschichte offen. So. Ja, das sind 1035 Jahre jetzt. Ist es auch zu der Zeit passiert, dass dann dieser Tempel, von dem wir vorher schon gesprochen haben, dass der dort versiegelt wurde? Also dieser Tempel, wo Ior Bock sagt, dass eben die Sage in seiner Familie, diese Sage sagt, das ist der Lagerraum. Der Lemminkäinen-Tempel, ja. Unendlich viel, weil wir reden ja über diese unglaublich langen Zeiträume, also für Tausende oder Zehntausende von Generationen, die dort in diesem Offering-System, also indem man was schenkt, indem man was gibt, so von dass dort über tausende Generationen Geschenke sozusagen, Kunstgegenstände, vor allem aus Gold, weil Gold eben das Metall der Sonne war, dass die dort alle noch lagern. Richtig. Und das Versprechen galt. Und vor 1000 Jahren wurde es versiegelt halt, damit. Um es zu schützen vor der katholischen Kirche. Oton, seine Mutter, um es vor der katholischen Kirche zu verstecken. Und deswegen war bei den Bohrmaßnahmen, die sie durchgeführt haben, auch diese menschliche Struktur auch erkennbar für den professionellen Bohrer. Mit diesen 1,5 Meter durch diese Granitplatten, durch den Felswand durchgebohrt. Und danach war weiches Material. Und danach war wieder 1,5 Meter hartes Material. Und danach wieder weich. Und danach wieder 1,5 Meter. Das ist keine natürliche Formation. Das ist dorthin gesetzt worden. Und wir müssen dort nur weiter buddeln. Und irgendwo dort ist ein Stöpsel. Und wenn man den zieht, fließt da das ganze Wasser ab. Und dann hast du den Zugang zum Tempel. Und vor diesem Tempel steht das allererste Ästhetik. Das ist die allererste Darstellung von Ra überhaupt. 285 Kilogramm schwer. So genau sind die Daten. Wow. Ich meine, allein da machen wir sich gar nicht ausmalen, was würde passieren, wenn man tatsächlich schafft, diesen
diesen Raum zu öffnen, dorthin zu kommen. Ich meine, nicht nur jetzt, was uns das künstlerisch bedeuten würde. Was wir so materiell mit dieser Welt machen, wenn wir auf einmal so viel Gold haben, das ist ja dann viel mehr als alles Gold, was es im Moment gibt. Nein, das ist nicht das Gold. Was wird es wirtschaftlich machen? Was wird es mit dem, welches Wissen wäre da? Was wird es mit unseren Köpfen machen? Religionen würden sofort aufhören zu existieren, weil sie keine Bedeutung mehr hätten. Weil sich durch diesen Fund der Kreis der Erkenntnis schließen würde, dass die Religionen nicht wahr sein können, wie sie so sind. Wenn du da die Boxsager dazulegst, mit diesen Funden zusammen, dann haben wir eine Möglichkeit, da einen Kreis zu schließen, der uns überhaupt vielleicht irgendwo in eine sinnvolle Zukunft bringen kann. Wir können zum Beispiel auch gar nicht mehr zurück in dieses Spermaliniensystem. Das funktioniert nicht mehr. Wir sind schon zu weit weg davon. Wir sind nicht mehr reinrassig. Die es vielleicht noch sind, die vermehren sich falsch. Monogamie ist durch die Bibel bedingt. Ja, dieses Sex wird tabuisiert und so weiter. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich hier gerade beschreibe. Das ist diese Spiegelung. Ja, so wie oben, so auch unten. Die haben das Gute zum Bösen gemacht und das Böse zum Guten. Das Gute kommt aus dem Norden, nicht aus dem Süden, nicht aus dem Zweistromland, aus hier wie Irak. Nein, sondern eher da, wo Mario Pras gelegen hat. Ja, wir kommen aus dem Norden. Jesus genauso. Jesus war auch ein Abkömmling, einer, der zu viel war, von der höchsten Familie. Und er kam auch aus Indien. War dann in Ägypten und ist dann nach Jerusalem gegangen. Und dann hat er dort seine Idee verkündet, beziehungsweise dieses System hier verkündet. Und dann haben sie ihn rausgetrieben. Und dann ist er wieder zurück nach Indien. Das war's. Dort ist er dann gestorben. Und die Kirche, die existiert heute noch und die wird heute noch gepflegt. Natürlich von Indern, nicht von Christen. Das ist faszinierend. Ich muss mal dann fragen, ist das Frank, wie fällt das ein, Mama, mit die Scrollen von Toten Meer, was wir gefunden haben, wo die Römer gegen die Juden mal so gekämpft haben und diese ganze Geschichte. Wird das mal denn, willst du mir sagen, ist das, wo wir darüber damals mal mit Caesar, wie hieß der, Flavius, wo wir darüber gesprochen haben, dass was ich versuche herauszufinden ist, dass wo ist diese Connection, dass diese Geschichte von Jesus, wenn der ein Ende gewesen war, ich versuche diese Verbindung irgendwie zu finden. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich sitze in einer so wie in Tumblr. Das kommt irgendwie für mich nicht zusammen mit dieser Geschichte, wo wir über durch die Totenmeer-Scrollen gesprochen haben, wo die Römer gegen die Juden mal damals gekämpft haben. Dann hat diese Josef sich zu die Flavius-Familie Caesar, wo er hat gesagt, okay, hier, ich stelle mir meine Wange zur Verfügung, mal eine links, eine rechts, aber stop with this Kämpfen. Ich finde die Verbindung da nicht. Nee, das sind halt einfach dann die Mythenmacher, die Narrativmacher. Und genau in dem Kontext haben wir sie auch schon immer entlarvt. Also wo wir halt sagen, ja guck mal, diese Geschichten sind erfunden worden. Das sind dann die sozusagen die Geschichte umschreiben. So, und um letzten Endes dann ihren eigenen Herrschaftsanspruch irgendwie zu legitimieren. Während jetzt im Sinne der Boxsager so, hier ist halt die echte Geschichte, aber sie wird dann eben usurpiert, sie wird dann umgeschrieben nach eigenem Gusto. Man macht dann seine eigene Story draus und schon würdest du sagen, dass dieser diese Boxsage ist irgendwas, die man eventuell in die Bibliothek von Alexandria oder mittlerweile auch in die Vatikan? Nein, weil diese Geschichte wurde nie aufgeschrieben. Diese Geschichte besteht daraus. Okay. Sie verbal zu lehren und das immer und ständig. Kinder werden mit dieser Geschichte 20 Jahre lang betraut und die bekommen keine andere Art von Information oder zusätzlichem Wissen. Io Bock ging es nicht zur Schule gegangen, der konnte nicht lesen und nicht schreiben. Der hat mit 7 Jahren angefangen, diese Geschichte auswendig gelernt zu bekommen. 2 Stunden am Tag. Wenn es an einem Tag nicht geklappt hat, am nächsten Tag 4 Stunden. Hat er einen Fehler gemacht, die ganze Geschichte von vorne. Es war hier explizit wichtig, diese Geschichte so wiederzugeben, wie sie ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe diese Geschichte auf Englisch gehört und dieser Mensch, der diese Geschichte erzählt hat, dieser Jim Chesner, der erzählt das so, als ob er es einem 7-Jährigen erzählt. Ich habe euch hier vielleicht die Karteikartenübersicht präsentieren können. Hm. Das sind Stunden um Stunden an Informationen, die ich noch gar nicht habe, die zur Begriffserklärung hier noch beitragen. Das ist nur hier so ein Entree, damit ihr euch selber weiterhin auch mit diesem Thema unbedingt auseinandersetzt, weil diese Geschichte lebt daraus, immer wieder gesprochen zu werden, beziehungsweise heutzutage gehört zu werden. Hm.
Es ist bei Weitem noch nicht das Ziel erreicht, was diese Geschichte für uns alles leisten kann. Es ist bei Weitem noch nicht ins Bewusstsein vorgedrungen, wie wichtig die Erkenntnis ist, dass wir alles, was wir brauchen, schon immer gehabt haben, auch heute noch, um zumindest unseren weißen Ring zu erhalten, unsere Seelenenergie nicht zu verschwenden, sondern sie in uns aufzunehmen oder dementsprechend auch zu würdigen. Okay. Ihr Bock zum Beispiel. Es gibt Fotos von ihm, als er noch im Saft stand und war einer der, sag ich, beeindruckende charismatische Persönlichkeit. Dann hat er leider ein Attentat durchleiden müssen, wo er mit zwei Messerstichen in dem Rücken so schwer verletzt war, dass er diesen Saunaknoten nicht mehr machen konnte. Und hat in 6 Jahren sehr schnell abgebaut. Er hat einen Hausdiener, ironischerweise, einen Gatti aus Indien, einer der aus der untersten Klasse, der ihm geholfen hat. Und der war beim ersten Mal der Attentäter und ein anderer 6 Jahre später hat das zweite Attentat dann halt vollendet und Ihobok dann damit unter die Erde gebracht. Und 2014 ist er dann beerdigt worden in Finnland, neben seinem Lebensbaum, den danach die katholische Kirche abgeschnitten hat. Was? Daneben eine Kapelle gebaut hat und auf dem Kreuz, auf dem Dach der Kapelle noch einen Teufel positioniert hat. Nein. Hot damn. Ja. Nein, oder? Ja, und die Pirouette, die Ringfriedensfamilie, wie sie hieß, was bedeutet Piru heute auf Finnisch? Teufel. So ist halt vieles wirklich verkehrt worden, ja. So ins Gegenteil. Wow. Und ich meine, das ist auch was wir nicht erst durch die Boxsager lernen, sondern was wahrscheinlich viele von uns hören. Also mir geht's so, das lerne ich schon mein ganzes Leben lang irgendwie, dass man immer öfter entdeckt, die Dinge sind zum Teil komplett umgedreht worden, ne? So alles hier allein mit dem Wort hell, das weiß ich schon länger. Ich meine, es hell ist eben hell, also Licht auch, ja. Und es kommt auch in vielen Namen vor, in unseren alten Namen, heller. Und heller ist ein positiver Name. Es hat über 20 positive Bedeutung. Aber da kommt davon mit die Kirche der und sagt halt, hell, boah, das ist das Böse. Und das ist in unseren, für uns schon immer irgendwie nicht ganz, ganz schlüssig so. Ja. Warum ist es auf einmal das Böse, so wenn's früher irgendwie auch das Gute war? Und hell, also auch Frau Holle, ja, in dem Märchen, die lebt ja auch unter der Erde, die lebt eben in der Hölle, hell. Das ist keine böse Figur, aber die Kirche, die sagt, das ist alles böse und das ist alles ist sündhaft. Und wir kommen auch in dieses Phänomen der Hexenverfolgung, der Verfolgung von allem intuitiven, natürlichen Wissen, ja. Auch weibliches Wissen um auch gewisse, nicht Geheimnisse, sondern um gewisse, wie gewisse Dinge funktionieren im Körper auch, was auch mit Sexualität zu tun viel, hat. Viel, viel universeller. Auch solches Wissen, wie das einfach unterdrückt wurde und das war auch ein großer Bestandteil von Hexenverfolgung. Hexen waren auch Hebammen. Ja. Das waren auch die Leute, die das Geheimnis, oder die Frauen, die das Geheimnis von Geburt kannten. Ja, genau. Und Geburtssexualität, das ist ja alles ein Komplex, ein Gewebe. Und das war das Ziel von der Kirche von Anfang an. Das ist die Attacke gegen Hell. Ja, letztens gegen die Natur und die Verbindung des Menschen zur Natur. Also. Genau, seine Nichtnotwendigkeit für eine Gottheit, damit nicht wenige über viele herrschen können. Das ist das Problem beim Pagantum für die Kirche. Aber interessant ist ja, weil wir sprechen ja auch oft über diese Idee von einer Breakaway Civilization. Wo nochmal genau, Milo, wo siehst du den Bruch? Am Anfang war eben alles Ring. Ring ist der Kreis, alles war eine Einheit. Und okay, es gab verschiedene Klassen, aber nehmen wir es so hin, es war eine natürliche Ordnung, jeder war an seinem Platz, es gab keine Unterdrückung oder in dem Sinne. Die Leute haben auch kein Opfer gebracht. Das ist übrigens auch so wieder diese Verdrehung. Englisch Offer. Ein Opfer würdest du aber in Deutsch nicht mit Opfer übersetzen, aber P und F, wir wissen es seit Mario Brass, ja? Aber ein Opfer ist eigentlich das ist etwas, was du gibst, was du schenkst. Ja. Freiwillig, was du von Herzen gibst. Schönes. Während ein Opfer ist ja etwas, was dir erzwungen wird. Wenn du es nicht gibst, dann kommt die Strafe und so weiter, ja. Aber das alte Ringsystem, was hier beschrieben wird, das hat eben mit Offering zu tun, mit Schenken, mit Teilen und diese, da war alles hat seine natürliche Ordnung gehabt. Wo war denn da auf einmal der Bruch? Warum hat sich was verändert? Und warum sind auf einmal manche Leute auf diesen, wie du es genannt hast, Ego-Film gekommen? Wie ist, oder anders gefragt, wie ist das Böse in die Welt gekommen, in dieser harmonischen Ordnung so? Wie ist diese Erdachse auf einmal sich verschoben? Warum ist es passiert? Das Offering-System wurde unterbrochen zu Paradieszeiten. Warum können wir da nicht sagen? Ich erinnere nochmal an diese Doku oder diese Sendung mit den großen Bäumen. Wir haben uns gefragt, in welcher Periode können diese Bäume so hoch gewachsen sein?
Lass sie 50 Millionen Jahre lang gewachsen sein und dann durch die Eiszeit zerstört worden sein, größtenteils. Oder aber dann vernichtet worden von den übrig gebliebenen. Als die Zivilisation im Eis war, 50 Millionen Jahre ist eine lange Zeit. Man weiß nicht, wie man sich da entwickelt hat. Man hat versucht, dort das zu retten, was zu retten ist, aus der Notwendigkeit heraus. Nicht mehr und nicht weniger. Und als man die Möglichkeit hatte, ist man wieder rausgereist. Also der Bruch, der passiert dann, wenn du irgendwann mal gemerkt hast, nach 50 Millionen Jahren verändert sich nichts und dann bist du nicht mal der König. Du gehst raus und musst Informationen weitergeben zu Menschen. Du weißt, du hast Wissen von 50 Millionen Jahren, fühlst dich den anderen völlig überlegen. Dann ist die Versuchung groß, als Botschafter zu kommen und als König zu bleiben. Und das heißt, letztendlich sind wir nur Menschen. Hier im Norden, die halt rund um Hell in diese Oase innerhalb der Eiswüste sozusagen über 50 Millionen Jahre gelebt haben, die haben also die ganzen 50 Millionen Jahre schon noch irgendwie das alte Wissen bei sich getragen. Die wussten noch um das Offering-System oder haben es vielleicht sogar noch so beibehalten. Während der Rest der Welt dann einfach das irgendwann vergessen hat und die halt dann... Naja, demnach wäre es ja so, sie haben ja Landwirtschaft und Wissen ja mitgebracht, dieses alte Wissen, was ja auch bis Venedig dann gekommen ist. Natürlich haben sie Wissen gehortet, natürlich haben sie auch Wissen gehabt, aber aus der Notwendigkeit heraus, als die Paradieszeitalter war, bestand ja nicht die Notwendigkeit, irgendetwas zu entwickeln. Es war ja alles da, was du gebraucht hast. Es war ja überall tropisches Klima, du konntest überall essen, du brauchtest nichts anbauen, es wuchs alles, jeder hatte seine Bedürfnisse befriedigt. Erst als die Sonne nicht mehr schien, 24 Stunden lang, durch dieses Verschieben der Erdachse. Und lass das ein Polsprung gewesen sein, ein natürliches Phänomen vielleicht, würde man heute sagen. Vielleicht war das aber auch von der Sonne so gewollt, weil die Sonne böse war, weil die Menschen aufgehört haben, friedlich miteinander ihren Seelenpower in Tempeln zu spenden, um dadurch wiederum Kinder zu zeugen, die gesund sind. Also so wie die Sonne es vorgesehen hatte für diesen einzigen Plan, für den Planeten. Als das unterbrochen wurde, wenn die Sonne den Planeten praktisch als Ei gelegt hat und kreiert hat, ja, warum kann es dann nicht auch es beeinflussen? Und die Sonne beobachtet uns ständig. Wenn wir wieder vielleicht ein bisschen zu dieser Lebenssituation oder zu dieser Lebensweise zurückfinden würden, würde sich das vielleicht ändern, oder? Es ändert sich vielleicht bald etwas, vielleicht schiebt sich's ja auch wieder zurück. Wie wäre denn die Idee? Auf einmal ist wieder das Ringland da, wo es sein muss und die ganze Erde ist wieder Banana, Papaya, Coconut und tropisch. Und haben wir nicht alle Angst vor Polsprung? Wird uns nicht Angst gemacht vor Polsprung? Klimaveränderung? Da haben wir doch alle Angst vor. Sonneneruption? Aber das ist ja dann ganz so, ja. Ja, Sonneneruption auch übrigens, gerade erst vor 2 Tagen ziemlich heftig. Habe ich gesehen gestern, ja, das ist das, was ich meine. So, ne? Also es ist entweder Gott gewollt oder natürlich, das kann jeder für sich entscheiden, aber so wird es in der Saga beschrieben. Und dass die Erde halt eben schief steht und dass dieses gerade Schieben der Erde wieder auf die Ursprungsposition das weltweite Klima so beeinflusst, dass wir überall tropische Temperaturen hätten. Ne? Dann ändern sich auch die Winde, Meeresströmungen ändern sich und so weiter, ne, weil die Sonne dann ja anders wirken kann, andere Bereiche werden erhitzt und so weiter. Dann kann ja ein ganz anderes Habitat, eine ganz andere Klimawelt entstehen, die wirklich halt das Paradies halt auch ist, das Schlaraffenland. Aber dann muss ich mal fragen, ist das, wenn man spricht über diese Erdachse und sowas und alles drum und dran, Verschiebung, Polverschiebung und sowas. Ich frage mich dann, wie kommt dieses plane Erdtheorie zustande mit der Firmament? Genau, die Frage, flache Erde oder Globus? Was sagt da die Boxsager? Ja, also die Boxsager sagt definitiv eine Sonne, ein Mond, eine Erde und Sterne. Und alles sind unterschiedliche Dinge. Und das passt nicht in das Universum mit Sonnen, Galaxien, schwarzen Löchern und ähnlichem. Also die Darstellung der letzten 500 Jahre der Wissenschaft passt da dann natürlich nicht rein. Was dargestellt wurde, das Firmament am Himmel, damals gibt es ja diese alten Darstellungen der flachen Erde oder ähnlichem. Ja. Na, also meine Meinung zur flachen Erde ist folgende, ich habe ein paar Versuche gemacht und so weiter, also ich kann definitiv sagen, wir haben keine Beweise dafür, dass es eine Kugel ist, so wie sie im Schulbuch dargestellt wird, und wir haben auch definitiv keinen Beweis dafür, dass es eine kreisrunde, flache Scheibe ist. Ja. Beides haben wir keine Beweise für. Und ein Weltbild durch ein anderes zu ersetzen, ist Deception, sehe ich so. Weißt du, das ist
Wir wissen es nicht, wir wissen es einfach nicht. So. Wenn ich das richtig verstehe, hat er auch die Boxsage, die hat so ein zentrales Modell, ist er diese Achse, Yggdrasil, I, ja, also ja. Die Verbindung von Erde zur Sonne, der Pol. Ja. Aber ganz ehrlich, diese Achse, die kannst du sowohl in einem Globus haben, als auch in einer flachen Erde, das ist ja genau das. Das würde Sinn geben bei einer Kugel, ja, die Achse, die durch die Erde durchgeht. Ja. Es gibt aber genauso Sinn wie wortwörtlich die Achse beim Rad, wie beim Auto auch. Also die Achse, die durch den Mittelpunkt einer Scheibe geht und dort ist halt dann der Pol, der halt früher dann eben hell war. Ja, und dort hat sie das verschoben. Also das könntest du auch bei beiden sehen. Genau. Das heißt, auf diese Frage bekommen wir jetzt keine Antwort jetzt von der Boxsager. Das ist beides möglich. Nein. Weil Jim Chesner, von dem wir hier viele haben, ich meine, kann man auch nur empfehlen, es gibt ja gar nicht so viel auf YouTube oder im Internet, aber Jim Chesner ist einer von den Leuten, die von Anfang an da dabei waren, in den 80ern in Goa. Und er selber, er spricht eher vom Globe auch. Ja. Ja, aber er erwähnt auch, dass er ein einfacher Mann ist, der einen durchschnittlichen IQ hat, seine Worte, nicht meine. Und er wird die Weltanschauung haben, die er aus der Highschool oder aus der Grundschule noch kennt, so. Mit der flachen Erde beschäftigt er sich gar nicht. Für ihn war es wichtig, spirituelle Antworten auf spirituelle Fragen zu bekommen. Was ist die Seele zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Spirit und Soul, das wird in der Boxsage auch beschrieben. Ja, also was ist der Geist, dieser Äther, dieser Atem um uns herum, das ist der Spirit. Und die Seele ist halt eben das, was die Sonne uns gegeben hat und was in unserem Samen halt ist. Also so wird differenziert. Und für ihn war das ausreichend, weil keine andere Religion konnte wirklich erklären, was die Seele ist. So einfach und so klar und so nachvollziehbar. Und danach hast du dich dann gerichtet, danach hast du dein Leben ausgerichtet. Es gab auch Militär damals zum Beispiel, das Dragoon-System. Dragoner und so. Dragoon-System. Und unser Krieg war damals Kinder machen. Weil der nicht brüten durfte, der durfte seinen Samen natürlich offern. Ne? Und die Seelenpower von über 10.000 Männern und 10.000 Frauen, ich habe vergessen noch zu erwähnen, ach, schon wieder dieses Thema Sex. Die Frauen wurden damals mit 7 Jahren auch gelehrt, ihre Energie zu nutzen. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Thor. Thor ist beim Mann sein Penis, Thors Hammer. Und bei der Frau, die hat auch ein Thor. Klitoris. Klit bedeutet kitzeln. Thor bedeutet Eingang. Ja. So, und Ries, also sie sieht die Sonne in ihren Augen, wenn sie sich kitzelt. Die Ries, die Rays. Ja. Ries, Auge, Iris. Ne? So. Und dazu benutzte sie eine Moor-Rut oder eine K-Rut. Und mit der Dünnspitze hat sie sich, wir wissen ja, vaginal und klitorale orgasmusfähige Frauen, ne? Die haben die dünne Spitze der Moorrübe benutzt. Und die vaginal orgasmusfähigen Frauen die dicke Spitze. Und wenn sie dann ihre Machala, ihren Saft, dann bekommen haben, dann nach ihrem Klimax, nur Männer haben Orgasmen, Frauen haben Klimax, dann hat sie diesen Saft auch eben mit der Moorrübe zusammen sich einverleibt. Also die Frau kann ihre Seelenpower genauso trainieren und wieder nutzen, weil die ganze Energie, also all das, was wir Menschen zentral fokussieren können, ja, ja, passiert da unten. Na, unser Herz zum Beispiel, es ist nur ein Organ, was Blut durch unseren Körper pumpt. Aber das Herz, was wir symbolisch verklärt haben, so als Liebessymbol, ist eigentlich deine Eichelspitze, wenn du deine Vorhaut zurückziehst. Wenn du eine Erektion hast. Die Form der Eichel sieht eher aus wie ein Herz. Das heißt, unser Heart, unser really, really heart, ja, ist die Spitze da, wo unser Samen rauskommt. Das ist unsere empfindlichste Stelle. Wenn wir Liebe machen, machen wir wo mit Liebe? Mit unserer Pumpe oder mit unserem Herzen? Und wenn wir eine Klitoris bei der Frau richtig beobachtet, sieht sie auch eher aus wie ein Herzchen. Genau an den Stellen fordern manche Religionen und Kulte, ja, die so Beschneidung verlangen. Ganz genau, die Sensibilisierung. Ein Blutopfer. Und wieder diese Umdrehung aus Opfer wird auf einmal ein Opfer. Richtig. Auf einmal, weißt du, das ist richtig. Beschneidung. Und da gibt es ja bei Männern wie bei Frauen. Welche Völker beschneiden denn heute? Na? Die Moslems, die Juden und die Amerikaner. Und mit welchen Völkern haben wir am meisten Probleme? Mit den Unsensiblen. Mit den Beschnittenen.
Und warum wissen das die Juden? Guck doch mal auf das Symbol des Hexagramms. Zwei sich übereinander liegende Dreiecke. Ja. So wie oben, so auch unten. Dann die sieben Kerzen am Haar von Lucia. Sieben Kerzen? Kerzenständer? Auch ein altes Symbol des Judentums. Die wissen was wir nicht wissen. Die Frage ist nur, wer hütet dieses geheime Wissen? Die mittlerweile geheimen Sekten da, wie sie alle heißen? Hm. Ne? Oder die richtigen Leute? Weil die stammen definitiv von da ab. Das ist die Religion, die es wissen müsste. Ja, aber Milo, du kannst mir nicht sagen, ist das, dass dieses ganze krasse Geschichten, was wir jetzt sehen, und diese Opferritualen, was die halten, du kannst mir nicht sagen, dass das richtige Glauben ist, oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Weil was hat Blut? Pass auf, Blut ist für die wichtig. Für die Leute wichtig, die Blutlinien eingeführt haben. Blutlinien hat nichts mit unserer Spiritualität, mit unserer Herkunft oder mit Wollte mal das nur klarstellen, weil das hat mir erstmal Also wir müssen ganz wichtig unterscheiden. Also eingeführt wurden die Blutlinien damals mit Krishna. Mhm. Der hat die Hochzeit nämlich eingeführt, die Ehe. Und genauso auch hier der Pharao Ra unten in Ägypten. Mhm. Der hat auch den Monotheismus. Ne? Echnaton. Genau, danke. Und der hat auch die Ehe eingeführt. Und seitdem kannst du überhaupt erst Blutlinien herrschen. Es bestand ja auch nicht die Notwendigkeit damals zur Blutlinie. Blutlinien, die Notwendigkeit daraus bestand erst, als du Besitz vererben wolltest oder Macht, die du vorher hattest. Du hast die Macht als König an deinen Nachfolgen vererbt. Richtig? Okay, ja, ja, klar. Das wollten die damit erreichen. Und all das, was damit zu tun hat, ist ja heilig. Weil wir ja angeblich nur wissen, dass Blutlinien existieren. Deswegen wird das als heilig verklärt. Aber heilig ist eigentlich das Sperma. Und was macht der Vater, nachdem der Sohn geboren worden ist, oder die Tochter? Er tauft sein Kind mit einem Löffel seines Samens. Dem Wasser des Lebens. Das heilige Wasser. Das, was die Kirche vorne als anbietet hier da für die Katholiken, um sich sein Wasser da, seine Stirn zu machen. Tja, Frankie, huh? Das ist some hot stuff, man. Ja, das ich meine, das mit diesem Blutlinien, das ist ja genau, was wir auch immer wieder sagen, so. Also, es sind die Herrschenden, die haben diesen Wahn von Blutlinien. Wir haben den gar nicht. Also, ich hab den nicht, weißt du? Ich brauch das nicht, sondern weil wenn du dein Spirit, deine Seele erkennst, dann ist spielt das andere gar nicht so eine große Rolle. Das ist ihr Wahn, weil sie dadurch versuchen, ihre Herrschaft zu legitimieren, weil sie sagen, guck mal, wir sind was Besonderes, wir haben blaues Blut oder wir haben sogar Götterblut, wir stammen von Göttern ab. Das ist, was sie uns erzählen, aber es sind dann nur Geschichten, um ihre eigene Macht zu legitimieren, während das ein Bluff ist. Interessante Frage ist, wo wir gerade so ganz nah dran waren, die ganzen Geheimgesellschaften. Und wir berühren das auch immer wieder. Die scheinen ja schon einen gewissen Anteil an altem Wissen zu haben. Aber ich glaube, das Wissen, von wem wir heute reden, das haben die nicht, oder? Glaubst du, dass die das nur wissen oder haben sie? Ich kann mir das vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich schätze, das sage ich jetzt einfach mal so, oder haus mal das Position raus. Also ich schätze, die haben eher vielleicht nur noch eine lose Erinnerung an das eigentliche Wissen. Was sie aber nur noch haben, sind halt pervertierte Formen davon. Und das ist auch so interessant, was eben diesen Ior Bock, der in dessen Familie halt dieses echte Wissen getragen wurde, dass es jetzt rauskommt, ja, um jetzt das wahre Wissen zu haben und nicht diese pervertierten Formen, die sie in ihren Logen halt verwalten und die eben auch auf diesen ganzen Ego- und Machtfilmen basieren und eben auch hier Blutlinien und diese ganzen Kulte. Wie auch, und das stellen wir auch schon so lange fest, Alex, so viele von diesen Herrschern heute haben Verbindung zu diesen ganzen alten okkulten Systemen, ja, ob das Saturnalien sind, ob das Mithras-Kulte sind und wie sie alle heißen, aber das sind doch alles nur pervertierte Formen, genau. Degenerierte Formen von dem eigentlichen, ja, im Grunde ist es ein Sonnenkult, diese Boxsager, ja. Aber die Sachen genauso wie vorhin hast du gesagt, das wurde dann die Mondkult. Es ist die Sonne und Mond, ja, genau, halt, ja. Aber wo du vorhin auch gemeint hattest, wo halt dann die nordischen Geschichten aufgekommen sind, auf einmal ist Odin dann der Obergott. Das ist doch immer dasselbe, das sind alles nur so pervertierte Formen. Ja. Und ich glaube, das ist, was sie in ihren Logen halt so hochhalten, aber wo wir schon so lange das Gefühl haben, Leute, dieses Wissen ist nicht so viel wert. Lass mal los, deswegen brauchen wir das auch nicht.
Deswegen ist es für uns auch nicht so wichtig, uns irgendeiner Loge anzudienen, damit wir da dieses wichtige Wissen bekommen. Nein, weil es gar nicht das wichtige Wissen ist. Weil es viel Bullshit ist, obwohl es alt ist, aber trotzdem ist es ist nur noch ein Abklatsch von dem eigentlichen Wissen. Also in den heutigen, was eben woanders herkommt, was in unseren Herzen ruht und was halt eben ihr Bock jetzt auch so nach außen bringt. Und ja. In den heutigen modernen Logen findest du meistens nur in den Archiven Informationen der letzten 500 Jahre. Und seit wann haben wir akademische Akademie, AK, die AK? Seit wann haben wir denn die akademischen Wissenschaften? Seit ca. 500 Jahren haben wir ja so diese professionellen Universitäten. Und da wird es halt professionell, also wirklich wissenschaftlich auch, werden wir belogen seitdem. Aber den Ursprung, das Wissen darüber, dass es die Paganen in der Lebensweise gegeben hat, den haben die Logen schon, weil das ist erst 1000 Jahre her. Die Römer haben ja damals schon über die Germanen gemeckert. Was hat ein Cäsar über die Germanen gesagt? Die wohnen in Erdlöchern und in Bäumen. Ja, und Gold bedeutet für sie nichts, man kann sie nicht kaufen, ne, und sie haben ständig Sex, also feiern Orgien. Das ist, seine Aussage ist die Grundlage für den Primitivismus des Paganentums, den wir heute haben, das Bild davon. Und nicht diese Reinheit, diese göttliche Nähe zum, diese Familie oder Spermalinien bewiesene Nähe zum Allvater, zum eigentlichen Erzeuger. Nicht zu einem verklärten, unsichtbaren Gott, der irgendwo ist. Es war ja eine physische Person, es ist alles natürlich. Es war für jeden klar, dass spätestens in der fünften Generation sein Großvater der Allvater ist. Und wenn du 22.000 Leute brauchst, ja, die Samen spenden, damit Mann und Frau ein Kind zeugen, wusste auch jeder, dass jeder in einem heiligen Akt gezeugt wurde. Und zwar, der nur einmal im Jahr stattfand. So einen Wert hatte das Gegenüber, wenn man sich getroffen hat. Und da kommt das Torfreund-Prinzip jetzt zum Vorschein. Wie hat man denn sozial untereinander damals denn gelebt? Das Prinzip der Torfreundschaft war, jeder von uns hat ein Naturgeschenk. Jeder kann irgendetwas besonders gut. Frankie kann zum Beispiel geil singen, du kannst gut Gitarre spielen, Alex. Ihr beide trefft euch, du bringst ihm Singen bei, du bringst ihm Gitarre spielen bei. Als Symbol dafür gab es einen Stein mit einem Loch drin, den man sich dann als Halskette um den Hals gemacht hat. Und je mehr man diese Steine hatte, ca. 2 bis 3 Jahre gingen diese Freundschaften, so der beste Freund, den man momentan hat, meistens gleichgeschlechtlich, Torfreund, ne? Schwanzfreund kann man auch sagen. Und Frauen halt mit Frauen. Frauen haben immer mit Frauen zu tun und Männer mit Männern. Männer und Frauen haben nur dann ernsthaft was zusammen miteinander getan, in dieser Honeymoon-Geschichte, um Nachwuchs zu zeugen. Ansonsten waren Männer unter Männern und Frauen unter Frauen. Deswegen ist eine Ehe einer der unnatürlichsten Zustände, in dem wir uns heutzutage befinden. Und somit komme ich auch zum ehelichen Schlafzimmer. Das Feuer steht immer zwischen Mann und Frau. Immer. Weil wir nicht in einer natürlichen Gesellschaftsform leben, die unseren Instinkten gerecht wird. Und durch die Boxsage, wenn man sich das mal genau überlegt, werden genau diese Naturinstinkte befriedigt. Wenn wir verliebt sind, haben wir dieses Gefühl der hormonellen, biochemischen Veränderungen in unserem Körper, des Schmetterlinge im Bauch für ungefähr 3 Monate. Dann ist das Verliebtsein vorbei und das wird gegen Routine getauscht oder gegen Gewohnheit oder ähnliches. Aber damals Honeymoon und das Zeugen und Festival, das war ein Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Der hat damals ausgereicht, um dann das Kind zu zeugen und dann hast du später wieder deine anderen Sachen gemacht. Deswegen heißt der Torstag, ne, Donnerstag ja auch, das war der Tag, an dem die Torfreunde da Zeit verbracht haben. Und deswegen auch so eine klare Ansage gegen diesen Gender-Schwachsinn, weißt du, so. Männer, Frauen, Frauen, Punkt. Da habe ich dazu echt nichts zu sagen, so. Diese ganzen Gender-Geschichten und auch diese ganzen Gleichmacher-Geschichten, die, was wir so sehen als Agenda und wir haben auch schon ja das so rausgearbeitet, wie weit das zurückreicht, auch bis ins 19. Jahrhundert rein, diese ganzen Ideologien. Glaubst du, dass im letzten Endes einfach auch nur, also dass das eigentliche Ziel davon ist, eben die Menschheit noch weiter wegzubringen von diesem Ursprung? Ja, ja. Und zwar, dass der Grund ist für diese ganzen Geschichten, Baron Kudenhove und diese ganzen Sachen, die wir gehört haben. Oh, Frank, ich habe mir doch mal dieses Buch, diese New World Order, dieser Paragraph, was die über Familie gesprochen haben,
das die New World Order beschreibt, und dieses Buch ist was von 84 oder sowas, wo das drin steht, wo Homo-Ehen sind legal und der Staat wird die Kinder erziehen, das hat man nichts mehr mit Eltern zu tun und sowas, und diese ganze Familiärsache mal wird einfach mal zerstört. Ja, so weit wie möglich weg von diesem Ring. Ja, ja, genau. So weit wie möglich weg von unserer natürlichen Ordnung. Wie sieht denn so ein Alltag heutzutage aus? Die Frau sitzt alleine, im besten Fall, ja, im besten Fall, sitzt die Frau alleine den ganzen Tag zu Hause rum, vielleicht hat sie ein paar Kinder zu versorgen, hat nicht viel Kontakt zu anderen Frauen. Der Mann kommt abends von der Arbeit, kommt nach Hause, setzt sich aufs Sofa, die Frau muss kommunizieren. Die muss ihre mindestens 40.000 Wörter am Tag irgendwie loswerden. Und dann geht das los. Schatz, bla 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 bla, wie war es heute und und. Der Mann, der möchte aber nur nach Hause kommen, nach der Jagd sich ans Lagerfeuer setzen. Seine Ruhe haben. Mit anderen Männern wäre das kein Problem. Die haben da Verständnis für. Aber weil keine anderen da sind, weißt du, weil das nicht, weil die Familie auch schon zu klein ist. Nur eine Ehe. Vorher waren es 12 Leute plus 7 plus 2, das sind 19 Leute. Das war deine Sippe. Meine Mutter stammt aus einer Großfamilie, ja, aus dem Dreiländereck, aus Nordserbien. Dort waren 24 Leute zum Mittagessen an einem Riesentisch. Und wenn da hieß, so, hier, guck mal, meine Tochter hat Masern, ja, schick sie hier zu der und der Tante, ne? So, da können wir Masernparty machen, dann hast du 3 Tage die Kinder dann hingeschickt und war immer jemand da zu helfen. Und das ist heute umso schwerer. Jeder darf zwar Kinder bekommen, aber es ist nicht mehr vorgesehen, diese Kinder richtig zu erziehen, weil die Gemeinschaft, die diese Kinder erziehen würde, nicht vorhanden ist. Und das ist nicht, das ist unnatürlich. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Und einspringen tut dann in der Erziehung halt dann der Vaterstaat, der Leviathan. Ja, genau. Genau. Deswegen auch die Frühsexualisierung ab 7. Ne? Die wissen das genau. Ab 7 ging es ja los hier. Tja. Ja, Frankie, ne? Was sagt man dazu? Es sind so viele so spannende Dinge. So, hier. Was nicht hier der große Rockpoet Bon Scott? Bon Bock? Von ACDC, der gesungen hat, Hell ain't a bad place to be? Ganz genau. Ja. Witzig, vielleicht hat er was geahnt. Ich sag's dir, die wissen das. Und Hell wurde übrigens vor 1000 Jahren das erste Mal negativ benutzt. Und zwar von der katholischen Kirche. Das war dann der böse Ort, wo wir Sünder hinkommen. Der ist seit vor 1000 Jahren erst eingeführt worden, dieser Begriff. Es gibt 24 positive Ausdrücke im Englischen mit Hell. Und die einzigen beiden Male, wo es negativ benutzt war, war das. Und als ja vor 70 Jahren der Österreicher das Hakenkreuz, das Zwafelrad, als negatives Symbol missbraucht hat. Ja. Er ging davon aus, dass die herrschende Rasse, ne, die runterkam, von dem die Deutschen ja abstammen sollten, die Überlegenheit sind. Im Grunde genommen war es nur die 13. der arktischen Rassen, die nach der Eiszeit dann wieder entstanden, wieder runtergekommen sind. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist das, und in dem Holy, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Pole, dort wurde ein Baumstamm gesetzt in dem Hole, in dem Holy, und der Baumstamm wurde dann in der Mitte getrennt. Und in der Mitte wurde dann ein Metallring platziert, den gleichen Durchmesser hatte wie der Baumstamm, mit einem Metallkreuz darüber, dieses Rasti-Kreuz. Und dann wurde der Baum oben wieder draufgesetzt und an den Spitzen wurde Schwefel befestigt. Und dann hat sich das Ganze gedreht. Okay. Und so entstand der Effekt oder beziehungsweise der Mythos oder die Mythologie oder die Entstehungsgeschichte des Zwafelrades, der Swastika. Wie nennst du das nochmal? Ich muss Farfel, wie sagst du? Zwafel, Schwefelrad. Zwafel. Zwafelrad. Okay. Ah, sehr interessant. Auf Sanskrit dann eben Swastika. Ja, also. Oder Devil. Devil. Das Rad. Devil. Das Rad. Devil, ja. Und du bringst es in Verbindung, die Swastika, also das Hakenkreuz, mit dem, was man auch schon oft mit der Sonne Zusammenhang bringt, dieses Symbol, wo ein Kreis ist und in der Mitte ist ein Kreuz. Genau, nur dass das auf einem Baumstamm befestigt war, der in diesem heiligen Loch stand und der nach oben geragt hat, das I darstellte, was zum Polarstern geführt hat. Und da hat sich das Zwafelrad gedreht und dieses Licht, das war Hell. Das war das Zentrum von Hell. Dieses sich drehende Schwafelrad, ja, dieses sich drehende Kreis mit diesem Metallkreuz, das Rasti-Kreuz. Ja, ja. Ne? Außerhalb wäre das ein Risti-Kreuz, ne? Christi. Ne? Also das Schwafelrad, dieses Sonnensymbol, das, was sie auch aus Indien kennen und so weiter, das hat da diesen Ursprung. Das hat da seinen Ursprung. Okay. In dem Holy Land, in dem Holy. Das Holy Land. Ja, und wenn du das Loch, mal so halbierst, dann sieht das aus wie ein U. Ne? Deswegen auch U, der Buchstabe Ursprung.
Also das U auf dem, auf dem Top, wo das Pi, der Kreis ist. Ja? Boah. Wo die Asen wohnen. Also das U on the top of the E. Where the P is, where the A is. The Utopia. Ja, boah. Ich muss dir mal fragen, Milo. Also, wie sieht das aus mal mit A? Du hast gesagt, irgendwas mehr wegen finnische Museum auf dieser Insel und sowas. Ist der irgendwelche archäologische Funde aus dieser Zeit, die zu, die diese Saga irgendwie bestätigen können? Ja, und dieser archäologische Fund dient als Fundament für das Nationalmuseum von Finnland. Genau oben über diesem Loch ist ein Raum, wo der erste finnische König der Neuzeit, ja, also der christliche König, nicht der Paganenkönig, die finnische Geschichte begründet hat. Das wird in diesem Raum gezeigt. Und genau unter diesem Raum befindet sich dieses Loch. Wir müssen nur den Boden aufstemmen und 7 bis 8 Meter buddeln. Ja, aber das machen die nicht, oder? Natürlich nicht. Was meinst du, warum genau dieses Museum genau mit diesem Inhalt des Raumes über diesem Loch steht? Die lachen uns auch noch ins Gesicht, Mann. Das ist das. Hier, hide it in plain sight. Ja, ja. Und das ist Holy Land. Da ist ein Graben verboten. Das kennen wir auch von anderen Orten auf der Welt. Na klar. Wo du eben nicht graben darfst, im Sinne der... Alle Orte, ein paar davon haben, Gebiete in Finnland, haben ja auch ihr Bock gehört, wo er geguckt hat. Alle Orte, die so sind, dann in den Besitz des Staates oder der Kirche gegangen nach seinem Tod. Das ist ja eine merkwürdige Geschichte, dieser Ihorbog. In Finnland kannten die Leute den schon, diese Familie war jetzt ja nicht völlig unbekannt und damals auch dann in den 80ern, frühen 90ern, das ging ja dann auch durchaus durch die Medien, also was Ihorbog hat er das offengelegt. Ja? Klar hat er am Anfang da nur in Goa halt so zu den Freaks gesprochen, aber er hat das offengelegt und es ist ja wirklich, wenn du es anhörst, ist es ja dann echt interessant und es hat natürlich schon ein gewisses Echo gefunden. Ja, es gab sogar einen Fernsehauftritt. Es gab Fernsehauftritte, ja. Es gab Zeitungen, man konnte diese Orte anschauen und jetzt müsste man meinen, eigentlich müsste das so ein Ding sein, wo die Finnen dann sagen, boah, das ist ja großartig, ich meine, das ist ja, Land und so, aber das Gegenteil ist passiert. Ja. Man hat ihn dann doch dargestellt als, Spinner und dann... Ja, genau wegen diesen Saunaknoten, den sie ihm abgenötigt haben, dass er ihn im Fernsehen vorführt, hat dazu geführt, ihn lächerlich zu machen. Well, das und alles, was er dann danach gesagt hat, war nicht mehr glaubwürdig. Also dieses Sperma ist halt echt ein wichtiges Thema für ihn gewesen, wie wir ja jetzt wissen, weil dieses ganze Dragoon-System darauf beruht. Verstehst du so? Well, das ist genau, was ich wieder dir vorher fragen wollte. Wir kommen mal zurück zu dieses EU-Bock. Heißt der, oder? Ihorbog. Ihorbog. B-O-C-K. Du hast gesagt, dass er hat 2 Attentaten darunter gelitten. Da die zweite war tödlich. Na? Ja. Warum ist er angegriffen worden? Weil er die Geschichte erzählt hat. Wäre am offensichtlichsten. Irgendjemanden hat das natürlich nicht gepasst. Erst recht nicht, nachdem er angefangen hat. Also die beiden Attentaten geht darum, dass er diese Geschichte... Warum sollte man ihn denn sonst nicht mehr haben wollen? Keine Ahnung. Also das ist, wenn die letzten 1000 Jahre darauf ausgelegt sind, ja, Mario Prass hat da das Beispiel zugelegt, ja, gerade in der deutschen Sprache, dass wir durch unsere Veränderung der Sprache diesen Zugang zum Root Language abreformiert bekommen. Ja. Ja, ist das natürlich logisch, dass der ein Dorn im Auge ist, wenn er so etwas propagiert. Weil durch diese Logik und die Einfachheit der Geschichte letztendlich, ja, man braucht ja nicht die Bibel lesen oder so, man braucht sich diese Videos echt nur ein paar Mal angucken, dann weißt du, wo der Hase hinläuft. Dann weißt du auch, dass du alles andere nichts brauchst und davor haben sie natürlich Angst. Weil jeder Mensch kann für sich selber entscheiden, ob er diesen weißen Ring schließen möchte für sich oder nicht. Würde bedeuten, to succeed. We have to succeed. Tja. Habe ich erstmal eine halbe Sekunde gebraucht. Ja. Also, werden. Ja. Krass finde ich ja auch, und wir haben es jetzt schon die ganze Zeit auch so gehabt, wir reden da von dem Ringland, ja, und wir haben auch schon das Wort gehabt, was eins meiner Lieblingsworte aus dieser ganzen Geschichte ist, Atlantis. Ja. Atlantis. Atlantis. Und ich meine, Atlantis wurde ja beschrieben als genau das, ein Ringland. Also genau. Wirklich bildlich ist ja das genau diese Geschichte, wie sie auch schon hier... 8 Ringlands. Wer was Platon, glaube ich, berichtet.
Da geht es um Ringe. Also Atlantis, das soll so aufgebaut gewesen sein. Ja? Das deckt sich dort wunderbar. Und dann eben auch die von den Worten her, Is, Eis, Land, ja, das ist, es springt dir ins Auge, wenn du es weißt. Ja. Und es ist so interessant. Ich meine, genau vor einem Jahr, war ich das erste Mal in Halle und habe mir die Himmelsscheibe von Nebra angeschaut. Und ich meine, das hat mich damals so geflasht und wir haben danach dann auch in der Sendung drüber gesprochen, Alex. Mhm. Und da haben wir dann auch schon so die Frage aufgestellt, ob diese ganze Kulturstiftung und also dieses Stiften von Kultur, ob es eben eine Kultur gab vor den frühen Hochkulturen, also vor Ägypten, vor Zweistromland, vor Maya, Inka. Ich meine, diese Frage ist jetzt auch nicht so neu. Da gab es also irgendwas davor und man nennt es halt Atlantis. Ja, ich meine, so haben es auch die Maya beschrieben. Da kamen diese Leute mit Schiffen, mit Booten übers Meer gefahren und die werden sogar noch wie Weiße beschrieben, also wie mit Bärten, helle Hautfarbe, Bärte haben ja die Indianervölker nicht, ja. Mhm. Und die sind gekommen und die haben auf einmal gezeigt, wie du einen Kalender machst und mit dem Kalender Hand in Hand geht auch Q-Quadrat. Mathematik, also Kalender geht nicht ohne Mathematik. Das geht aber Hand in Hand dann auch mit Landwirtschaft, auch dann aber eben mit diesen kommenden Pyramidenbau und diese ganzen Hierarchien, ne. Und wir haben ja da vor einem Jahr dann auch schon uns die Frage gestellt, irgendwie es fühlt sich so intuitiv so an, das kam aus dem Norden, diese Geschichten, die kamen aus dem Norden und es fühlt sich auch so an, so hat es mir die Himmelsscheibe inspiriert, so, das ist wo dieser Breakaway kam, das was wir die Breakaway Civilization nennen, das ist was weggebrochen, ja, und hat dann sein eigenes Ding gemacht und sie haben eben noch einen Teil von dieser alten Connection, dieses vielleicht auch Macht, Verständnis, Wissen um diese Zusammenhänge, haben es dann aber irgendwie pervertiert oder zumindest in pervertierter Form dann eben den Menschen präsentiert, die da in Ägypten oder im Zweistromland oder wo auch immer waren und haben denen dann ein Narrativ erzählt, eine Religion und waren aber einfach denen überlegen durch dieses Verständnis und haben sich dann so dann zu Gottkönigen gemacht, zu Pharaonen und was auch immer und das ist dann schon wieder der Einstieg jetzt in unsere moderne Geschichte, wie wir sie halt kennen, ne? Well, lass uns mal das kurz mal erblicken, was wir mal vorher gesagt haben. Diese Breakaway Civilization, du hast erwähnt, dass haben wir, der Milo hat erzählt, ist, dass in dieser Root-Sprache gibt es keine Verbindung zu dieser Latein. Also Io Bock hat, Zitat, Latein ist die größte Vergewaltigung an der Root-Sprache. Latein ist die größte Vergewaltigung an der Rootsprache. Und wir vergessen nicht, was Latein ist. Latein war die Geheimsprache der Kirche über 1000 Jahre. Und die wurde ja auch so nie wirklich gesprochen, ja, sondern nur geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, wir bringen sie nicht falsch mit, aber ich glaube auch Erhard Landmann hat auch sowas Ähnliches gesagt. Also dieses Latein ist als Sprache hat es den Zweck, was zu deckeln, was zu verbergen, was dass du es nicht mehr siehst, dass du es nicht mehr erkennen kannst. Ja. Du hast kleine Latinum, deswegen ist diese Sprache auch so logisch strukturiert. Es ist keine Natürlichkeit dahinter. Keiner hat die gesprochen, weil du kannst die gar nicht richtig sprechen. Also man kann, gibt mal Leute schon, aber das ist gar keine natürlich gewachsene Sprache. Das, richtig, was damit genau. So, die basiert nicht auf Lauten, sondern die basiert auf Logik beziehungsweise auf manipulativem Wissen. Halt. Ähnlich jetzt übrigens auch wie Sanskrit, wie man könnte man dort auch sagen. Das ist eben auch eine Sprache, die man rein rituell nutzt und die, mit der du dich nicht so über alltägliche Dinge unterhalten kannst, wie wir so. Ja. Es gibt zum Beispiel noch die Runenschrift, Runskriff heißt es auf der Runensprache. Runskriff. Die Runensteine, die man im Gotland-Museum besichtigen kann, die zeigen übrigens eine interessante Form auf. Haha, ihr dreimal darfst raten, was es ist. Und zwar, wenn du die aufstellst, sehen sie aus wie ein Penis in irrigiertem Zustand mit zurückgezogener Vorhaut. Und diese Halbrundung im oberen Bereich, die nennt man Helmet. Helmet? Helm? Ja. Und darunter wird ein Kreis gezeigt, wo rot-weiß gestreifte Spirale zu sehen ist. Und dieses Symbol beschreibt die Expansion aus Hell. Mhm. Und diese rot-weißen Streifen, die in Spiralform, wie diese Menthol-Bonbons. Ja, ja, das Pfefferminz-Bonbons, genau. Ja, genau. Oder so ein Torus von oben. Ja, ja.
Diese Symbole siehst du dort überall und die rot-weiße Farbe in Verbindung gebracht mit Venedig etc. ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass sie das alte Wissen auch immer noch hüten. So waren auch die Segel der Wikinger eben. Ja, ja eben. Ja, nicht nur das, das war das Symbol, wir expandieren. Genau. Das war der Sinn ihres Daseins. Genau. Und das ist dieselbe Connection bis hin hier zu, ja, du hast es gesagt, eben diese Farben Rot und Weiß, wie sie auftauchen. Templerritter, Schweiz und auch darüber haben wir eben gesprochen, dass diese Dinge zusammenhängen. Seine Segel und genau, und dann eben die große Eroberungsfahrt, Kolumbus, ja, ja, was so hat er auf der Fahne gehabt, das Templerkreuz, Rot und Weiß, ja, genau. Ja. Ja, aber, Linie. Bis hin zu den Farben, zu der Fahne der USA, by the way, das ist genau ja, dieselbe Tradition. Ja, aber warum ich das mal jetzt in Verbindung gebracht habe mit die Sprache, dass die Root-Sprache keine Verbindung da hat, weil man die lateinische Sprache, so wie du das gerade erwähnt hast, man mit dieser Ausbreitung von den, Frank, das ist doch die klare Sache. Wir haben darüber gesprochen, dass irgendwie in die Breakaway Civilization, das ist von Norden nach Süden gegangen. Und dadurch, dass die Sprachen beide miteinander nichts zu tun haben, diese Root-Sprache oder die, wie sagt man, diese Ursprache-Code oder sowas, mit die lateinische Sprache, dass auf jeden Fall jemand ist von dort aus gegangen und er musste diese Wissen mal an die anderen Leute weitergegeben. Ja, die Sprache ist der Schlüssel, weil die Sprache beschreibt auch, durch die Sprache entstehen auch die Orte. Na, und dann, wenn wir gucken mal, denn wieder bei die Azteken und Mayan, da haben wir mal diese Quetzalcoatl heißt der, was das auch mal als nordischer dargestellt wird, mal blaue Augen, Bart, lange Haare, der angeblich denen das gebracht hat, das sehen wir auch auf die Pyramide, in die Hieroglyphen, na, mit diesem Sternbild auch. Also ich war im Grab von Tutanchamun und dort gibt's eine Wandmalerei, wo 12 Affen dargestellt sind. 12 Monkeys. Ich habe gefragt, was das bedeutet oder das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass es wohl die einzige Darstellung von Affen sein soll, die in den Gräbern gefunden wurde. Naja, Appa, Affe, 12 Söhne, ne? Also die Abstammung und Osiris, ne? Das war ja der aus der ägyptischen, heute ägyptischen Sicht, ja derjenige, der aus dem Paradies gekommen ist, der wird grundsätzlich mit grüner Haut dargestellt. Oh. Ja. Reptilioid? Ja, aber wusste ich nicht. Kommt schon dann eher, also wird anders dargestellt als alle anderen. Also Mario Prass hat ja auch das Wandgemälde ja auch hier von Botticelli war das, glaube ich, oder hier das letzte Da Vincis Abendmahl. Jesus auch immer oder Petrus auch immer. Petrus als Frau, ne? Aber halt immer hellhäutig. Ja, das ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass sie nicht aus dem Süden kommen konnten. Allein schon wetterbedingt. Ja, ja, klar. So eine weitere Analogie, die mir da einfällt, und wahrscheinlich viele von euch auch schon heute haben irgendwann mal dran gedacht. Wir reden die ganze Zeit von Ringland und so, und wir reden von so alten Geschichten. Herr der Ringe? Und wir hatten es schon mal irgendwann, ja, ja. Herr der Ringe, und war denn nicht der Typ, wer hat es nochmal geschrieben, wie hieß der nochmal? J.P. Tolkien. Genau, der Tolkien, ja. J.R. Tolkien. Der hat doch selber gesagt gehabt, dass er sich diese ganze Geschichte gar nicht nur so ausgedacht hat, sondern dass er sie als Quelle, hat er doch genannt, alte, altfinnische Texte, hört, die in der britischen Bibliothek zu finden waren. Ne? Und ich meine, das ist ja dann auch wieder altfinnische Texte. Also gab es auch außerhalb von der Familie Bock durchaus auch noch so alte Mythologien, wo auch noch so manche Erinnerungen da dran sind. Und da entstehen dann diese Analogien eben, der Mythos vom Ring und der das Entscheidende ist von der ganzen Saga. Die Bock-Saga, Herr der Ringe. Herr der Ringe ist auch so eine Saga und das steht da im Zentrum drin. Well, you know, Frank, was auch interessant ist dass wir haben darüber gesprochen und ich weiß es nicht, ob das mal jetzt, weil ich will auch nicht Falsches sagen, war das Goethe oder jemand, der zusätzlich so wie Tesla, bevor die mal die Vatikanbibliothek zugemacht haben, dass dort Informationen herausgeholt haben? Kann das sein, dass das mal, deswegen fragte ich mal vorher, Milo, ob das möglich ist, dass diese alte Wissen, dass das auch mal in die Vatikan steckt, dass die das verbergt haben? Ja, natürlich, definitiv. Also dort steht auf definitiv die Wahrheit schlechthin. Welche es genau ist? Na, ich hoffe mal diese hier. Aber zum Goethe habe ich noch was zu sagen. Eine Info, die deutschsprachig sicherlich neu sein wird, ist, wir hatten auch im serbischen Sprachbereich einen Reformator, der die serbische Sprache
reformiert hat, indem er sie vereinfacht hat. Serbisch ist, die Rechtschreibung ist super einfach. Mhm. Es gibt keine Groß-, keine Kleinschreibung, so gut wie keine Kommata. Und Goethe und dieser Vuk Karadžić, wie er hieß, waren beste Freunde. Und die haben sich auch mehrfach besucht, beziehungsweise Goethe ihn. Und Goethe konnte Serbisch sprechen und das fließend. Das ist auch interessant, allein die Fakte, die Tatsache, dass es wieder ein Reformator war, der die Sprache gemacht, genauso was in Deutschland, ne? Martin Luther in Deutsch. Aber sieht man schon, wie eng das ist, so Sprachen, das, die werden auch gemacht. Ja, absolut. Von, und von eben von den Autoritäten, es geht von der Kirche, so zack, das und, ist jetzt eure Sprache, so. Mikro runtergefallen. Mhm. Der Grund, warum Gott damals den Menschen die Sprachen gebracht hat, war ja, um sie voneinander zu trennen. Und bedeutet eigentlich, die Sprachen haben uns vom Göttlichen getrennt. Und das war mal, nachdem den Turm Babel gebaut genau. worden ist. Oh damn, Alex, war in unserer ersten Sendung, die wir gemacht haben, haben wir über diesen Turm von Babylon gesprochen. Ja, ja, natürlich. Und einer der Söhne, die nach der Eiszeit rausgekommen sind und raus durften, hieß Baal. Baal, Bock und Balder. Und genau something, hast du mal diese Geschichte mal über die Sonne mit dieser Ei? Die, das ist dieselbe Geschichte über Isis, ne? Dass sie mal mit dem Mondei in das die Mondei, ja, ja, in die Euphorus mal gelandet ist und ist nackt herausgekommen aus die Göttin Isis, ne? Naja, aber auch ziemlich genau vor einem Jahr drüber gesprochen, als wir so. Ja, ja. Weil, als du das erzählt hast, man, dass die Sonne mal ein Ei rausgespuckt hat, das ist die erste schon wieder mal so, okay, Sonnenei, Mondei. Wie gesagt, wir versuchen ja hier die Anfang der Menschheitsgeschichte zu erzählen, aber wir, oder ich nicht, aber die meisten halt beobachten sie aus heutiger Perspektive. Die Sachen, die ihr jetzt hört, assoziiert ihr mit Dingen, die danach entstanden sind. Genau. Die Dinge, die ihr jetzt hört, sind als erstes entstanden. Alles, was danach gekommen ist, baute darauf auf. Vor allen Dingen das Sprachliche. Oder halt eben dieses pervertierte, verdrehte Gesellschaftsverhalten, was wir heute aufdoktroyiert bekommen haben. Frank, wie hieß das nochmal, das Buch mal zu babylonischen Zeiten, was die gefolgt haben? Ihre Bibel sogar zu Babylon. Du meinst die babylonische Tora? Die Tora. Ja, haben wir mal nicht gerade vorher über die Tora gesprochen? Ja, gesprochen. Und das ist, was die Judentum jetzt folgt. Aber ich bin der Meinung, das ist, irgendwie haben wir darüber gesprochen, wo die Tora aus Babylon, dass die Juden, die damals mal in Rom angekommen sind. Und jetzt wir reden über mal 9% des Population, die nicht Sklaven waren. Na, mussten von den Juden, die dort in Rom gewohnt haben, so quasi umprogrammiert werden, weil die Sitten von die Tora, was aus babylonischen Zeiten, wurden einfach nicht akzeptiert in Rom. Und diese Sachen, die mal aus babylonischen Zeiten kommen, das ist diese ganze Pervertierung, was wir damals gehabt haben, wo die mal Perversion mal mit Kinder und Orgien und alles drum und dran. Und wo wir in diese Geschichte von Kazaria gesprochen haben, Frank, ich erwähnt habe, ist, dass die Juden müssen mal ihr eigenes Volk, die aus Babylon gekommen sind, die umlernen, dass diese Sitten, was in Babylon gang und gäbe war, in Rom nicht mehr akzeptiert worden sind. Und das sollte mal von dieser Tora kommen und jetzt... Ja, das Interessante ist noch, als die Moors, die rauskam, die übrige Tochter, die zu viel war, also Moses, die Tora gebracht hatte, den Rabbis, den heutigen Juden, die hat sie ja dann ins gelobte Land geschickt, ins Holy Land, aber nicht ins richtige Holy Land. Die sind 40 Jahre lang in der Karawan durch die Wüste und sind dann nach Israel gebracht worden, mit Absicht. Das heißt, den Juden ist die Rückkehr ins Heilige Land im Grunde genommen verwehrt worden. Und die Frage ist, ob sie das wissen. Die Frage ist, ob das wirklich in der Tora steht. Und heute ist eine Tora-Lesen eine Geheimwissenschaft. Woher sollen wir wissen, was wirklich in der Ur-Tora steht? Ist das die Ur-Tora, die sie heute alle lesen und interpretieren? Oder ist das vielleicht deren Tora, deren Interpretation? Und vielleicht ist die Babylon-Tora nur ein Abkömmling dessen, was wirklich da drin stand. Und deswegen waren die anderen damit nicht einverstanden.
weil sie vermutlich das pervertiert haben. Weil wo kommt dieses Blutopfern von kinderessenden Göttern her? Aus Babylon, aus der Ecke. Ja, ja, genau. Siehst du, und die anderen werden wahrscheinlich noch den weißen Ring noch benutzt haben, ja, die Sperberlinie noch benutzt haben. Und das war dann wohl eine schöne Indikation von dir, Alex, der Einwurf. Da war auch eine Trennung schon mal abzusehen. Und deswegen ist heute auch noch Kreta und geteilt auf griechische und auf römischer Seite. Zypern meinst du? Kreta. Nee, Kreta ist nicht geteilt, Zypern. Zypern ist geteilt. Nein, nein, Zypern ist heute topografisch geteilt, Kreta ist kulturideologisch geteilt. Du hast da bin ich dabei. Ja. Auf Kreta hast du auf der griechischen Seite, auf der östlichen Seite, also halt diesen griechische Kultur, auch die Bauten, okay. Die Gottheiten, die Statuen und so weiter, und auf der linken Seite hast du die römischen Statuen, Gottheiten und ähnliches. Okay. Kannst du heute noch besichtigen. Okay. Ja, verstehe. Das war diese Trennung, die Linie, die aus Hell an die Erde rumging. Kann man übrigens heute noch sehen, weil auf Kreta bekommst du als einzigen Ort in Griechenland, bekommst du in Kreta, trinken sie kein Uso oder sowas, sondern die trinken Raki. Ja. Und das ist hier Türkei. Ja, klar. Türkisch Raki. Aber das hat ja nichts mit der Boxsache zu tun, weil es gab keine Türken und Griechen damals. Mhm. Es gab halt nur die Hellas und die dementsprechend in den Kasten drin waren. Wow. Sehr, sehr. Du wolltest auch noch was hier vorhin, Milo, wolltest auch noch was sagen zu hier Herr der Ringe. Dein Statement dazu, weil der doch sich auf finnische Quellenberuf der Tolkien Das war zum Beispiel jetzt so ein neuer Rückschluss auch für mich, so daran habe ich jetzt nicht so gedacht. So, aber genau das passiert, wenn man diese Saga verinnerlicht nicht, aber sie immer wieder sich angehört hat. Genau dann, wenn man so eine Sachen hört, dann kann man einfach nur noch grinsen und das dann richtig für sich einordnen, nämlich mit der Boxschablone, mit der Boxsaga-Schablone. Deswegen finde ich es schön, wenn dann so eine Sachen kommen, die ich vorher selber nicht gedacht habe. So, ne? Weil das sind dann so eine Sachen, wo ich dann weiß, so, ey, die Boxsaga, die kann nur stimmen so. Weil die kann man halt auf so viele Aspekte anwenden und wir könnten hier noch Stunden weiterreden. Ja, Milo, und das ist die legendäre RE-Schwarmintelligenz, weißt du? Ne? natürlich, das ist halt das Ding, warum wir es raus haben, weil auch bei diesem Thema, es ist ja nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, das alles wissen oder sowas. Ich meine, ja klar, wir und du noch viel mehr, hast zu diesem Thema halt viel recherchiert, wir präsentieren das hier. Aber es kann ja nur an euch da draußen so der Aufruf sein, wenn euch das eine oder andere kickt oder direkt triggert. Weißt du, du hörst so ein Wort und hast vielleicht eine Assoziation, die wir ja noch nicht haben. Ja, dann schaut es euch weiter nach. So, ich meine, Boxsager, das ist, es ist ein Schlüssel, das ist ein Key, ein Helsinki, also ein Key zu Hell oder sowas. Ja, genau. Wenn wir zusammen singen für den Schlüssel zu Hell, genau. Und ich meine, das kann auch gar kein Mensch alleine machen. Wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich die Boxsage auch durchaus relevant halt, weil ein Mensch alleine kann sich das alles gar nicht ausdenken so. Das ist was Größeres. Und allein deswegen ist es wert, sich dem zu nähern so. Ja, ich hab schon überlegt, ob ich dann vielleicht beim Asselcamp oder so vielleicht mal dann so ein Erzähl mal anbiete oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Lagerfeuer und so, und dann kann man das ein bisschen anders darstellen. So. Wie ist denn das, Milo? Gibt es überhaupt in Deutschland gar nichts. Ein Kreis, eine Szene, Leute, die da irgendwie vernetzt sind? Ja, bist du mit anderen Leuten vernetzt jetzt zu dem Thema? So? Nein, aber ich habe eine super Neuigkeit, und zwar konnte ich leider gestern nicht mit Alex und Frankie feiern, so, aber ich habe dadurch recherchieren können im Hotel, und ich habe herausgefunden, dass Jim Chesner tatsächlich plant, den Tempel weiter aufzubohren. Das, was wir vorher gesagt haben, verboten, nee, oder? Doch. Und ich habe dort eine indirekte Kontaktadresse bekommen können über diese Seite, und ich werde Jim Chesner kontaktieren, ihm erzählen, dass wir jetzt so die Boxsaga im deutschsprachigen Raum halt eben erwähnen bzw. anbieten wollen und können. Und er wird uns da seinem Wort laut nach auch richtig unterstützen. Das ist auch seine Lebensaufgabe in der Zeit, die ihm noch zur Verfügung steht. Er ist sehr alt, aber geistig topfit. Naja, macht ja auch jeden Tag seine Übung. Ne? Und wir können also hoffen, und ich werde versuchen herauszufinden und dann noch bei Alex und Frankie ein Update machen, ob diese Ausgrabung laut Jim im Oktober hätten die stattfinden sollen und können, oder zumindest die Planung. Wo jetzt? Ähnliches. 2017 oder jetzt schon Oktober. In 2016? Nein, jetzt Oktober. Ja. Really? Okay. Genau, deswegen will ich gucken, ob die schon angefangen haben und wie weit sie sind, und vielleicht kann man dann ja mal auch mal hinfahren und ein paar Steine selber wegstellen. Ne? So, warum nicht? Oh. Oh, ich bin, weil, so wie du beschäftigst war mit diesem Thema, ich denke, dass das, wenn du die Gelegenheit gibt, also ich kann mir vorstellen, dass ich sehe dich mal mit Schaufel und Pick da, oder? Aber, ich meine, gibt es
etwas Wichtigeres zu tun als das? Naja. Wow. Wow, hey, you know, großartig. Großartig. I mean, that's heavy stuff. I mean, hey, stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Die einzige ist das, was ich mir mal frage, ist, dass wenn die keine schriftliche Information damals, das wurde man nur weiter erzählt. Ich frage mich, was eventuell außer eventuell Kunststücke oder diese Gaben, was die gehabt haben, was man dort finden kann, was erzählt über das Vergangenheit. Zumindest den Beweis dafür, dass wir eine Vergangenheit hatten, die, wenn wir dann die ganzen Sachen, wenn wir sie wirklich denn drin sind, die Goldstatuen und Goldsachen, durchzählen, dann wissen wir ja, wie alt wir ungefähr sein müssen als Menschenrasse. Ich kann mir nur hoffen, dass das ist nicht so wie diese Insel da draußen, wo die Jungs mal graben seit 100 Jahren. Und ja, Oak Island meinst du? Genau. Ja. Also wir sollen nah dran sein, die sind schon sehr weit gekommen damals, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Aber wie gesagt, das ist immer natürlich eine Geldfrage. Aber nehmen wir mal an, sie würden zu diesem Vorraum ja kommen. Der müsste dann ja überflutet sein. Zumindest das Wasser steht jetzt schon so weit am Eingang. Das, was sie damals vor 20 Jahren weggeräumt haben, ist ja wieder zugeschüttet, also zugeflossen worden. Und man müsste halt dann tauchen. Es gibt ein wunderschönes Foto, wo Jim halt in diesem See, in dieser Grotte halt eben bedenklich sich hingehockt hat und traurig reinschaut, weil da irgendwo ein blöder Stein sitzt, den man einfach nur rausnehmen muss, damit dieses Wasser abläuft und den richtigen Eingang frei macht. Der in Spiralform dann sehr tief führen soll in einen Raum, wo drei Gänge abgehen, also drei Türen sind. Und vor diesem Raum stehen Ra und Maya als Goldstatue, als erste Ästhetik. Und dann in den zwei rechten Räumen ist es in Spiralform wieder einmal um diese komplette Luftblase, diesen Hohlraum in unterm Nordpol. Das müssen mindestens 2 Millionen Räume sein, voll mit diesen mindestens pro Generation, also mindestens mit drei Gegenständen. Da kannst du mal hochrechnen, wie viel das ist. Und allein diese Anwesenheit dieser Sachen, ja, würde das hier bestätigen, was wir heute versucht haben, euch näher zu bringen. Und damit, ja, vielleicht dazu führen, dass der Pol sich wieder in die richtige Richtung schiebt, wenn wir Glück haben. Das wäre sozusagen das wirklich heißeste archäologische Projekt, was überhaupt nur denkbar wäre im Moment. Genau so ist es, Frankie. Und das Ding ist ja, diese ganze Story, dass dort eben diese Ästhetik sind, diese Offerings, das ist ja, was Ihr Bock erzählt hat, ja. Und jetzt könnte man natürlich meinen, okay, hat aber noch keiner diese Dinger gesehen, so, er erzählt es da. Aber er hat eben dort in Indien seinerzeit den Leuten erzählt, gut, da gibt's diesen Ort und dort ist es. Und jetzt haben die eben angefangen, an dem Ort zu graben und auf den ersten Blick muss ich sagen, also es gibt da auch eine schöne Doku, die könnt ihr euch vielleicht mal angucken, wenn auch nur auf Englisch, Welcome to Hell. Genau. Da sind auch da könnt ihr diese ganzen Orte auch sehen und wenn man es auf den ersten Blick, wenn man sieht, würde ich jetzt nicht gleich sofort erkennen können, ah ja klar, das ist auf jeden Fall künstlich, sonst sieht halt aus, naja, Felsformation. Aber sie haben eben dann angefangen zu graben und was sie dann gefunden haben, sind eben ein wirklich versiegelter Eingang und dort kannst du eindeutig dann erkennen. So viel traue ich mir dann echt noch zu, also das sehe ich, dass das dann nicht mehr künstlich ist, nicht mehr natürlich ist, weil dieser Zugang ist dann versiegelt mit drei riesigen Monolithen, die dann echt wunderbar übereinander gestapelt sind und du siehst es, da hat jemand was gemacht und das konntest du ja vorher nicht wissen, weil diese drei Monolithen hast du erst entdeckt, nachdem die schon ein Jahr geschaufelt haben oder sowas und da ist dann schon das Ding. Auf den ersten Blick siehst du nur, naja, ich weiß nicht, ob was ist. Aber ihr Bock hat gesagt, Leute, da ist was. Und dann graben sie ein Jahr und dann ist auch was. Weißt du, das ist, was ich damit meine. Fettes Indiz. Ja. Okay, verdammt, es ist hier wirklich nicht nur einfach irgendein Felsen und wir graben hier wie die Narren rum, sondern jetzt sehen wir tatsächlich irgendwas, was Menschen gemacht haben. Ja. Und dann macht es natürlich die ganzen anderen Dinge, die er erzählt hat, dann noch interessanter. Dann verstimmt er dann die anderen Sachen dann auch. Genau so ist es. Und deswegen ist der physische Beweis einer dieser Artefakte, die er dort beschreibt, auch unbedingt so wichtig. Ich meine, überleg mal, das eine ist nur 7 Meter unter der Erdoberfläche verbuddelt. Das haben die schon mit Bodenradar herausgefunden, ey. Das sind 2x2 Meter Metallkasten. Der liegt da. Das ist nicht so, dass die da es vermuten. Nein, die haben mit Bodenradar das schon nachgewiesen. Wir brauchen nur dorthin, weißt du, und keinen auf diese Insel lassen, verstehst du, so mit einer guten Truppe da mal hinlaufen und dann mal anfangen, 7 Meter mal zu buddeln, ja. Und dort ist der Zepter und die Krone des Königs und der Königin. Und wenn wir das alleine schon in der Hand haben, dann müssen die Archäologen versuchen, das erstmal zu erklären. Dann fällt alles andere um. Ja.
Jetzt, ich meine, man hat ja da dort eben schon gegraben. Aber wir reißen den Boden im Museum auf und buddeln das Loch frei. Ja. Warum haben denn eigentlich, erzähl es mal, warum haben denn damals dann diese Grabungen aufgehört? Weil die haben ja schon angefangen zu graben und haben schon eben diesen versiegelten Eingang entdeckt und so weiter. Warum haben sie dann nicht weitergemacht damals? Ja, ich meine, in Goa hat Ivo Bock das Menschen erzählt, die Englisch konnten, also und dann in Goa waren, und in Goa wächst das beste Gras der Welt und man hat dort gesessen und Geschichten erzählt und der Natur Geschenke gefrönt. Und das wurde denen halt zum Verhängnis. Und dort hatten dann die Behörden in Finnland dann einen Grund einzuschreiten, weil die armen Hippies gekifft haben. Ja, während der vierjährigen Ausgrabung, die mehrere Zehntausend verschlungen hat. Tja. Mit einer fachlichen Expertise des besten Erdölbohrers-Firma-Typen, Ingenieurs, den es dir für Geld zu kaufen war. Und wegen. Und ich war Profi bei und nicht nur Amateure. Und weil eben manche von den Leuten, man muss sich das so vorstellen, rund um den Ivo Bock ist so eine Gruppe entstanden, das waren internationale Leute, Amerikaner, Europäer, was weiß ich, Australier halt, und ein Teil von denen, die sind bei der Einreise nach Finnland, wurden die halt erwischt mit Haschisch. Und dann hat man da die Connection festgestellt, die hängen da immer mit dem Ivo Bock rum und okay, das sind ja alles, das ist irgendwie ein Drogennest oder sowas. Ja, aber und das dann, ist. Und das hat man als Vorwand genommen, um dann das ganze Ding zu cutten, so, genau. zu schließen und genau. Dieses aufzulösen, diese Gruppe. Richtig. Und was ist dann mit dem Land passiert? Das Land war ja ursprünglich in Familienbesitz, der Bock. Ja, das wurde dann enteignet. Und, oh, really? Ja, das ist dem finnischen Staat und der katholischen Kirche überschrieben worden. Was meinst du, warum neben dem Lebensbaum von Ivo Bock, ja, dort hat Jim sich noch ein Stück abgebrochen und mitgenommen. Das ist auch ein schöner Ort, um mal hinzupilgern, ne? Aber auf diesem neben diesem Lebensbaum ist die Asche von Ivo Bock vergraben worden, von Jim Chesner. Und danach ist diese Kapelle gebaut worden. Stimmt, das hast du vorher erzählt. Okay. Und das ist wieder so, wir spucken euch ins Gesicht. Ja, genau. Wir haben die Macht. Da gibt's noch einen schönen Satz so. Ich glaube, das hat irgendein Papst oder Bischof aus Köln oder irgendwann gesagt, weiß ich nicht genau. Als sie die deutsche Königseiche die letzte entfernt haben. Wisst ihr, was er gesagt hat? Die wurde unter Armeeschutz, also unter Bundeswehrschutz wurde die gefällt. Da hat der Bischof gesagt, seht ihr, eure Götter haben keine Macht mehr. 80er Jahre war das, glaube ich, jetzt. Ja, das ist eine alte Geschichte mit den Bäumen. Wir haben's jetzt wisst ihr, was begegnet, mit Lebensbaum gemeint ist, oder? Ne? Und die haben früher die Menschen verbrannt und dann in kleine Ledersäcke unter den Lebensbaum, Familienbaum begraben. Und dann ist dann irgendwann das Säckchen natürlich klar irgendwie in den Erdboden gelangt und dann aufgenommen worden vom Baum in diesem Machala, ja. In diesem Lebenssaft, ja. Und dann durch die Blätter weitergegeben worden und dann durch den Spirit zurück ins Holy, ins Loch, nach Valhalla gebracht worden. Zurück nach Valhalla. Hm. Und das war der Kreislauf der Seele. Ne? Und dieser Kreislauf, ne, der funktioniert nur, wenn wir dieses Offering-System machen, dieses Dragon-System. Wie ist der irgendwelche Zeichen davon auf, dass die Seele weiterlebt, so wie man das zum Teil in Reinkarnation sehen würde? Zum Beispiel, wir haben auch über das Tod gesprochen, wo jeder Mensch trägt eine Aura und das ist eine gewisse Energie, das nennt das mal die Seele, ob man will, was nicht gestört werden kann. Und ist der eine, oder wird das irgendwie in dieser Saga erklärt, ob da eine Leben in einer Afterworld oder sowas mal sich stattfindet, so wie manche andere Richtungen gedacht hätten? Ja, als zu Zeiten des Paradieses, als die Erdachse noch in Ordnung war, da hat das funktioniert, dass wenn du gestorben bist, du zurück in dieses Loch gekommen bist, zurück zu allen Seelen, zurück zur Sonne, zurück zu dem kollektiven Bewusstsein oder zu diesem Afterlife, Afterworld-Bewusstsein, der keinen Menschen ausschließt. Das ist alles, nichts mit Reinkarnation, nein. Aber die Rückkehr der Seele zu dem Ort, wo sie herstammt, zurück zu diesem Loch, funktioniert nur, solange die Erdachse wieder da ist, wo sie ist, wo der Nordpol sein müsste und nicht, wo er jetzt ist. Jetzt ist der Fluss unterbrochen. Jetzt könnte ich dir nicht sagen, wo man landen würde.
Ist interessant, manche Menschen sagen ja auch, dass die Pyramiden, also so Gizeh oder gerade die große Pyramide, im Grunde genommen wie ein Nachbau ist dann sozusagen von dieser Erdachse, von diesem Yggdrasil, wenn du willst. Und da sind auch diese verschiedenen Schächte drin, die gewisse Ausrichtungen auch haben hin zu Sternen. Energiezentren sind das. Und so wird es auch erzählt, dass die Idee ja auch ist, dass diese Schächte dann die Seele leiten halt. Und wenn man das so erzählt, wenn man jetzt den Hintergrund Boxsager hat, das erinnert einen dann sofort wieder an, das ist wie wenn ein Kind das nicht richtig verstanden hat und versucht nochmal nachzubauen, wie es im Original war. Aber im Original hast du auch dieses Holy Land und du hast die Achse, die direkte Verbindung und jetzt macht man das irgendwie nach, ja, da war irgendwas, irgendwie, wir brauchen irgendeinen Schacht, wir brauchen irgendeine Verbindung, von unten nach oben, die Achse ist, und das war mit einem Baum und dann versuchen die das halt irgendwie noch nachzumachen, so. Es ist aber dann nicht mehr the real stuff, ja, sondern es ist eben schon eine Art, obwohl es immer noch natürlich großartiges Wissen kodiert ist in dieser Pyramide, aber es ist richtig, eben schon im Vergleich zu dem ganz alten Ding halt schon richtig, nicht mehr auf demselben Niveau. Richtig, so. Also alles ist nie rausgekommen von da. Aber das, was rausgekommen ist, ist das alte Wissen, was wer auch immer ständig versucht, sich das unter den Nagel zu reißen. Bis heute. Aus Ägypten ging es nach Alexandrien, ne? Da aus Alexandrien ging das alte Wissen nach Babylon, aus Babylon, wie wir wissen, ging es nach Venedig. Aber als Hell zerstört worden ist vor 1000 Jahren von den Helvetiern, setzte von Norden her ein Bauboom von Kathedralen ein, die vorher einfach undenkbar gewesen sind. Das heißt, altes Wissen wurde in diesem fünften Kreuzzug, diesem nicht erwähnten Kreuzzug, auch aus Hell geklaut. Das heißt, Wissen aus Hell ist auch vorhanden. Und die Beweise dafür sind halt diese Großbauten, die nach dem Klau des Wissens entstanden sind. Warum fünfte Kreuzzug, die nicht... Würde ich so sagen, das ist jetzt so meine... So, das ist das Auslöschen von Gegnern und das Bekommen von Informationen. Und bei Hell hat beides gleichzeitig geklappt. Ja, super spannend. Ich meine, wir haben schon öfter über die Kreuzzüge gesprochen. Ja, ja. Gemeinhin meint man natürlich, ja, Kreuzzüge, da ging es halt darum, hier das heilige Land wieder, ja, aber Palästina zu befreien, bla. Aber wir haben schon davon gesprochen. Der eine Kreuzzug, dessen Ziel dann Konstantinopel war. Wir haben auch schon mal gesprochen von dem Kreuzzug gegen die Katarer. Ja, und im Grunde diese Geschichte müssen wir da auch reinweben. Wo man um 1000, wann war es dann, 1000 noch was? 1050, ja. Wo dort, wie du es vorhin erzählt hast, diese Armee von Schweizer Söldnern unter dem Kommando des Papsts da nach Helsinki gezogen ist. Und vom Osten her kam gleichzeitig eine Armee von russisch-orthodox. Und die haben dieses Helsinki, diese Gegend dort, eben von beiden Seiten in die Zange genommen, haben das niedergemacht. Ja, das ist doch auch ein Kreuzzug. Na, natürlich. Ja, das müssen wir so in die Köpfe kriegen. Genau. Kreuzzüge haben nicht nur zu tun mit Jerusalem. Kreuzzüge haben zu tun mit Südfrankreich und mit Helsinki und so weiter. Ja? Die mussten das Jehova-System vernichten. Die mussten den alten bösen Gott vernichten. Und Gott steht nicht so als wieder verklärte unsichtbare Person, ne? Sondern Gott steht für ein System. Für dieses System, was ich beschrieben habe. Das ist das göttliche System. Und gleichzeitig klaut man sich aber das, weil Jehova ist natürlich dann, taucht er überall dann auf in den Narrativen so der Religion. Man klaut sich das, man usurpiert das, man benutzt die Identität von jemand anders. Und verkehrt sie, verkehrt ins Gegenteil. Sie dreht sie um, genau. Das ist bei so vielen Worten. Ich meine, du hast auch heute im Laufe des Abends, sind auch so Worte gefallen wie Rabbi und so und sowas, ja. Ja, Rabbi, der Brüter, ja. Und Rabbi wird heute noch bei den Juden natürlich auch benutzt, ja. Hm. Tja, was für eine Geschichte, Alex, ja? Ja, ich bin mal jetzt gerade wieder bei Herr der Ringe, weil nur das war zusammenzufassen. Milo hat erzählt über das mit dieses Zweistromland und die Juden missguided worden zu was das Heilige Land gewesen war. Wenn ich mal zurückdenke an die Sendung, dass wir mit Mario Prass darüber gemacht haben, er spricht über dass eigentlich das Heilige Land von hier irgendwo in der Gegend. Weißt du, worauf ich beziehe, wo wir der was Zweistromland, ja, genau, die Elben und sowas und das alles, was wir mal in diese Geschichte von Herr der Ringe mal wieder erleben.
Oder österreichische die Tunnel in den Bergen zum Beispiel. Ja, solche Dinge. Rondor, Rom war Mordor. Ja, genau, genau. Und Mario hatte, so eigentlich, was du vorher erzählt hast, wo dieser eine Sohn war, Jesus oder sowas, der missled war in Palästina, was eigentlich nicht das Rückkehr in das Heilige Land war. Ja, weil die Information, die Tora, die bekommen sie ja, haben sie ja bekommen von einer der Moors, also eine, die über waren. Und die übrig sind, sind meistens die, die keine Aufgabe bekommen haben und deswegen halt zum Ego-Trip geneigt haben. Die hat sie missleitet. Die hat es nicht erlaubt. Genau, das Wort. Genau, die hat ihr nicht erlaubt, zurückzukehren. So wäre das mal. Seitdem läuft es schief bei denen oder für uns. So wäre das mal eigentlich, dass das Rückkehr eigentlich mal vorgesehen, so wie Mario Pras das gesagt hat, mal die Zweistromlande, mal die Elbe und hier in was wir kennen aus Deutschland zurückzukommen. Also Hell war gemeint, nicht Deutschland. Hell war gemeint, nicht Deutschland. Definitiv, ja. Denn wie ist das, dass Mario Pras auf diese Theorie gekommen ist? Ist, Frank, du musst mich mal kurz mal helfen mit diesen Orten, was wir darüber gesprochen haben. Was ist das, dieser eine Ort, wo jetzt dieses Kraftwerk gebaut ist? Biblis. Biblis. Jetzt helfen wir mal mit dieser Geschichte raus. Das Biblis, der hat es verbunden mit alles mal diese christliche Sachen oder Sagen, wo das alles mal stattgefunden hat. Ja. So Bethlehem. Er lokalisiert es halt hier. Ich will aber jetzt da nicht zu viel sagen, weil sonst da müssen wir Mario selber haben, sonst deuten wir es falsch, was er sagt. Ja, aber ich versuche das mal alles in Verbindung, das, was ich mal aus Information von ihm bekommen habe. Was halt im Gesamten, was wir dort halt feststellen, ist Geschichte wird immer wieder umgeschrieben. Handlungen werden umgeschrieben, werden an andere Orte verlegt und das letzten Endes um uns halt zu entfernen von dem Eigentlichen, ja. Und wir müssen es halt jetzt in so einer spannenden Zeit, der wir leben, wo wir diese Dinge halt so langsam aufdröseln, ja. Und noch haben wir jetzt nicht das totale Bild, aber wir erkennen halt, hey, die Geschichte war nicht dort, wo sie uns erzählen, die Zeiten hauen nicht hin. Auch dieses große Thema Geschichtsfälschung, dass uns halt mal locker 1000 Jahre fehlen. Das zwischen Römern und dem, was wir Mittelalter nennen, vielleicht gar nicht so viel Zeit war. Ja, das passt hier halt auch alles gut rein, weil Latein zum Beispiel haben wir vorher gehabt, haben wir gesagt, Latein, manche sagen, Latein ist eine Sprache, die bewusst gemacht wurde, um abzulenken. Aber das könnte man gegen argumentieren, aber hey, ich meine, wenn ich nach Rom fahre, sehe ich ja diese alten römischen Dinger, die sind auch Latein und das ist so 2000 Jahre her. Aber ich meine, wenn du diese 1000 Jahre wegnimmst, dann ist da nicht mehr so ein großer Abstand zwischen römisch heilige Kirche und dem alten Rom und Pontifex, diese Connections. Der Cäsar war Pontifex und der Papst ist Pontifex. Und da sind vielleicht keine 1000 Jahre dazwischen, sondern vielleicht nur viel weniger. Und so, dann gibt das alles auch viel mehr Sinn. So heißt das, dass das alles darauf hindeutet, dass unsere Zeitbemessung ist eigentlich falsch dargestellt. Auch hinten und vorne nicht hin, ne? Nee. Und übrigens hier, wo wir schon beim Thema Geschichtsfälschung sind, auch diese große historische Figur, Karl der Große. Oh ja. Da haben wir ja schon, gut, das ist, wissen viele Leute, rund um den Karl der Großen erraken sich viele Geschichten. Jetzt, das ist mir vorhin, als du die Geschichte erzählst, auch in den Sinn gekommen. Karl hattest du auch schon erwähnt heute. Ja, genau. Karl ist die Mittelklasse. Ja. Ich meine, und dann kommt da dieser Karl der Große, wird da als Figur reingepflockt und der Grund dafür ist, um Geschichte umzuschreiben, um auch Legitimität umzuschreiben, Urkundenfälschungen, wem gehört das Land und all diese Geschichten sind ja im Zusammenhang mit Karl dem Großen basiert. Und also ich meine, Karl, es ist... Karl der Große, sein Nachfolger, mir fällt der Name jetzt nicht ein, man vermutet, dass er die Geschichte von Karl dem Großen erfunden hat und eingeführt hat, um seine Nachfolgschaft zu legitimieren und dass er von einem Helden abstammt, etc. etc. Oder vom Gründer dessen Heiligen Deutschen Reiches. Also man kann sich da nicht sicher sein. Aber Karl der Große ist ein Mysterium, finde ich. Und vor allem wird er extra mit einem Schulausflug bei uns in der Schule extra nochmal der Besuch da gemacht und so, damit man das auch nicht vergisst, dass er der Urvater der Deutschen sein soll. Wobei es vermutlich eine fiktive Persönlichkeit gewesen ist. Ja, und dann die ganzen Connections hin zu Karlspreis und paneuropäische Bewegung und so weiter. Naja. Ja, wahrscheinlich kam auch gleich eine Rechtschreibreform, nachdem Karl der Große weg war.
Hier so ein anderes Ding, was ich noch in den Ring werfen wollte, weil es auch was ist. Es ist so faszinierend, warum dieses Thema so cool einfach kommt heute in dieser Wintersonnenwende, die auch ein besonderer Abend ist. Wir hatten auch dieses Jahr mehrmals, haben wir auch über Armenien gesprochen, unter anderem als Georg hier war und so weiter. Und Armenien, kleines Land, aber schon der Name, die Männer von Ar-Ra, Sonne. Ja. Die Armenier selber sagen, ja, der Sonnengott heißt halt Ar-Ra, es ist dasselbe. Ja. Und ich meine, das Interessante ist, die Armenier, armenische Sprachwissenschaftler, die sagen ja auch, ihre Sprache ist auch so ein ganz altes Ding und sie stellen fest, wir hören armenische Sprachwurzeln, Fetzen, hören wir in Sprachen, selbst in Polynesien unten. Richtig. Und das ist auch so interessant, weil Landmann sagt, Althochdeutsch ist die Basis, die Armenier sagen, Armenisch ist die Basis und es gibt alle recht. Andere. Aber letztens, weil es halt alte Sprachen sind, aber sie haben eben einen gemeinsamen Ursprung. Ja, vor 10.000 Jahren. Und das ist diese Root Language. Richtig. Aber bei Armenien finde ich auch noch so krass, dann ist doch dann gleich dort das Nationalheiligtum der Armenier ist der Berg Ararat. Ja. Und dann ist da auch der Wahnsee. Die hat man auch schon vor, die Wahn, ne? Ja, die Wahn. Wahn ist auch so ein Ding. Auf Kroatisch oder auf Serbisch heißt Wahn, ja, idem Wahn. Ich geh raus. Wahne, ja, sam Wahne, ich bin draußen. Der Wahnsee, ja. Ararat, Armenien. Und gleich neben Armenien ist dieses kleine Land Aserbaidschan. Ne? Richtig. Armenien, Aserbaidschan. Also ich meine, irgendwie diese Kaukasusregion scheint dann auch in der Zeit nach dieser... Der entscheidende Punkt ist ja, wo diese Eiszeit aufgehört hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Absolut. Oder? Die Eiszeit hört auf. Kann man das laut Boxsage irgendwo zeitlich einordnen? 10.035 Jahren. Vor 10.000 Jahren so grob, ja. 10.035 Jahre wird in der Boxsage explizit so erwähnt, mehrfach. Da hört die Eiszeit auf. Und endlich können diese Leute, die über, boah, verdammt, 50 Millionen Jahren im Eis isoliert eingesperrt waren, ist isoliert. Isolation. Da sind die auf einmal rausgekommen. Ja. Und es scheint doch zu sein, eben Kaukasus ist einer von den Dingern, wo die hin sind. Ja, wo dann eben so der früheste, Kumenmar. Einer der frühesten Seeds gesetzt wurde. Kumenmar. Eins der ersten Ringländer. Estenmar, Udenmar, Turenmar, Türkei. Ah, Turenmar, ja. Türkei, Tur. Und Kunemar ist das heutige Russland. Die Russen sind eine direkte Abstammung der zweiten Familie. Der Rosette-Familie. Also das ist direkter, kann man heutzutage als Volk nicht mehr abstammen als die Russen. Das ist das letzte Reservat des arktischen Volkes. So wie es die Polynesier als Volk gibt, so gibt es jetzt die Russen als auch ein Volk, das arktische noch. Hm. Was war es dann noch? Estenmar, das noch? Estenmar, es ist Estland, Lettland und Kumenmar. Ist Russland, hast du gesagt, Turenmar. Kunemar, Turenmar ist Türkei. Turenmar ist Türkei. Sind nicht alle überliefert. Sonst sind 8 gewesen, die ersten, aber sind nicht alle überliefert. Ja. Krass ist, du hattest ja auch gesagt, dass diese verschiedene Weltreligionen oder verschiedene Weltkulturen, muss man mal eher sagen, dass deren Gründungsgötter auch hier sprachlich, wenn man diese Root Language annimmt. Das sind Namen aus der Root-Sprache, ja. Die Religionsstifter und Gründungsgötter der Kulturen, wie wir sie heute haben, wie wir sie heute kennen dürfen. Ja, das sind die Namen, die man noch offiziell herausfinden kann. Und das ist danach gibt es keine weiteren Informationen mehr. Also auch nicht, wie diese Namen entstanden sind. Das ist das, wo die Boxsage diese Lücke füllt. Und das verdammt logisch, wie ich finde. Und das ist das, was hier zugrunde liegt. So, ich weiß nicht, wie gut ich es erklären konnte, so, aber ich empfehle jedem halt, die sich dieses mehrfach anzuhören, wird nicht reichen, aber sich auf jeden Fall mal Jim Chesner. Die gibt's leider nur in die englische Sprache. Ja. Aber das ist nicht schlimm, weil er, wie gesagt, er ist not a well-educated man. Mhm. Er spricht Englisch eines Niveau eines Siebenjährigen. Und er spricht sehr langsam. Er wiederholt sich und seine Körpersprache kann etwas mitgeben, was ich hier nicht mitgeben kann. Also ihr braucht ihm bei manchen Sachen nur in die Augen gucken, da ist auch Emotion dabei und alles mögliche. Ihr werdet euch da reinfühlen können. Vor allem, weil ihr jetzt so einen kleinen roten Faden habt, weil er erzählt das in Ringen. Er erzählt das nicht in einer chronologischen Abfolge. Ja. Das heißt, viele Sachen wiederholen sich, kommen aber dadurch wieder in andere Zusammenhänge. Das ist wie so beim Singen. Hey, ihr seid Musiker. Wann ist für eine Musik harmonisch? Wenn der Kreis sich schließt, die Strophe sich schließt, der Refrain kommt immer und immer wieder. Das ist das, wo man rauskommt. Linear, wie der Singsang in der Kirche. Ist kein Kreis, der sich schließt. Das ist auch das Gegenteil von dem, was ich vorhin sagte. Sogar bei der Musik.
Ja. Ne? Kreise in Kreisen. Ne? Kreise. So. Und das hier ist mit einer der größten Kreise überhaupt so. Hm. Ich habe mal den Film geguckt, 10.000 vor Christus. Ne? Yeah, so hier ja. Von dem Deutschen da. Und dort gab es eine Szene, wo er seinen Vater sucht und dann halt nach Ägypten kommt. Er selber ist ein Weißer aus dem Norden, er muss so über die Alpen und so, alles kalt. Und dort trifft er halt die blauen Menschen, die von seinem Vater erzählen. Und die haben dann Folgendes zu ihm gesagt. Sagte, es gibt Männer, die ziehen einen kleinen Kreis nur um sich. Es gibt dann Männer, die ziehen einen Kreis um sich und um ihre Familie. Es gibt Männer, die ziehen einen Kreis um ihre Familie, um sich, um ihre Familie und um ihre Freunde. Und dann gibt es Menschen, die ziehen einen Kreis um alle. Und genau so ein Mensch war Iobok. Und wir sollten diese Geschichte ernst nehmen, ihr solltet euch echt damit beschäftigen. Und ich werde jetzt nochmal die Reihenfolge sagen der Videos, das ist wichtig für die chronologische Abfolge, in der ihr euch das angucken solltet. Das wäre einmal Welcome to Hell, Hell nur mit einem L. Dann Jim Chesnar schreibt man C-H-E-S-N-A-R, Narr, ja, ist auch ein Erzähler, witzig. Und zwar Root Language. Dort erklärt euch das Alphabet und die Sachen, die ich ausgelassen habe. Dann als nächstes Video auch wieder Jim Chesnar eingeben und dann Boxsaga Part 1, die Zahl. Und dann seht ihr schon den Teil 2 und 3, der dann dahinter kommt. Dann gibt es noch Welcome to Rajasthan und Welcome to Atlantis. Und mit Jim Chesnar und Boxsaga seid ihr in der Suchmaske eigentlich ganz gut bedient. So. Und die Reihenfolge ist halt wichtig. Es sind ungefähr 6 bis 7 Stunden Videomaterial. Boah. Wichtig ist die 8 Powers, die Jim Chesnar beschreibt, also der Teil 1 bis 3. Das sind circa knapp 4 Stunden. Die kann man aber ganz gut in so Happen von einer Stunde sich mal angucken. Und dann werdet ihr auch verstehen, was ich mit diesem Soundsystem mache, weil das ist etwas, was ich nach 2 Jahren Recherche und das allererste Mal, wo ich diese Geschichte überhaupt jemanden so versuche zu erzählen heute, für mich einfach nicht möglich nachzumachen. Iobok selber konnte das in Perfektion und einfach, denn man braucht ja einfach nur zuhören und durch diese Kreise, die er benutzt, um das Wissen zu vermitteln, wird man das schon sehr schnell selber rausfinden. Und dann, wenn ihr das 2-3 Mal vielleicht dann gemacht habt, allein schon nach dem ersten Mal werden euch die Sachen aufgehen. Aber nach dem 2., 3. Mal, wenn ihr das so verarbeitet habt, so die ersten, ja, Offenbarungen und neuen Eindrücke, dann werdet ihr das merken, wie ihr das für euch benutzen könnt. Und dadurch werdet ihr, so wie es bei mir war, auf jeden Fall gestärkt rausgehen. Einfach nur, weil das hier kein Glaube ist, sondern Wissen durch Verständnis. Wow, und ich meine, was würde denn nur abgehen hier, wenn wir wieder Barden hätten, die Kraft haben, diese Geschichte zu singen. So intuitiv zu singen, so ähnlich wie man eben heute mit Sanskrit Texten Mantren chantet und singt. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, es ist diese pure Phonetik, das ist kein Bullshit so. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Zufall, sondern jeder Rhythmik und jede Ton, wenn du die jetzt noch, wenn du weißt, wie es geht, die jetzt noch eine der richtigen Tonhöhe zuordnen kannst und dann diese Silben, diese alten Laute vorträgst, ey, wir können uns gar nicht vorstellen, Alex, was es mit uns macht. Ja. Wie da wiederum unsere Organe resonieren, also wie im wahrsten Sinne des Wortes resonieren, also wie in Harmonie kommen damit, welche Heilwirkung dahinter steckt. Ich bin kein spiritueller Mensch, liebe Leute, absolut nicht. Aber ich habe das allererste Mal ein Gefühl von Spiritualität erlebt, als ich ansatzweise diese Geschichte verstanden habe, nach dem ersten Mal zuhören. Und das ist ein Gefühl, was mich dazu gebracht hat, meinen Kreis zu öffnen und sogar im Reassel-Camp halt eben aufzuschlagen. Und ihr habt ja gesehen, was für ein Exot ich in eurer Runde, in eurem Kreis dargestellt habe. Aber es war mir halt eben ein Bedürfnis, das zu tun, so, weil ich euch dran teilhaben lassen muss, weil es wichtig ist für uns alle, verdammt nochmal. Mhm. Und wenn's nur für einen wichtig ist, nur für einen, der hier heute begriffen hat, wie wichtig es ist, wenigstens seinen Kreis zu schließen, der behält auch seine, ja, Menschlichkeit, seine Unabhängigkeit, seine Seele. Ja. Das ist halt Rüstzeug, das stärkt uns jetzt in dieser heutigen Zeit. Weil im Grunde genommen ist ja das, was wir so oft auch thematisieren, wir und viele andere, was wir kennen unter NWO und all die Agenten dahinter und die ganzen Kabale,
letzten Endes ist es ja der, das wissen wir auch schon lange, das ist ein Krieg, der gegen uns gerichtet ist, gegen uns Menschen gerichtet ist. Ja. Und das hier ist Rüstzeug. Richtig. Rüstzeug im Maßen des Wortes, mit dem wir selber wieder stärker werden, um nicht in jede Falle reinzutappen, die man uns gräbt, um diese ganzen, gerade sprachlich, um diese ganzen Verwirrung, die uns gegeben werden, weil Sprache und Denken hängt miteinander zusammen und das sind Dinge, die können uns da stärker machen, die können uns emanzipieren, die können uns immun machen gegen all diese wirklich ausgeklügelten Versuche. NLP ist ja da nur ein kleiner Aspekt davon. So, das ist Rüstzeug, das kann stark machen. Deswegen lohnt sich's damit. Und genau wie du gesagt hast, wenn jetzt noch Artefakte kommen, dann allein die Tatsache, dass die dann da wären, die hätten dann schon so eine Kraft. Ich habe es euch gesagt, vor einem Jahr war ich ich habe mir die Himmelsscheibe von Nebra angeschaut und allein dieses Stück, was das für eine Kraft hat und Ausstrahlung, was es mit mir gemacht hat, was es mit anderen macht, wie inspirierend das ist. Allein die Tatsache, dass es da ist. Was könnten, also wenn ich das so sehe, was könnten dann solche Artefakte mit uns machen, wenn die einfach mal auftauchen würden? Und jetzt ist die Zeit dazu. Wenn du dir die Himmelsscheibe mal anguckst, Alex, ja, von Nebra, dort siehst du doch diese Anhäufung von Sternen zwischen dem Mond und ja, der ja, genau. Sonne. Was wie hast die Plejaden? Ja, du hast okay. Die Plejaden und dann hast du mal diese andere Sterne dort, die eigentlich keine so richtige Einordnung haben, ne, Frank? Ja, aber die angeordnet sind, ja. Zieh mal einen Kreis und verbinde mal alle Außensterne miteinander. Dann hast du nämlich das Hexagramm. Die Basis für die Blume des Lebens. Sind sozusagen, wir haben sechs auf der Himmelsscheibe von Nebra wird das alte Wissen dargestellt, ja. Das ist das alte Wissen, die heilige Geometrie. Die Leute, die Himmelsscheibe von Nebra gemacht haben, wussten das. Der Beweis dafür ist nicht nur, dass sie funktioniert, wenn man in Nebra denn die Sonne guckt, ne, wenn man die ausrichtet, die Scheibe, sondern es steht auch noch drauf, dass das auf diesem Wissen basiert. You know, weißt du, was auch witzig ist, Frank? Wir haben auch mal gewundert, warum da keine mal Schriftstücke oder irgendwas dabei gefunden worden sind. Vielleicht das war das zu der sogenannte Zeit, was Milo darüber spricht, wo der gerade durch diese Wissen erzählt worden ist und er keine schriftliche Weitergabe will. Ja, das sagen wir immer wieder, weil unsere Vorfahren nicht geschrieben haben, genau aus den Gründen. Nicht, weil sie wilde waren, weil sie zu blöd waren zu schreiben oder sowas. Nein, wir hatten eine Schrift oder es gab eine Schrift, die Runen, aber die hast du nicht benutzt, um irgendwelche Texte zu schreiben. Höchstens ein Zauberspruch, ein Heilspruch auf dein Schwert, genau. Auf dein Haus, irgendwas, was schützt, zur Heilung, Medizin oder so. Man hat aber das nicht benutzt, weil da war eben das alte Bardenwissen noch da. Wenn wir anfangen, die Texte aufzuschreiben, dann verlieren wir diese Kraft der Phonetik. So ist es. Und wenn die verloren geht, dann geht das Entscheidende verloren. Und das ist genau passiert. Wir Menschen haben irgendwann haben wir diese Phonetik verloren. Wahrscheinlich jetzt, wenn man diese Boxsage als Grunderzählung nimmt, zu dem Zeit, wo auf einmal der Pol sich verschoben hat und das Eisalter kam. Und ab da haben wir das verloren gehabt. Oder zumindest der Großteil der Menschen hat es verloren gehabt. Und das ist, wenn wir die Phonetik nicht mehr haben, dann müssen wir eben diese Bildersprache bilden. Und das ist genau, wo die Schriften anfangen. Ja. Vor der Schrift gab es nur Phonetik. Und die verlierst du, wenn du aufschreibst. Und das ist auch so interessant, Alex. Ich habe so viele Bücher in meinem Leben schon gelesen. So. Ich habe Geschichtsschreibung studiert. Aber mein ganzes Leben scheint auch so eine Emanzipation davon zu sein. Weil ich immer mehr wegkomme von Texten. Und mittlerweile bin ich schon so weit zu sagen, ey, auch gerade diese ganzen alten Schriften, die ich natürlich immer noch interessant finde, letztens sind die halten uns nur ab von etwas viel Wichtigerem, von etwas viel Größerem. Bestenfalls könnte man sagen, sie sind eine Krücke, die wir vielleicht jetzt langsam mal wieder weglegen können, um wieder zurückzukommen zu dieser Phonetik. Die müssen wir uns wieder arbeiten. Aber ich glaube, das wird nicht lang dauern. Das wird relativ schnell gehen. Und wenn ich so sage, wird Zeit, dass wir wieder so Barden haben. Ich selber bin ja auch Bade. Ich bin es jetzt vielleicht noch nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir Barden haben, die das wieder können. So viel kann ich als Barde wieder sagen, weil ich weiß, dass das in uns drin ist und ich weiß, wir müssen es nicht Jahrzehnte studieren. Jetzt kommt das Zeug raus und ich weiß, es ist in unseren Herzen drin und es wird nicht lang dauern, dann kommen wir da wieder hin. Ne? Absolut. But, you know something, was man auch mal merken muss, mal Frank, ist, dass wir sagen auch mal, diese ganze Sachen, die passieren heutzutage, was gegen uns arbeitet. Aber wenn man das so anschaut, mit derselben Geschwindigkeit erwachen die Menschen. Yeah. Verstehst du, was ich meine? Wir merken, dass dieses System oder was auch immer man nennen will, die gegen uns als Menschen, als Wesen mal arbeitet, um genau dieselbe Geschwindigkeit. Es kommt mir so vor,
dass die Menschen, die von diesem System wegbrechen und ihre Augen aufgemacht haben, um das Wahre zu akzeptieren oder erwachen, wenn man es so nennen will. Es scheint mir, um diese gleiche Geschwindigkeit mal parallel zu laufen. Ganz genau. Und genau deswegen ist es auch, das sagen wir immer wieder. Und das bestätigt es auch nur wieder so. Jetzt ist so ein Zeitfenster. Jetzt kann was passieren. Und das ist der Grund, warum jetzt, oder halt schon in den 80ern, aber ich meine, hey, was sind ein paar Jahrzehnte bei 100 Millionen Jahre? Jetzt ist die Zeit, wo diese Geschichte rauskommt. Jetzt ist die Zeit, wo wir auch gewisse Dinge wieder finden. Und das ist, ja, wir sind da alle in diesem großen Prozess drin. Und die Boxsaga ist ein Teil davon, würde ich mal sagen. Oder eins von den Dingen, die sich halt jetzt offenbaren. Wir leben jetzt in der Zeit der Offenbarung. Ja. Das ist, was man Apokalypse nennt im Griechischen. Das ist nicht nur das Schlimme, das ist auch, jetzt wird's offenbar, jetzt kommt das raus, diese Sachen. Jetzt ist eine Riesenchance für uns, auch diese Dinge wieder zu entdecken, wieder zu verstehen, und das muss dann gar nicht lange dauern, und dann Heilung. Können sich auch große Dinge ändern. Ja, genau, Heilung. Zurück auf das Wesentliche. Ja, ganz genau. Back to nature. Ja. Und ich meine auch diese, guck mal, um nochmal zum Anfang der Sendung zu kommen, Alex, ja, auch so dein persönliches Statement, was dir heute wichtig war, weil es ist ein Thema, was wir in letzter Zeit auch immer wieder öfter hatten, diese ganzen Pädo-Geschichten und sowas, mit denen wir auch und du vielleicht noch ein bisschen mehr auch wirklich emotional dabei bist. All diese Pädo-Geschichten sind ja auch entstanden aus einer Pervertierung von diesem Offering-System. Genau. Offering, aus Offer wurde Opfer. Das ist vielleicht der entscheidende Schritt. Aus Offer wurde Opfer. Das ist eine Spiegelung, auch wunderbar wieder mit dem F&P. Und auf einmal wurde, wenn früher hat man was gegeben, um halt diesen Kreislauf zu erhalten und diese große Vision, ey, boah, 10.000 Seelen für das nächste neue Kind und yeah. Und alles war erhaben, alles war schön, alles war in Harmonie. Und irgendwie, da wissen wir immer noch nicht, warum es eigentlich passiert ist, aber hey, kann ich alles wissen. Aber irgendwie ist es dann zu diesem Bruch gekommen und auf einmal hat man aus Offer wurde Opfer. Und da ging es los, auf einmal musst du was opfern. Und das ist diese Grundideologie, der Grundmindset für all diese okkulten Praktiken, die wir heute, deren Perversion wir heute erleben, wie man eben Kinder opfert und Blutopfer bringt und diesen ganzen Mist. Das ist eine Pervertierung. Im Grunde genommen ist Leben Offering. Das ist das Grundprinzip der Natur, einfach geben. Und uns hat man erzählt, wir müssten irgendwas opfern für irgendwelche Götter, weil wir irgendjemand was schulden oder sowas. Und es ist genau Sünder. Die direkte Umkehrung von diesen Geschichten. Ja. Schließt euren Kreis und ihr braucht nicht das, was von außen auf euch einfällt. Ganz einfach. Ich bin komplett resistent gegen Manipulationsversuche von außen. So gestärkt bin ich durch dieses Verständnis. Einfach nur durch dieses Verständnis. Milo, wir sind schon bald am Ende so mit der Zeit. Wie können denn Leute dich erreichen, wenn jemand auch sich mit dem Thema Boxsage intensiver beschäftigen will oder auch schon hat? Ja, vielleicht gibt's auch Leute da draußen, die haben vielleicht das auch schon ein paar Jahre gemacht und kann sein, klar. Wie können Leute dich erreichen oder ja, ich habe jetzt nichts Besonderes eingerichtet, aber eine E-Mail müsste doch erstmal reichen für den Anfang, so denke ich mal, ne? So, ich buchstabiere mal. Das ist kleines H wie Haus, A wie Anton, R wie Richard, I wie Ida. Nein, nicht I, sondern O wie Otto, D wie Dora, I wie Ida, M wie Martin, 33@gmail.com. Okay, auf jeden Fall werden, ich habe die E-Mail. Wir würden das mal mit unserem Upload auch mal bei dem Mixcloud. So das zu finden sein, wenn man dich persönlich kontaktieren will. Ja, sonst kann man ein Update zwischendurch. Ist ja, genau. Ich war jetzt nicht vorbereitet darauf. So, vielleicht richte ich jetzt ein oder so, mal schauen. So. Ja, aber das kriegen wir schon alles. Meine Planung für demnächst ist halt versuchen, mit Jim Chester direkt in Kontakt zu geraten und ihm halt unsere Bemühungen halt näher zu bringen, gucken, auf welchem aktuellen Stand diese Ausgrabungen sind und so weiter. Und ich denke mal, danach wird eine Internetseite, denke ich mal, auch Sinn machen. Und die werden wir auf jeden Fall hier nochmal durchgeben. Ey, das wäre natürlich cool. Es gäbe ja noch so viel mehr, also wo das alles, weißt du, es sind so viele Dinge heute, die du gesagt hast. Ich konnte bei Weitem nicht alles ansprechen, genau. Klar, die auch nur ein Ausgangspunkt sind, um noch viel weiter zu forschen. Nur mal um einen aufzugreifen nochmal. Du hast gesagt, die Russen. Ich meine, wir haben auch schon ein paar Mal über die Russen gesprochen und Russ und Kiewer Russ und wie das war, die aus dem Norden gekommen sind und diese ganzen Geschichten.
Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Ja. Nee, du hast mal über die Russen mal gesprochen. Ich wollte mal wissen, ob du auf diese diese Iman. Ja, ja, weil weißt du, in was wir so ein bisschen ja nur mitbekommen langsam, ja, weil diese Sprachbarriere immer noch im Weg ist, noch, ja. Aber wir bekommen ja mit aus dem russischen Raum. Da gibt's auch diesen gigantischen Themenkomplex von den russischen Veden, die auch zurückblicken, die auch eine völlig andere Geschichte erzählen, als die unsere Schulwissenschaft uns nennt. Aus manchen Gegenden in Russland wie Sibirien kommen immer mehr Funde, wird von Orten berichtet, da mit diesen riesen Steinmauern und so weiter. Ich meine, immer mehr kommt. Mhm. Das kommt jetzt. Das ist alles da. Es ist nicht alles vernichtet worden. Wir erleben seit Jahrtausenden, wie das Wissen um Hell unterdrückt wird. Aber es ist einfach, vieles hat die Erde auch versteckt. Oder hat so ein bisschen Schleier drüber gelegt. Und das kommt jetzt. Das ist auf unserer Seite sozusagen. Das ist jetzt die Zeitenergie. Die Erde gibt auch ein paar Dinge jetzt preis. Und wir müssen nur aufpassen, hier Thema Fake News, wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht austricksen lassen. Denn wir wissen auch, hier eins von den Ideen, die sie bei Project Bluebeam hatten, war, ja, es wird gewisse Artefakte geben und so. Ja, da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in diese Alien-Bullshit-Geschichte reindrücken lassen. Ah, ja, guck mal, was wir gefunden haben hier, Alien-Kultur. Aber wir sollten trotzdem wissen, jetzt ist eine Zeit, wo wir uns auch drauf gefasst machen. Und die Himmelscheibe von Nebra ist auch nur ein Beispiel dafür. Jetzt kommt dieser Stuff raus. Die Erde will das auch. Die Erde lebt auch. Jetzt ist die Zeit, wo das hochkommt. Ja. Und wir müssen wieder gucken, dass wir klar bleiben, dass wir uns nicht tricksen lassen von irgendwelchen Fake News, gefälschten Artefakten, die uns irgendein Hollywood-Narrativ reindrücken wollen. Aber wir sollten auch eben open-minded, offenen Geistes sein, offenen Herzens sein, um wirklich auch überraschende Dinge, wenn die jetzt dann kommen, die auch anzunehmen und zu erkennen, hey, wow, da ist es ja. Und wir werden es ja unterscheiden können, da bin ich mir auch ganz sicher, weil ein Fake hat halt niemals dieses Charisma, auch was eben solche Gegenstände zum Teil haben, wie eben auch Himmelscheibe von Nebra, wenn du das Ding anguckst. Wow. Ja. Tja, heavy duty. Und somit geht zu unserer Mama letzte Sendung mal zu Ende. Für dieses Jahr 2016. Wintersonnenwende. Ja. Yeah. Wow, the Bock. Sage. Interesting stuff, man. Ach so, Bock heißt, Burg heißt übrigens Gott auf Serbisch. Bock, da. Bock dann. Und nee, Borg, ich hab mal da ja gesagt. Und nee, aber Borg in Russisch ist genau dasselbe. Ja, genau. In Ukrainisch, alle slawische Sprachen, Borg. Urbock haben wir noch, das Bier. Ja, genau. Genau. Bockbierzeit ist auch irgendwann. Und ihr müsst doch mal darauf achten, zum Beispiel hier okkulte Rituale, hier das mit dem Tunnel. Gotthard zum Beispiel. Ihr müsst mal darauf achten, es kommt der Ziegenbock, das ist nicht der Satan oder der Teufel oder ja, es ist das Böse, ja. Aber es ist die Bockfamilie. Ja. Das ist, wo dieses Ziegenkopf hergestellt. Überall kam, müsst man drauf achten. Überall, ich habe es in letzter Zeit in mehreren Filmen gesehen, auch wenn da nur ein Ziegenbock durchs Bild läuft oder im Hintergrund steht oder so. Es wird sehr oft benutzt. Ja, aber Hollywood. Aber warum wird es das Ziegenbockkopf denn dargestellt als eine böse? Sie wollen sehen, ob es weiterhin noch funktioniert. Ja, ich sag ja, die lachen uns ins Gesicht. Hide it in plain sight. Das ist typisch Freimaurer. Es ist immer noch die Umkehrung. Genau diese Umkehrung wird uns präsentiert. Und damit wir ständig weiterhin daran glauben. Aber genau das Gegenteil ist jetzt der Fall, wie ihr wisst jetzt. Und deswegen wird der Teufel dargestellt mit Boxhörnern und einem Boxfuß. Oder auch dieser Baphomet, was halt auch viele Leute dann immer wieder fragen. So, ist der Baphomet ist letztens auch nur eine Umkehrung. Wir machen etwas Erhabenes, wir machen es zum Bösen. Ja, guck mal, das ist das Böse. So. Aber darf ich, auf dem Bild vom Baphomet seht ihr auch, wie er da sitzt. Also er hat das mit dem Ziegenbock, dann hat er das Weibliche, hat die Brust, er zeigt auf den Mond und wie wir wissen, ist Mond repräsentiert den König und die Königin. Ne? Die dunkle Seite, die Frau, die helle der Mond, der Mann, immer der Vollmond. Ja. Das heißt also, ein Sichelmond ist immer die Abkehr davon, weil es einen Teil vom Vollmond weggefressen hat. Oder beziehungsweise den Teil der Information zurückhält. Und wenn er da weiter runter guckt, hat er ein erigiertes Glied. Und sind da nicht zwei Schlangen? Ja. Ist das nicht die Verlängerung, das Ende dieser Kundalini-Schlange? Das ist der Hinweis darauf, das dritte Auge ist unser Heart, unser Herz. Die Spitze unseres I. Wow. Okay? Es steht da. Wir lesen es nur falsch. Warum wird das denn sonst dargestellt?
als die feuerspuckenden Drachen. Jetzt habe ich dann keinen Bock mehr. Ja. Oh, auf den hast du gewartet. Well, that's a good closing statement, ja, Mann, for this show. Ich würde gerne jemanden grüßen, wenn ich darf. So. Ja, bitte, bitte, mir. Also ich würde gerne meine Eltern grüßen, so, die ich ganz lieb habe. So. Und dann vor allem meinen Bruder, meine Schwiegerin, ja, die einzigen sind, mit denen ich über dieses Thema stundenlang reden darf und kann. Die jetzt auch zuhören. So. Dann meinen besten Freund aus Hannover, dann alle aus dem Internat, die jetzt zuhören. Und meine Möchtegern-Freundin aus Hamburg, die gebürtige New York Cityerin ist, George Washington High School. Ihr Naturgeschenk ist Tanzen. Okay. Und ich hoffe darauf, wenn sie das hört, dass wir dann doch nochmal demnächst irgendwie einen Kaffee trinken. Das hast du. So, Ladies and Gentlemen, siehste, habt ihr mal das gehört? Wir Rock'n'Roller, wir sagen immer yeah. Das hast du heute Abend auch gehabt. Positiv, genau. Das ist genau das. Geben. Viele Leute fragen, warum sagst du immer yeah? Aber hey, ich weiß es schon lange. Ich meine, in Indien sagen sie Jay, ja, in was sagen sie in Jamaika sagen sie auch so Ja. Ja, Mann. Hey, ja, Mann. Ja, das unser deutsches Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Und das ist reine Phonetik, das ist was Positives. Und wenn ihr diesem Code folgt, dann kommt ihr auch zur Quelle. Ganz genau. Keine Grammatik, der Sound ist der Weg. There we go. And speaking about sound, it's time for me to throw in the last song. Also auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mal uns eingetuned habt hier auf Radio Emergency, die Amok Alex Frank Stoner Show mit unserem Gast Milo heute. Und ja, die letzte Show für 2016. Also ich habe mal die Januar-Kalender noch nicht da, Frank, aber ich weiß es nicht, wenn wir irgendwann in Januar sind wir wieder da. Ja, schaut einfach auf den, hier in Radio Emergency, schaut auf den Sendeplan. Wir haben diese Woche auch noch ein paar Highlights. Am Freitagabend wird es wieder eine Resonanz geben, dritte Ausgabe Resonanz, oder ist es schon die vierte? Hier die Sendung des RE Emergency Chats. Reinschalten, Freitagabend, schaut rein ins Programm, ist immer irgendwas geboten, auch über die Feiertage wird Radio Emergency weitermachen. Wir allerdings, wir kommen erst im nächsten Jahr wieder. Genau, in 2017. Auf jeden Fall nicht vergessen, auch Daggle ist am Start morgen früh, morgen Nachmittag oder abends, was. Ja, der ist auf jeden Fall, he's on. Schaut ins Programm. Genau, man, wir haben mittlerweile 0 Uhr 7, gleich 0 Uhr 8 an diese 22. mittlerweile Dezember. Ob ihr das mal hören wollt oder nicht, frohes Fest. Fröhliche Feiertage, ja, genau. Rock'n'Roll, man. Fröhliche Wintersonnenwende. Ja, genau. Kommt gut durch die Nacht, durch die dunkle Zeit, die Rauhnächte fangen jetzt an und ja. Einen guten Rutsch in den Neujahr und wir sehen uns mal im 2017. Und wir verlassen euch mal mit einem Titel from the one and only King Zex. Und dieser Titel heißt Black Like Sunday. So, hau rein, Leute, and peace to your mind, man. Bis den Neujahr. Amok Alex und Frank Stoner. Wir sind over and out.